Impfpflicht. Der Nationalrat stimmt dem Impfpflichtgesetz mehrheitlich zu. Wie geht es jetzt weiter? Wir analysieren live im Studio mit Wolfgang Geier. Filzmeiers Freitag. Die politische Wochenanalyse vom Politikwissenschaftler Peter Filzmeier. Fahrplan fürs Klima. Nach der Lobautunnel-Debatte verspricht die Stadt Wien jetzt mit einem Klimafahrplan die Klimaoffensive. Herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 21. Jänner. Sie schauen ORF 3 aktuell. Wir haben heute wieder viel vor. Jetzt ist sie also beschlossene Sache, die Impfpflicht. Der Nationalrat hat gestern mit großer Mehrheit dafür gestimmt. Dagegen war erwartungsgemäß die FPÖ. Und auch vier Neos und ein SPÖ-Abgeordneter haben mit Nein abgestimmt. Am 3. Februar muss noch der Bundesrat sein Okay geben. Margit Laufer und Regina Pöll berichten. Am Abend dann der vergleichsweise unaufgeregte Schlusspunkt einer turbulenten Parlamentsdebatte. Der Gesetzentwurf ist somit in dritter Lesung angenommen. Davor bringt die Debatte bereits viel Applaus auf der einen und Kopfschütteln auf der anderen Seite. Die Freiheitlichen sind als Einzige geschlossen gegen die Impfpflicht. Mit dieser Impfpflicht, meine Damen und Herren, wird in Österreich dem Totalitarismus der Weg bereitet. Es ist nichts anderes. Es ist die Einführung des Gesundheitskommunismus. Und es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass wir zur Bekämpfung eines chinesischen Virus das chinesische Gesellschaftsmodell in Österreich einführen, das sich durch vieles auszeichnet, aber nicht durch Freiheit und Demokratie. Der Gesundheitsminister und die Gesundheitssprecherin der ÖVP versuchen, Bedenken auszuräumen. Ich möchte diese Gelegenheit benutzen, noch einmal darauf hinzuweisen, dass alle Evidenz dafür spricht, dass die Covid-19-Schutzimpfung, und zwar alle in Österreich erhältlichen Präparate, sicher sind. Wir pochen auf ein solidarisches Gesundheitssystem, aber ja, wir sollten auch für dieses solidarische Gesundheitssystem etwas leisten. Auch bei der SPÖ ist die Impfpflicht die allgemeine Linie. Aus diesem permanenten Teufelskreislauf des Auf und des Zu, dieses Teufelskreislaufs der Unsicherheiten, gibt es aus meiner Sicht und aus Sicht der meisten Expertinnen und Experten einen effektiven Weg heraus. Und das ist die hohe Durchimpfungsrate in Österreich. Als einziger SPÖ-Abgeordneter stimmt Bauholz-Gewerkschafter Josef Muchitsch dagegen. Bei den Neos sind es 4 der 15 Mandatare. Bei uns sind alle Abgeordneten geimpft und sind grundsätzliche Befürworter der Impfung. Aber die Frage, ob die Impfpflicht uns weiterbringt in der Pandemiebekämpfung, die Frage, ob sie bürokratisch umgesetzt werden kann, Frage, ob sie nicht mehr spaltet, als sie verbindet. Das sind so Bedenken, die bei uns einige haben. Bei den Grünen bleibt Eva Ernst-Cicic der Sitzung fern. Sie habe grundrechtliche Bedenken. 137 zu 33, das ist eine breite Mehrheit im Nationalrat. Nun braucht es noch die Zustimmung im Bundesrat. Kontrolliert wird die Impfpflicht ab Mitte März. Dann soll auch eine Impflotterie starten, wie die Regierung gemeinsam mit der SPÖ bekannt gegeben hat. Verlost werden 500-Euro-Gutscheine. Jede und jeder zehnte Geimpfte gewinnt. Warum Gutschein? Weil da die Chance besteht, dass der österreichische Handel, die österreichische Gastronomie, der österreichische Tourismus, die Dienstleister, Kultur und Sport davon profitieren können. Dazu kommt noch ein Bonus für jede Gemeinde mit einer Impfquote ab 80%. Ein Projekt, das sich die Regierung insgesamt 1,4 Milliarden Euro aus Steuergeld kosten lässt. Ein weiterer Anreiz zum Impfen also, das ab Februar für alle Pflicht sein wird. Ausgenommen sind Schwangere, Genesene für 180 Tage und Menschen mit Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe. Allen anderen drohen bei Verstößen etappenweise bis zu 3.600 Euro Strafe.
Lange ist sie kategorisch ausgeschlossen worden, jetzt ist sie also Realität, die Impfpflicht. Darüber und über viele weitere aktuelle Themen darf ich heute wieder mit unserem Politikexperten Wolfgang Geier sprechen. Er ist hier an meiner Seite. Schönen guten Tag. Schönen Vormittag. Eva Linsinger vom Profil hat es das Gesetz genannt, das eigentlich niemand wollte. Trotzdem hat der Nationalrat jetzt mit breiter Mehrheit die Impfpflicht beschlossen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass bei so einem umstrittenen Thema die Politik mehrheitlich an einem Strang zieht? Wenn man es schon nicht will, auf das wir brauchen es aber geeinigt hat. Also dass es doch im Sinne der Allgemeinheit ist, wenn diese Impfquote, also der Anteil der Menschen in der Bevölkerung, die geimpft sind und damit weniger schwer an diesem Virus erkranken können, je höher der ist, besser fürs Gesundheitssystem, im Letzten besser für uns alle. Und dieser Konsens, den tragen die Parteien, die Freiheitlichen ausgenommen, mit und deshalb dieser gemeinsame Beschluss. Wenn man sich aber jetzt darauf einigt, dass wir es brauchen, warum ist die Impfpflicht dann trotzdem so ein kontroversielles Thema? Kontroversiell ist es bei denen, die es kategorisch ablehnen. Und da müssen wir, glaube ich, fast ein bisschen den breiteren Horizont im Auge haben. Da ist in den letzten Jahrzehnten was passiert mit unserer Welt. Die Digitalisierung hat nicht alle mitgenommen. Der Anteil der Menschen, die den Versprechungen, den Aussagen der Politik schlichtweg nicht mehr glaubt und das ablehnt, der ist gewachsen. Und diese Leute sehen da jetzt eine Möglichkeit oder wollen sich's nicht von oben herab anschaffen lassen, weil sie eben daran nicht mehr glauben, was ihnen da gesagt wird. Und deshalb lehnen sie es ab, auch mit dem Gefühl, jetzt zahle ich euch mal etwas heim. Ihr wollt, dass ich mich impfen lasse, ihr habt für mich nichts getan, ich tue jetzt nichts für euch. Also das ist meines Ansichten nach, und das sagen ja auch viele Soziologen, eine der großen Triebfedern, warum dieses Impfpflichtgesetz so polarisiert, warum da die Meinungen so auseinandergehen und warum es so schwer ist, da eine vernunftgestützte Diskussion darüber zu führen. Es regieren ja die Emotionen. Manche wollen sich nichts anschaffen lassen, andere sind einfach verwirrt, weil bis zuletzt ja einiges auch unklar gewesen ist. Sind denn jetzt alle Details geklärt, zum Beispiel wer sich wann befreien lassen kann von der Impfpflicht? Das bei den Befreiungen ist einigermaßen klar geregelt, finde ich. Das haben wir im Beitrag gerade gehört. Schwangere, wer Allergien vorzuweisen hat, also gegen einen Impfstoff oder sowas allergisch ist und darum seine Gesundheit fürchten muss, der soll befreit werden. Aber bei vielen anderen verstellen schon noch große Fragezeichen den Blick auf das Gesetz und die Auswirkungen, die es haben wird. Also es soll ja in mehreren Phasen jetzt in Kraft treten, ab Mitte März und dann in einer dritten Phase, wo über das Impfregister Leute aktiv vom Staat gesucht werden sollen, die nicht geimpft sind, um dazu gebracht zu werden und notwendigenfalls sanktioniert zu werden. Wie das genau ausschauen soll und wie das gehandhabt wird, da steht nur ein riesengroßes Fragezeichen im Gelände. Also da muss man schon noch schauen, weil beim Gesetz ist es wirklich, es kommt darauf an, was man daraus macht und in der Praxis zeigt sich dann, was es taugt. Und der Sinn soll ja sein, nicht weiter zu polarisieren oder Menschen einfach zu bestrafen, sondern diesen Anteil jener, die geimpft sind, zu erhöhen. Ja, und in diesem Sinn wird es nicht nur die Impfpflicht geben, sondern es sollen auch wieder Impfanreize geschafft werden. Geimpfte werden dann bis zu 1 Milliarde Euro gewinnen können. Man fragt sich da schon, wo kommt das Geld eigentlich her und ist denn das jetzt noch notwendig, wenn es eh schon von Gesetz wegen die Verpflichtung gibt, sich impfen zu lassen? Vielleicht eine kleine Präzisierung, bevor sich da jemand zu große Hoffnungen macht. Es wird nicht ein Einzelner eine Milliarde gewinnen. Das wäre schon ein super, super Jackpot, aber Preise, Gutscheine im Wert von 1 Milliarde sollen ausgeschüttet werden. Das geht natürlich darauf zurück, weil man schon festgestellt hat, mit Anreizen geht eigentlich fast immer mehr als mit Zwang. Und so versucht man es halt jetzt parallel dazu, um sich den Zwang sparen zu können, mit Anreizen Leute dazu zu bringen. Und dazu ist diese Lotterie eingerichtet worden und dazu soll es diese Preise geben. Jedes zehnte Los soll ja angeblich gewinnen. Also das ist mehr, als man sich beim Lotto an Chancen ausrechnen kann. Jetzt gibt es also die Impfpflicht, der Lockdown für Ungeimpfte oder die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte werden verlängert. Und manche Beobachter sagen, dass Österreich die strengsten Corona-Maßnahmen weltweit hat. Stimmt das denn? Österreich und Deutschland werden da immer wieder genannt mit den strengsten Reglementierungen. Wenn man sich die Impfpflicht jetzt anschaut, das gibt es schon in einigen anderen Staaten auf der Welt, aber jetzt im westlichen Wirtschafts- und Kulturkreis ist da Österreich einmal vorgeprescht. Es gibt schon, und das finde ich recht interessant, andere Annäherungen auch an das Thema Impfpflicht, zum Beispiel Italien und in Griechenland. In Italien ist man ab 50 plus der Impfpflicht unterworfen. Also einer von uns beiden wäre in Italien jetzt impfpflichtig. Ich glaube, die Zuschauer werden sehr rasch herausfinden, wer das ist. In Griechenland würden wir beide noch nicht impfpflichtig sein, weil da ist es ab 60 Jahren der Fall. Also das sind durchaus andere Annäherungen, die man dort einschlägt.
Und in Österreich sind wir es beide, denn wir sind ja auch leicht erkennbar beide über 18 Jahre alt. Treffer. Also man sollte es nicht glauben, es tut sich auf der Welt noch anderes als Corona. Darüber wollen wir dann in der nächsten Runde sprechen. Da schauen wir in die USA. Für diese erste Analyse bedanke ich mich, Wolfgang Geier. Spannende Themen. Zum Zuckerbrot gibt es auch die Peitsche. Soll heißen, zusätzlich zur Impfpflicht werden, wie erwähnt, jetzt auch wieder Impfanreize in Aussicht gestellt. Die Spitzen von ÖVP, SPÖ und Grünen haben noch vor der gestrigen Sitzung im Nationalrat die Details dazu präsentiert. Unter anderem soll es eine Impflotterie geben. Weniger reizvoll finden das alles die Menschen, die in der Wiener Innenstadt gegen die neuesten Regierungsmaßnahmen demonstriert haben. Während im Nationalrat über die Impfpflicht debattiert wird, demonstrieren in der Wiener Innenstadt hunderte Impfgegner. Der Verkehr wird zum Teil lahmgelegt. Mit Zwang muss die Polizei dafür sorgen, dass die Bannmeile vor dem Parlamentsausweichquartier gewahrt bleibt. Wohl auch um Impfskeptiker etwas zu besänftigen, kommen zusätzlich zur Impfpflicht jetzt auch Anreize zum Impfen. So wird es eine Lotterie für alle Geimpften geben. Mit jedem einzelnen Stich hat man die Chance auf einen 500-Euro-Gutschein, der bei heimischen Betrieben eingelöst werden kann. Neben der Pflicht soll es eben auch eine Belohnung geben für die, die sich schon bereits haben impfen lassen. Und gleichzeitig einen Anreiz für die, die noch vor der Entscheidung stehen. Jede 10. Impfung soll gewinnen. 1 Milliarde Euro wird die Lotterie kosten. Damit soll auch die Wirtschaft angekurbelt werden, so der Plan von Regierung und SPÖ. Durch eine Kaufkraftstärkung ergibt sich natürlich automatisch eine Unterstützung der heimischen Wirtschaft und damit natürlich auch eine Stärkung der Arbeitsplätze, eine Absicherung der Arbeitsplätze. Außerdem wird es für Gemeinden mit vielen Geimpften Prämien geben. Nach dem Motto, je höher die Impfquote, desto mehr Geld. Ich glaube, dass das doch zu einem positiven Wettbewerb führen kann. Mal innerhalb der Gemeinden, wer macht mit, aber auch unter den Gemeinden. Die Impflotterie soll jedenfalls Mitte März starten, gleichzeitig mit der Kontrolle der Impfpflicht. Demonstriert wird auch in Linz, und zwar vor einem Kinderhort. Die Demonstrierenden skandieren dort Parolen, weil sie hinter den Fenstern Kindern mit Maske entdeckt haben. Daniela Dahlke berichtet. Es sind diese Szenen, die im Hort der Linzer Bruckner Schule Mittwochnachmittag Dutzende Kinder in Angst und Schrecken versetzen. Ein Demozug mit 1400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern macht vor dem Hort Halt, wie dieses Video zeigt, das im Internet kursiert. Die Kinder sitzen drinnen im Unterricht mit einer FFP2-Maske, dass sie keine Luft mehr kriegen, dass sie keinen Sauerstoff kriegen, dass sie nicht klar denken können. Weil Teilnehmer beginnen, die Hortfenster zu filmen und schon Kinder weinen, ziehen die Pädagoginnen und Pädagogen die Vorhänge zu, woraufhin draußen lautstark Aufmachen skandiert wird. Die Hortleitung schreibt danach in einem E-Mail an die Eltern, man sei bestürzt, verärgert und verängstigt. Der Hort sei eine halbe Stunde lang terrorisiert worden. Mit der gestrigen Demonstration und mit dem Halt direkt vom Hort ist einfach eine Stufe erreicht worden, das ist einfach ein No-Go. Kinder sollen sicher sein in der Schule und auch im Hort. Und da ist einfach, das ist zu weit gegangen. Kinder sind einfach zum Schützen und das darf in der Form einfach nicht vorkommen. Für mich ist es jedenfalls so, dass es in Zukunft so nicht mehr stattfinden darf. Von Seiten der Polizei heißt es, es gebe in so einem Fall keine Handhabe. Zurzeit nicht. Es gibt dann Möglichkeiten, wenn es eben zu Übertretungen kommt, aber einfach seinen Willen dort zu äußern, das ist zu wenig, um hier eine Demonstration beispielsweise aufzulösen. Was wir in jedem Fall machen, ist, dass wir mit dem Anmelder genau dieses Thema jetzt auch durchreden und ihn auffordern, das zu unterlassen, aber eine rechtliche Handhabe dagegen gibt es nicht. ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos zeigen sich entsetzt. Allen voran Landeshauptmann Thomas Stelzer, der von einer weiteren Grenzüberschreitung spricht. Seine Stellvertreterin, Bildungsreferentin Christine Haberlander, fordert vom Bund Schutzzonen rund um Kinderbetreuungseinrichtungen. Beim Hort bleiben die Vorhänge zu. Die Kinder werden Zeit brauchen, die Geschehnisse zu verarbeiten. Natürlich ist es für gerade wie das in dem Fall war, jüngere Kinder, sehr wirkt bedrohlich. Sie können es schwer einschätzen, was hier passiert, und es löst Ängste aus. Wenn die Ängste zu groß sind, müsste man hier wirklich zeitnah professionelle Hilfe beiziehen, etwa die Schulpsychologen oder Institutionen, die psychologische Beratung anbieten. In der Schule soll bald ein Infoabend für Eltern organisiert werden.
Und auch an den Schulen wächst jetzt die Sorge, dass vor den Schulgebäuden wieder demonstriert werden könnte. Der Ruf nach sogenannten Schutzzonen, wie es sie etwa auch rund um Spitäler geben soll, wird immer lauter. Derzeit fehlen aber die gesetzlichen Voraussetzungen dafür, berichtet Uli Enzinger. Demonstranten, die lautstark vor Schulen ihre Parolen rufen und Kinder, die sich den Weg zum Unterricht erst bahnen müssen. Was sich am Dienstag in Voitsberg zugetragen hat, könnte erst ein Anfang sein, denn die Verantwortlichen der Demo kündigen in einem Video, das derzeit auf Social Media kursiert, weitere Demonstrationen vor Schulen an. Meine lieben Direktoren und meine lieben Lehrer da draußen, die ihr nicht ordnungsgemäß unter Anführungszeichen, nicht würde und nicht liebevoll mit den Kindern umgeht, wir werden es erfahren und wir werden auch vor eurer Schule stehen und werden uns nächstes Mal nicht 100 oder 150 Meter abdrängen lassen. Protest wie dieser sei nicht im Interesse des Kindeswohls, sagt die Kinder- und Jugendanwältin des Landes. Ich würde mir Schutzzonen sehr, sehr wünschen. Ich bin wirklich erschreckt, wie das missbräuchlich verwendet wird und wie auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen hier Anliegen transportiert werden, die mit Kinderschutz eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. In selbe Horn stößt auch die Präsidentin des Landeselternverbandes. Außerdem sind das ja Forderungen, die an die Politik zu richten sind. Das heißt, die muss man nicht vor die Schule hinstellen, um das dort zu demonstrieren, sondern ich kann mich an einen anderen geeigneten Ort begeben. Denn was sollen die Kinder in der Schule, wenn sie das hören, tun? Mit diesen Forderungen können die nichts anfangen. Doch ein Demonstrationsverbot vor Schulen sei derzeit rechtlich gar nicht möglich. Hier appelliert die steirische Bildungsdirektorin heute an den Bund. Wir brauchen ganz dringend gesetzliche Rahmenbedingungen, dass sozusagen diese Demonstranten nicht mehr so weit herankommen an die Schulen, dass sich die Kinder fürchten müssen. Die Impfpflicht ist also seit gestern beschlossene Sache. Sie soll ja unter anderem dazu beitragen, die Intensivstationen zu entlasten. Ist Walter Hasib-Eder, der Präsident der Gesellschaft für Intensivmedizin, mit dem Gesetz zufrieden? Das wollte meine Kollegin Amira Awad gestern in der ZIP-Nacht von ihm wissen. Ich glaube, es wäre jedem von uns lieber, wenn sich die Bevölkerung freiwillig impfen lassen müsste. Tatsache ist, dass wir in Österreich noch erhebliche Impflücke haben. Und dass mit weiteren Varianten durchaus wieder schwere Erkrankungsverläufe häufiger werden können und das Gesundheitssystem, die Krankenhäuser wieder stark belastet werden. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass die Impfpflicht jetzt kommt. Ich hoffe, dass wir dann vor der nächsten kalten Jahreszeit, also vor Herbst, Winter dieses Jahr, dass wir so viel Immunisierte haben, dass es nicht mehr zu großartigen schweren Verläufen und zu Einweisungen ins Krankenhaus kommt. Die Situation an den Intensivstationen hat sich trotz der hohen Zahl an Neuinfektionen entspannt. Beobachten Sie das auch an Ihrer Intensivstation in Zams? Ja, bei uns ist das ganz gleich. Wir haben momentan nur einen Patient. Das ist alles. Die Ursache ist dafür, dass das Omikron-Virus einfach einen anderen Zutrittsweg in Wirtszellen verwendet wie die früheren Varianten. Und dieser Zutrittsweg ist vorwiegend in den oberen Atemwegen vorhanden, während die Lungenbläschen ausgespart bleiben. Und deswegen sehen wir wenig schwere Lungenentzündungen. Lässt das den Schluss zu, dass Omikron ungefährlicher ist als Delta? Kann man das so sagen? Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Das zeigen auch schon Daten zum Beispiel aus England. Dort war das Risiko für Hospitalisation, wie Omikron aufgetaucht ist, 50% niedriger als wie vorher bei der Delta-Welle. Bei uns scheint sogar etwas mehr zu sein, also 70-80% weniger Hospitalisationsraten bisher. Dann kommen wir zur nächsten Woche, weil da haben Experten bis zu 40.000 tägliche Neuinfektionen prognostiziert. Können Sie schon einschätzen, wie sich das auf die Spitäler insgesamt auswirken wird, auch auf die Normalstationen? Ich glaube, bei den Normalstationen werden die Aufnahmeraten stärker zunehmen. Intensivstationen, hoffe ich, wird es nicht so betreffen. Aber ich glaube, auch in den nächsten 2 Wochen wird die Pandemie mit dem Omikron-Virus noch relativ gut handelbar. Es gibt natürlich ein Problem, das sind die Personalausfälle durch infizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den verschiedenen medizinischen Bereichen.
Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. Der amerikanische Außenminister Anthony Blinken und sein russischer Amtskollege Sergei Lavrov treffen einander heute in Genf, um über die Lage zu sprechen. US-Präsident Joe Biden hat sich bereits gestern über die Situation geäußert. Lassen Sie mich zuerst ein paar Worte zu Russland und der Ukraine sagen. Ich habe mich gegenüber Präsident Putin absolut klar ausgedrückt. Es gibt keine Missverständnisse. Wenn eine russische Einheit die ukrainische Grenze überquert, betrachten wir das als Invasion. Wir würden darauf mit harten und koordinierten wirtschaftlichen Antworten reagieren, die ich mit unseren Verbündeten und auch Präsident Putin besprochen habe. Aber es besteht kein Zweifel, überhaupt kein Zweifel, dass Russland einen hohen Preis zahlen wird, wenn Putin diese Entscheidung trifft. Ein Statement des amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Wolfgang Geier hat jahrelang aus den USA berichtet. Jetzt haben wir Joe Biden gerade gesehen, wie er ein Statement aus seiner Rede berichtigen hat müssen. Ist das etwas, das er zum ersten Mal tut? Das passiert ihm nicht zum ersten Mal. Joe Biden ist zwar ein Routinier, aber er hat in den USA so den Beinamen Loose Tongue, also lose Zunge, übersetzt. Also es galoppiert ihm manchmal eine Emotion oder ein Impuls davon und dann muss das mühselig wieder eingefangen werden. So wie jetzt in diesem Fall sehen wir das live on camera, dass er da eine Aussage macht, die Entsetzen auslöst. Und das wäre ja ein Blankoscheck für Russland, wenn er sagt, ein bisschen Einmarsch geht in Ordnung, aber richtig großer darf es keiner sein. Ich glaube, da hat man in Moskau genauso erstaunt reagiert wie in der Ukraine, entsetzt und bei den anderen NATO-Verbündeten. Also, und das dann wieder zurückzunehmen müssen, das schädigt natürlich das eigene Prestige, das Standing, das Gewicht, das man in die Verhandlungen mit einbringt. Ja, jetzt sagt er das, morgen sagt er vielleicht wieder das und wer weiß, ob er nicht eh bald wieder zurückrudert. Wenn das als Image haften bleibt, schadet das dem Image, schadet das dem Gewicht, das man in solchen Verhandlungen hat, natürlich sehr. Wenn man jetzt zurückblickt auf die bisherige Amtszeit von Joe Biden, dann ist das nicht die einzige Panne, die ihm passiert ist. Welche Bilanz lässt sich denn nach einem Jahr ziehen? Auf jeden Fall eine gemischte. Er hat mal einen guten Start gehabt. Es waren mal doch viele froh, die jetzt nicht deklarierte Trump-Anhänger sind, dass da wieder etwas berechenbarere oder deutlich berechenbarerer Stil im Weißen Haus reagiert, dass man mit dem reden kann, dass das nicht so impulsgesteuert ist, wie das bei Donald Trump sehr, sehr oft der Fall war. Dann hat Biden, und da sehe ich durchaus Parallelen zur Zeit Obamas, das war die Zeit, als ich in den USA war, als Biden Vizepräsident war, dann kommt das Scheitern an der eigenen Partei. Es waren eigene Senatoren, die zentrale Projekte wie das Infrastrukturpaket oder das Klimapaket deutlich verkleinert haben, behindert haben, für einen mühsamen innerparteilichen Streit, der in aller Öffentlichkeit ausgetragen wurde, ist gesagt haben, das sorgt natürlich nicht wirklich beim Wähler für Vertrauen in die Sache der Demokraten. Wenn man da in beiden Kammern die absolute Mehrheit hat und eigentlich Dinge, große Dinge beschließen könnte und dann an sich selber scheitert, dann ist das nach außen sehr schwer erklärbar. Und die Republikaner haben das natürlich jubelnd aufgegriffen. In den Umfragen sehen sie für die nächsten Zwischenwahlen, die in knapp einem Jahr stattfinden werden, deutlich Aufwind. Donald Trump meldet sich auch wieder mehr als zuvor. Also, und es wird schon wieder kokettiert, ob der bei der nächsten Wahl antreten könnte. Also die Bilanz ist mehr als gemischt. Ich möchte gleich noch ein bisschen genauer über Donald Trump sprechen. Vorher noch zu Kamala Harris. Sie ist ja die erste Vizepräsidentin des Landes. Hat sie in diesem Amt Akzente setzen können bisher? Kamala Harris ist mit großem medialen Scheinwerferlicht, Pomp und Glorie im Amt begrüßt worden und genauso schnell eigentlich wieder verschwunden. Mit dem Grund dafür, sie hat undankbare Sachen umgehängt bekommen. Sie ist quasi zur Sonderbeauftragten für das Migrationsthema ernannt worden, also dieser Einwandererstrom, der aus dem Süden der USA, gegen den Donald Trump eine Mauer bauen wollte, da ist Kamala Harris beauftragt worden, andere Lösungen zu finden. Sie hat da ein, zwei ungeschickte Aussagen bei Besuchen im Grenzgebiet in Mexiko getätigt. Das hat die Kritik eingetragen. Und dann ist es eigentlich sehr, sehr still geworden um die große Hoffnungsträgerin während des Wahlkampfs. Und dieses Migrationsthema, das ist ein Thema, mit dem landet man keine schnellen Punkte. Da präsentiert man nicht mit einmal gründlich nachdenken und dann ist eine Lösung da, für die für alle gut ist, sondern das wird sich im besten Fall über Jahre hinziehen, wenn überhaupt was zustande kommt. Und mit so einem Thema ist sie natürlich, kann sie nicht glänzen, ist sie im Gegenzug eher fast beschädigt. Also die Frau Harris sieht man deutlich weniger, als man das vorher hätte erwarten können.
Dann kommen wir jetzt zu Donald Trump, dem großen Widersacher von Joe Biden im vergangenen Wahlkampf. Und er scheint immer noch nicht ganz zu verschwinden. Du hast schon gesagt, es wird gemunkelt, dass er wieder antreten könnte. Würde er antreten aus heutiger Sicht? Wie stünden denn seine Chancen? Das ist eine Frage mit einem großen Würde. Also ich glaube, die Überlegung, dass Donald Trump sehr viel Zeit in Zukunft vor Gerichten verbringen wird und ob er je wieder die Hände so frei haben wird, dass er als in einen Präsidentschaftswahlkampf gehen kann, da habe ich meine großen Zweifel dran. Also ich denke, da kommt noch einiges an juristischem Ungemach auf den ehemaligen Präsidenten zu. Nicht allein nur wegen des Sturms aufs Kapitol, sondern auch wegen diverser Steuersachen und. Also da laufen ja Dutzende von Klagen in diversen Bundesstaaten gegen ihn, gegen die er sich nicht mit einer Amnestie hat selber befreien können oder selber das einstellen hat können. Er tourt weiter durchs Land und spricht weiter vom großen Diebstahl einer Wahl, also dass das gestohlen wurde. Da hat er keinen Beistrich dran geändert an dieser Botschaft. Und viele Menschen im Land, viele Republikaner, wollen das nach wie vor glauben. Also der Anteil der Republikaner, die davon ausgehen, dass ihnen ihrem Präsidenten diese Wahl gestohlen worden ist, der ist, wie ich finde, erschütternd hoch. Daran hat sich auch nach mehr als einem Jahr Joe Biden nichts geändert. Mal schauen, ob ein Comeback von Trump sich ausgeht. Bis zur nächsten Wahl ist noch viel Zeit, da kann noch viel passieren. Da kann noch viel passieren, genau. Vielen Dank für die Analyse, Wolfgang Geier. Es ist ein neuer Tiefpunkt für die katholische Kirche, vor allem in Deutschland. Gestern wurde ein Bericht präsentiert, der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in den 70er und 80er Jahren aufarbeiten soll. Der damalige Erzbischof und mittlerweile emeritierte Papst Benedikt XVI. Wird dabei schwer belastet. Ihm wird vorgeworfen, in 4 Fällen pädophile Priester in Gemeinden eingesetzt zu haben. Berichtet aus München unser Korrespondent Andreas Pfeiffer. Dass die bayerische Kirche baufällige Moralvorstellungen hat, beklagen die Fürsprecher ihrer Missbrauchsopfer seit Jahren. Zu viele treffen auf klerikalen Unwillen an der Aufklärung. Nun aber gibt es Indizien dafür, dass die Skandalwelle selbst den Allerheiligsten in der Hierarchie erfasst. Das präsentierte Gutachten bescheinigt Josef Ratzinger schweres Fehlverhalten in 4 Fällen. In einem Fall wurde ein durch ein nicht-deutsches Gericht wegen sexuellen Missbrauchs verurteilter Kleriker in den Dienst der Erzdiözese übernommen. In diesem Fall sprechen die vorliegenden Erkenntnisse nach unserer Einschätzung für die Kenntnis des früheren Erzbischofs Kardinal Ratzinger von der Vorgeschichte des Priesters. Ein düsterer Schatten fällt auf Ratzingers Amtsführung. Von 1977 bis 1982 diente er dem Bistum München-Freising als Erzbischof. Das Gutachten, aber auch kircheninterne Dokumente legen nahe, dass er den Priester Peter H., der minderjährige Buben missbrauchte und dafür auch zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt wurde, weiter als Seelsorger gewähren ließ, obwohl er Kenntnis von seinen Taten hatte. Die betroffenen Gemeinden blieben ahnungslos. Sein Amtsnachfolger will das Gutachten nun eingehend studieren. Beschämt ist er schon jetzt. Wie ich immer wieder gesagt habe, fühle ich mich als Erzbischof von München und Freising mitverantwortlich für die Institution Kirche in den letzten Jahrzehnten. Als der amtierende Erzbischof bitte ich deshalb im Namen der Erzdiözese um Entschuldigung für das Leid, das Menschen im Raum der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten zugefügt wurde. Der ehemalige Papst hat zur Vergangenheitsbewältigung mit einem 82 Seiten starken Schriftstück beigetragen. Seine Botschaft: Ich habe nichts gewusst und trage daher auch keine Verantwortung. Dass nun auch ein emeritierter Papst in der Chronik des klerikalen Fehlverhaltens auftaucht, mag spektakulär sein, ist aber angesichts seiner Machtfülle keine Überraschung. Schwerer wiegt die Erkenntnis, dass die Opfer des Missbrauchs über Jahrzehnte kaum Beachtung gefunden haben. Die katholische Kirche Deutschlands wird heute abermals mit einem systemischen Totalversagen konfrontiert. Martin Thür hat zu diesem Thema gestern den Pastoraltheologen Paul Zulehner nach seiner Beurteilung gefragt. Also es ist ja zunächst ein guter Tag für die Betroffenen selber, weil es ja die deutsche Kirche war, also Bistum München und auch das Jesuitenkolleg,
die haben in Auftrag gegeben, dass das aufgearbeitet wird. Und die erste Botschaft heißt, wir sind jetzt entschlossen, aufzuarbeiten. Aber ein zweites muss hinzugefügt werden. Es ist ein Zeugnis, wie lange die Kirche gebraucht hat, den Ernst der Lage auch zu begreifen. Es ist ein Dokument der Versäumnisse und der Verspätung. Denn wenn man zurückschaut in die Zeit, wo Josef Ratzinger dann einen Priester, der schon auffällig geworden war, wieder in den Dienst gesetzt hat, da dachte man noch, ja gut, das ist eine persönliche Verfehlung, der ist ein Sünder geworden, den muss man in die Beichte schicken und der wird sich dann bessern und man hat ihn versetzt. Und heute, ich erinnere mich an ein Gespräch mit Max Friedrich von unserer Wiener Universität, der gesagt hat, die Kirche muss lernen, dass die Heilung eines Pädophilen eine ganz schwere Sache ist und dass daher das alte Prinzip gelten müsste, du sollst die Gelegenheit zur Sünde meiden. Das heißt, du darfst keinen wieder wohin versetzen, wo er wieder Missbrauch tun kann. Und ich glaube, das ist einmal heute sicher geworden, dass diese Entwicklung stattgefunden hat. Und die zweite Entwicklung ist meines Erachtens auch, man hat gelernt, dass der Schutz nicht der Institution gilt, sondern den Betroffenen. Das ist eine Geschichte, die die ganze Gesellschaft noch in der Zwischenzeit auch gelernt hat. Aber diese Verlagerung ist auch sehr wichtig. Und vielleicht noch ein dritter Punkt. Man hat sich auch an die Ursachen dran gemacht. Das ist auch das, was Herr Pfeiffer am Schluss gesagt hat. Wir haben gelernt, dass es nicht nur in der Person liegt, ein persönliches Versagen ist, sondern dass es strukturelle Begünstigungen gibt für pädophile Personen in der Pastoral, im Handeln der Kirche. Und da muss die Kirche wahrscheinlich heute nicht nur zurückschauen und sagen, was sind für Fehler gemacht worden, sondern sie muss auch in Zukunft schauen, wie kann man später auch solche Fehler verhindern, wie kann man eine präventive Politik machen, sodass die Kinder einen Schutz haben in der Kirche. Das war jetzt eine sehr lange Antwort. Ich würde gerne ein paar dieser Aspekte, die Sie angesprochen haben, aufdröseln. Nämlich vor allem beginnen mal mit der persönlichen Verantwortung von Josef Ratzinger von Benedikt XVI. Er erklärte etwa in der Stellungnahme für den Bericht, dass es nach früherem Kirchenrecht kein Missbrauch im Zitat eigentlichen Sinn sei, wenn ein Priester jungen Mädchen seinen Penis zeige, weil er die Mädchen ja nicht berührt habe. Fehlt es ihm da nicht an jedem Verständnis, auch jetzt noch, viele Jahrzehnte später, für die Dinge, die damals passiert sind, fehlt es ihm dann nicht noch heute an Zugang für die Opfer und für das Leid, das den Opfern angetan wurde? Also da traue ich dem Kirchenrechtler Schüller, der aus Münster kommt und sagt, da ist offenbar auch der frühere Papst seinen Beratern auf den Leim gegangen, die ihm das nahegelegt haben, solches zu schreiben. Es ist ein blanker Unsinn, wenn so etwas gesagt wird, weil diese kleinen Unterscheidungen ja im Grunde genommen den Taten überhaupt nicht gerecht werden, die ja moralisch schwerwiegend sind, ja geradezu kriminell sind. Und ich denke, da ist der Papst in die Falle gelaufen von Menschen. Das ist wahrscheinlich auch eine Schwäche des Papstes. Aber kann man einen Papst da so einfach freisprechen? Ist es nicht seine Verantwortung? Können es da nur die Pirater sein? Ist es nicht seine ureigenste Verantwortung als moralische Instanz der katholischen Kirche? Wenn er solche Worte setzt, dann können es ja nicht nur Pirater sein, naja, oder? Da haben Sie recht, das würde ich auch so sehen. Letztlich hätte er so einen Satz überhaupt nicht unterschreiben dürfen in seinem Gutachten, sondern hätte sagen müssen, das ist ja immer eine schwere Verfehlung und wird dem Evangelium überhaupt nicht gerecht. Ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir auch im Bericht gehört haben, ist ja die Rolle der Opfer. Der Bericht zeichnet ja ein Bild der Kirche, der es mehr darum geht, dass die Skandale nicht auffliegen und weniger darum, wie es denn den Opfern mit all diesen Dingen geht, die da passiert sind. Schert sich die Kirche zu wenig um die Missbrauchsopfer? Ich glaube, dass man hier auch gelernt hat. Das war sicher in vielen Institutionen, nicht nur der Kirche, sondern auch der Gesellschaft üblich, dass man die Institution geschützt hat. Und diese Zeit ist endgültig vorbei. Heute stehen die Betroffenen im Mittelpunkt. Und auch die Kirche hat unter Papst Franziskus natürlich völlig klar gelernt zu sagen, wir sind es denen schuldig, dass ihnen Gerechtigkeit widerfahren wird. Und ich glaube, es ist fast ein bisschen zu schnell gesagt, dass man sich bei ihnen entschuldigt. Es muss noch weitere Konsequenzen geben in der Anerkennung des Unrechts, in den finanziellen Belangen, aber auch in der Prävention, wenn sich die Kirche selber ernst nimmt.
Die österreichische Bischofskonferenz, auch hier war ja dieses Thema immer wieder sehr, sehr groß. Die richtete im Frühjahr 2010 eine Opferschutzanwaltschaft ein, nach deren Vorsitzenden Waltraud Klasnik die Klasnik-Kommission benannt. Da geht es vor allem um die Frage, wie viel Geld denn die Opfer bekommen. Die individuelle Schuld, das Wissen der Vorgesetzten in der Kirche, die systemischen Zusammenhänge in der österreichischen katholischen Kirche wurden nie so umfassend aufgearbeitet wie jetzt. In München fehlt das in Österreich, auch die Verantwortung der Schuld in den oberen Etagen der Kirchenführung zu benennen und aufzuarbeiten? Ich denke, dass Kardinal Schönborn sehr früh gehandelt hat in der Sache Grohr, als wir auch an der Fakultät ein großes Symposium hatten mit Fachwissenschaftlern, um genau auch auf diese strukturelle Seite bereits hinzuweisen. Ich denke, dass das jetzt verlagert wurde in den Vatikan selber. Und Papst Franziskus hat ja dieses große Symposium gehalten im Vatikan, wo er genau auch auf solche Fragen wieder zu sprechen gekommen ist. Wie können wir die Strukturen der Kirche, die Ausbildungsformen, die konkrete Indienstnahme von Menschen, die gefährdet sind. Wie können wir Täter schneller auch sehen und aus dem Dienst nehmen zum Schutz der Menschen? Ich denke, das ist alles jetzt weltkirchlich in der Zwischenzeit voll im Laufen. Und ich hoffe, dass das auch in seinen Konsequenzen in Österreich noch weitere Konsequenzen hat. Aber man muss sagen, die österreichische Kirche ist in den Fragen der Prävention und der Bearbeitung von Missbrauchsfällen wahrscheinlich der Weltkirche sogar ein paar Jahrzehnte voraus. Eine letzte ganz kurze Frage. Die Ermittler in Deutschland gehen von einer noch hohen Dunkelziffern Fällen aus, die man noch nicht gefunden hat. Wie ist das denn in Österreich? Sehen Sie da auch noch eine hohe Dunkelziffer? Ich glaube, Dunkelziffern gibt es in jedem Land dann nachher, weil es gibt ja leider auch Betroffene, die sich selber nicht melden und die ihr Schicksal für sich selber verarbeiten und die dann nicht an das Licht der Öffentlichkeit kommen. Ich denke, das wird es in allen Kirchengebieten geben. Sagt der Pastoraltheologe Paul Zulehner in der Zeit im Bild 2. Nach dem heftigen Vulkanausbruch und dem nachfolgenden Tsunami auf Tonga treffen jetzt, 6 Tage später, erste Hilfslieferungen ein. Australien und Neuseeland schicken Schiffe, aus anderen Ländern kommen Flugzeuge. Der Vulkan hat auch das zentrale Internet- und Telefonkabel des Inselstaats zerstört. Vom japanischen Volk. Japan schickt Hilfspakete nach Tonga, gemäß dem Motto »Tu Gutes und sprich darüber«. Auch der große Nachbar China nutzt schnelle Hilfszusagen zur Imagepolitur. Die ersten Hilfsflüge kommen aus Australien und Neuseeland im Inselreich an, mit Zelten, Feldküchen, Kehrmaschinen für die Beseitigung der Vulkanasche und vor allem dringend benötigten Wasseraufbereitungsanlagen. Was uns gerade Sorgen bereitet, ist sauberes Trinkwasser, denn das ist mit Vulkanasche schwer verunreinigt. Auf dieser Insel, Nuku'alofa, gibt es zumindest genug zu essen und zeitweise auch wieder Strom. Andere Inseln des Königreichs sind durch Vulkan- und Riesenwellen verwüstet worden. Auf der Insel Mango steht offenbar kein einziges Haus mehr. Ganze Inseln werden evakuiert. Laut UNO sind 84.000 Menschen, das sind 4/5 der Bevölkerung, von der Katastrophe stark getroffen worden. Auf dem Inselstaat Barbados hat die Regierung von Premierministerin Mia Mottley die Parlamentswahlen nach Hochrechnungen mit einer großen Mehrheit gewonnen. Es war die erste Wahl des Landes als Republik. Erst am 30. November hat sich Barbados von der britischen Monarchie losgesagt und die Republik ausgerufen. Der Jubel ist groß, als die ersten Ergebnisse auf Barbados verkündet werden. Mia Mottley gewinnt mit ihrer Arbeiterpartei die Parlamentswahlen zum 2. Mal in Folge. Die Juristin, die bereits 2018 zur ersten weiblichen Regierungschefin ernannt wurde, wird in ihrer Heimat wie ein Star gefeiert. We wanted to start 2022. Wir wollten das Jahr 2022 so weit wie möglich mit frischem Mut beginnen. Und sie haben uns diese Gelegenheit gegeben. Die 56-Jährige erlangte im vergangenen Jahr internationale Aufmerksamkeit, nicht nur als sie recht deutliche Worte bei der Weltklimakonferenz gegenüber den anderen Staatsoberhäuptern fand und sie zum Kampf gegen den Klimawandel aufforderte, sondern sie führte ihr Land auch aus der britischen Monarchie raus. Bis dahin war Queen Elizabeth II. Staatsoberhaupt auf Barbados. In einer feierlichen Zeremonie und im Beisein vom britischen Thronfolger Prinz Charles wurde Sandra Mason Präsidentin
der neu entstandenen Republik. Ähnlich wie in weiten Teilen Österreichs ist auch in der Schweiz der Städtetourismus stark eingebrochen. Die Gäste aus Asien und Amerika fehlen, Handel und Hotels machen viel weniger Umsatz. Für manche steckt die Lösung in einer Sonntagsöffnung, die jetzt von 3 Kantonen gefordert wird. Die Schweizer Städte haben sich noch lange nicht von der Pandemie erholt. Man muss Städtetourismus ganz neu denken. Dazu braucht es auch geöffnete Geschäfte in der Innenstadt, fordern Vertreter der Kantone Zürich, Tessin und Luzern. Der Bundesrat soll die Verordnung zum Arbeitsgesetz anpassen. Während in St. Moritz am Sonntag man einkaufen kann, man kann seine Skiausrüstung zusammenstellen, sind zum Beispiel die Läden in der Bahnhofstraße zu, da geht gar nichts. Und es ist nicht im Interesse des Tourismus, einfach leere, unattraktive Regionen zu haben. Es geht darum, Arbeitsplätze zu erhalten und gleiche Bedingungen in der ganzen Schweiz zu schaffen, argumentieren die Befürworter der Sonntagsöffnung. Die Gewerkschaft ist gegen die Tourismuszonen in den Städten. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen das nicht, sagt sie, und sind schon genug belastet. Laut einer aktuellen Umfrage planen heuer wieder mehr als 2/3 der ÖsterreicherInnen einen Urlaub. Den Großteil davon zieht es ins Ausland. Gültige Tests und der Impfstatus werden nahezu überall verlangt. Doch in vielen Ländern ist das Testangebot nicht gratis, so wie hier bei uns in Österreich. Zum Teil muss man mit hohen Preisen rechnen, berichtet Reinhard Hagelkriss für das Magazin Konkret. Flug gebucht, Hotel reserviert, Koffer gepackt. Los geht's. Nichts steht dem Urlaubsvergnügen mehr im Wege, ob an fernen Palmenstränden oder sonst wo. Das war einmal. Wer jetzt Auslandsurlaub machen will, muss sich vor der Anreise meistens online auf einer Behördenwebsite des Ziellandes registrieren, seine genaue Adresse dort bekannt geben, aber vor allem zählen der Impfstatus und ein gültiges negatives Corona-Testergebnis. Fehlt etwas, zerplatzt der Urlaubstraum schon beim Check-in. Die Kosten für PCR-Tests in der EU sind recht unterschiedlich. In Portugal werden zwischen 100 und 120 Euro fällig, in Spanien 100 Euro, in Italien 50 bis 120 Euro, in Kroatien 40 bis 130 Euro, in Griechenland 47 Euro. Am Flughafen Wien kostet ein PCR-Test derzeit 69 Euro. Hat man ein abgelegenes Reiseziel im Auge, ist es ratsam, genaue Informationen einzuholen, ob es dort überhaupt Testmöglichkeiten gibt. Und wenn ja, ob eine sichere Übermittlung des Testresultats möglich ist. Wenn das Ergebnis bei der Rückreise fehlt, sind im Ernstfall eine unfreiwillige Verlängerung der Fernreise oder eine längere Quarantäne absehbar. Von zusätzlichen unvorhersehbaren Reisekosten ganz zu schweigen. Manche Reiseversicherungen decken mittlerweile auch Corona-Risiken ab. Beabsichtigt man, eine solche Versicherung vor Reiseantritt abzuschließen, sollte man sich rechtzeitig über die unterschiedlichen Angebote informieren. Im Jahr 2019 hat die damalige türkis-blaue Bundesregierung die Indexierung der Familienbeihilfe beschlossen. Menschen, die in Österreich arbeiten, deren Kinder aber im Ausland leben, bekommen eine Familienbeihilfe, die an die dortigen Lebensverhältnisse angepasst ist. Diese Indexierung verstößt aber gegen EU-Recht. Das sagt der EU-Generalanwalt in einer Schlussfolgerung vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Richter müssen diesem Gutachten nicht folgen, tun es aber in den meisten Fällen. Es sind vor allem 24-Stunden-Pflegerinnen, meist aus Osteuropa, die von der Indexierung der Familienbeihilfe betroffen sind. Einem Prestigeprojekt der ehemaligen türkis-blauen Bundesregierung. Für Kinder, die im Ausland leben, gibt es seit 2019 großteils eine deutlich niedrigere Familienbeihilfe als für Kinder, die in Österreich leben. Die EU hat daraufhin Österreich geklagt. Jetzt stellt ein Gutachten des EU-Generalanwalts klar, die Indexierung der Familienbeihilfe sei unzulässig.
Arbeitnehmer, die Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats sind, müssen in Österreich unabhängig vom Aufenthaltsort ihrer Kinder die gleichen Beihilfen und steuerlichen Vergünstigungen wie österreichische Arbeitnehmer erhalten können, da sie in gleicher Weise zur Finanzierung des österreichischen Sozial- und Steuersystems beitragen wie österreichische Arbeitnehmer. Ein Gutachten, das für Pflegerinnen und Personenbetreuerinnen ein Teilerfolg ist. Für die Betreuerinnen war das einfach eine Enttäuschung. Die kommen her, kümmern sich um österreichische Pflegebedürftige, stützen das Pflegesystem hier in Österreich, verdienen wenig und mit der Indexierung wird ihnen noch ein Teil weggenommen von dem Geld, was für die Kinder zu Hause gebraucht wurde. Die für EU-Politik verantwortliche Ministerin Caroline Edtstadler sagt am Rande ihres Paris-Besuchs nur: Ich habe nur am Rande vernommen aus den Medien, dass offenbar die Schlussanträge des Generalanwalts beim EuGH gestellt worden sind. Das sind die Schlussanträge, das ist noch kein Erkenntnis, kein Urteil und das werden wir abwarten. Weniger Geduld zeigt die grüne Familiensprecherin Barbara Nessler. Sie fordert Vorbereitungen für allfällige Nachzahlungen. Es wird zu einer Verurteilung durch den EuGH kommen. Und wenn das passieren soll, dann wird das Familienministerium rückwirkend die erhöhte Familienbeihilfe auszahlen müssen. Seit 2019 ist die Indexierung der Familienbeihilfe in Kraft. Statt der von Türkis-Blau versprochenen Einsparungen von 114 Millionen Euro jährlich waren es im Jahr 2019 nur 62 Millionen, im Jahr 2020 104 Millionen. Für 2021 gibt es noch keine Zahlen. Müsste Österreich die zu Unrecht gekürzte Familienbeihilfe allen Familien mit Kindern im Ausland erstatten, kostet das alleine für die beiden Jahre 2019 und 2020 166 Millionen Euro. Der EU-Rechtsexperte Walter Obwexer hat bereits vor dem Beschluss der Indexierung vor einer Verurteilung Österreichs durch den Europäischen Gerichtshof gewarnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Österreich dieses Vertragsverletzungsverfahren verliert, ist sehr hoch. Und sollte dem so sein, dann ist klar, dass die Indexierung der Familienbeihilfe mit dem Unionsrecht nicht vereinbar ist, in Zukunft nicht mehr indexiert werden darf. Und jene Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus anderen EU-Mitgliedstaaten, die bislang für ihre Familienmitglieder, die im Ausland wohnen, eine geringere Familienbeihilfe erhalten haben, die können die bis zum Ablauf der Verjährungsfrist von Österreich einfordern und Österreich muss die auszahlen. Der Europäische Gerichtshof muss sich bei seiner Entscheidung nicht an das Gutachten des Generalanwalts halten, tut das aber meistens. Die Pflegerinnen und Personenbetreuerinnen sind jedenfalls zuversichtlich. Ein Urteil wird in wenigen Monaten erwartet. Strom aus Atomkraftwerken und Gasturbinen soll, wenn es nach der EU-Kommission geht, plötzlich als grüne Energie eingestuft werden. In der sogenannten Taxonomieverordnung wird festgelegt, welche Unternehmen in Zukunft als umweltfreundlich gelten und deswegen leichter an Geld von Investoren und Banken kommen. In Österreich stößt der EU-Plan auf heftigen Widerstand, berichten Laura Graf und Johannes Schwitzer Fürnsinn für das Wirtschaftsmagazin ECO. Das Atomkraftwerk Zwentendorf in Niederösterreich. Es steht da wie immer, seit mehr als 40 Jahren. Ein Symbol dafür, was die Atomkraft für Österreich ist. Vergangenheit. In Brüssel sieht man das anders. Die EU-Kommission will die Atomkraft gemeinsam mit Gaskraftwerken zur grünen Technologie erklären, bis man den Umstieg zu erneuerbaren Energien schafft. Die Klimaökonomin Sigrid Stagel hat dazu ein Gutachten für die österreichische Regierung erstellt. Ihr Urteil ist eindeutig. Atomenergie und Erdgas als nachhaltig einzustufen ist problematisch, weil es im Prinzip einem Greenwashing gleichkommt. Denn Atomenergie erfüllt zwar eines der Kriterien, nämlich niedrigerer Kohlenstoffausstoß in der Generierung von Strom, aber es ist sehr gut dokumentiert, welche anderen Probleme, Sicherheitsprobleme, auch Auswirkungen auf Ökosysteme die Nuklearenergie hat. Bei Erdgas ist es überhaupt noch problematischer. Man kann ja nicht sagen, eine fossile Energiequelle sei nachhaltig, nur weil sie weniger CO2-Emissionen generiert als die umweltschädlichste, nämlich Kohle.
Das grüne Mascherl für die Atomkraft ist auch ein politisches Zugeständnis der EU an Frankreich, das 70% seiner Energie aus Atomkraftwerken bezieht. Österreich mit Klimaministerin Leonore Gewessler ist der erbittertste Gegner dieser Entscheidung. Auch eine Klage ist in Vorbereitung. Politisch wird Österreich das Vorhaben aber kaum stoppen können. Neben Österreich haben sich zwar auch Deutschland, Luxemburg, Dänemark, Spanien und Portugal gegen den Plan ausgesprochen, Atomkraft als nachhaltig einzustufen. Auch Italien und Irland sind skeptisch. Für ein Veto reicht das aber nicht aus. Von den 27 EU-Mitgliedstaaten müssten 20 dagegen sein. Momentan sind es nur 8. Die gemeinsam 49% der Bevölkerung repräsentieren. Es müssten aber auch hier mehr sein, nämlich 65%. Alle anderen EU-Staaten sind aber ganz oder eher für die Atomkraft. Für den Europaexperten Paul Schmidt kommt die Entscheidung der Kommission daher auch nicht überraschend. Ich brauche aus europäischer Sicht, beziehungsweise auch aus französischer Sicht und aus Sicht der Mehrheit der Mitgliedstaaten, die Nuklearenergie und das Erdgas, um Klimaneutralität bis 2050 tatsächlich zu schaffen. Aber die Taxonomie, die man in Brüssel ausgetüftelt hat, ist viel mehr als nur ein Streit um Atom und Gas. Es geht um die Frage, welche Wirtschaftsaktivitäten als nachhaltig, also als grün gelten. Und dazu sollen eben auch Kernkraft und Erdgas zählen. Was ändert sich nun aber für die Unternehmen? Sie bekommen von der EU-Kommission Nachhaltigkeitskriterien vorgelegt. Sie müssen dann offenlegen, ob sie diese Kriterien auch erfüllen. Vorerst betrifft das nur börsennotierte Unternehmen ab 500 Mitarbeitern. Eines davon ist der Zementhersteller Lafarge mit 2 Werken in Österreich. Zement herzustellen verbraucht viel Energie und verursacht CO2. Trotzdem können die Zementproduzenten einen grünen Stempel bekommen, wenn sie nämlich genug in ihre Werke investieren und den CO2-Ausstoß unter strengen Grenzwerten halten. Der Lafarge-Chef sieht sein Unternehmen auf einem guten Weg dorthin. Als Unternehmen erfüllen wir noch nicht überall diese Zielvorgaben. Wir haben einen klaren Plan und ein klares Commitment, dass wir bis 2030 diese Ziele umsetzen. Und wir sind eigentlich zuversichtlich, dass wir unseren Kunden und auch unseren Investoren gegenüber ein ganz deutliches Ergebnis dahingehend erzielen werden, dass wir ein grüneres Portfolio haben werden bis dorthin. Nicht nur beim Zementhersteller gibt es Zielwerte, die eingehalten werden müssen, um als grün zu gelten. Auch bei Autoherstellern, wo der CO2-Ausstoß der Autos nach und nach gegen Null sinken muss. Schaffen Sie das nicht, verlieren Sie das grüne Label der EU. Auch der Bau trägt bekanntlich viel zum weltweiten CO2-Ausstoß bei. Wer taxonomiekonform bauen will, muss in Zukunft Niedrigenergiestandards einhalten. So sollen die Daumenschrauben in den verschiedensten Bereichen immer fester angezogen werden. Wohlgemerkt gibt es keinen Zwang, die Taxonomievorgaben zu erfüllen. Indem die Unternehmen aber offenlegen müssen, wie grün sie sind, könnten sie Investoren anlocken oder eben auch verlieren. Denn die schauen nicht mehr nur auf Gewinn und Verlust und andere Finanzkennzahlen, sondern auch auf Umweltaspekte. Was wir jetzt einfach sehen, ist, dass es einen kompletten Umbruch gibt und wir den Versuch sehen, auf EU-Ebene hier globale Vorreiterrolle zu übernehmen und zu sagen, wir brauchen verpflichtende Regeln zur Berichterstattung eben zu diesen Themen. Das große Ziel der Taxonomie, private Anleger sollen mit ihrem Kapital helfen, klimafreundliche Tätigkeiten zu finanzieren. Und so sieht der Plan aus. Privates Kapital fließt in Fonds, diese investieren wiederum in Unternehmen. Je klimafreundlicher die Unternehmen, desto attraktiver sind sie für Investitionen. Nachhaltige Unternehmen würden dann viel Geld bekommen, nicht so nachhaltige Unternehmen weniger Geld. Für Ökosünder bleibt kaum Kapital übrig. Das veranlasst sie, grüner zu werden. Ganz so wie in der Vorstellung wird es in der Praxis zumindest vorerst nicht ablaufen. Nachhaltigkeit sei zwar ein großes Thema bei Anlegern, die EU-Nachhaltigkeitskriterien seien aber noch nicht ausschlaggebend dafür, für welche Fonds sich private Anleger entscheiden, sagt Sabine Macher, Produktmanagerin bei Raiffeisen.
Die große Menge, die große Masse an Anlegern, die braucht ja relativ breit gestreute Portfolien. Und die Taxonomie zielt sehr stark auf bestimmte Themen ab. Und das sind derzeit eher noch ein bisschen Randthemen. Ja. Und deshalb kann das ein Teil von einem Produktportfolio sein, aber wohl nicht in der derzeitigen Phase das Basisinvestment für einen Kunden von der Straße sozusagen. Raiffeisen schließt Investitionen in Atomkraft grundsätzlich aus. Bei anderen taxonomiekonformen Fonds kann es aber durchaus sein, dass sie Atomkraft- oder Erdgasunternehmen enthalten. Die beiden Technologien seien notwendig, um wegzukommen von der klimaschädlicheren Kohle. So die Argumentation der EU-Kommission. Atomenergie und Erdgas sollen sozusagen als Brückentechnologie gelten, bis man den Umstieg auf erneuerbare Energieformen schafft. Österreich hat sich verpflichtet, bis 2040 klimaneutral zu werden, so auch manche andere reiche Länder und EU-weit und weltweit bis 2050. Das heißt, das ist eine sehr kurze Zeit. Und jetzt hier noch lange Brücken zu bauen, im Sinne von hinauszuzögern, denn das ist das, was es bewirkt, wenn jetzt Investitionen in Erdgas-Einrichtungen gefördert werden, als grün eingestuft werden. Das ist das, was es tut. Verzögert die Transition hin zu Erneuerbaren. 2050 klimaneutral zu sein, ist das erklärte Ziel der EU. Atomenergie und Gas sollen nur den Weg dorthin ebnen. Das sehen aber möglicherweise nicht alle EU-Länder so. Wenn man französischen Verantwortungsträgern zuhört, glaube ich nicht, dass sie Nuklearenergie als Übergangstechnologie definieren würden, sondern sie setzen stark auf Innovation, um Nuklearenergie und Reaktorfusion einfach weiterzuentwickeln und um hier klimaneutral ihren Strombedarf abdecken zu können. Ich glaube, hier bedarf es wirklich an vielen, vielen Gesprächen und viel Überzeugungsarbeit. Europa hat also noch viel zu klären. In Österreich ist der Streit um grün und nicht grün längst entschieden. Neben dem Atomkraftwerk, das nie in Betrieb gegangen ist, steht heute eine Photovoltaikanlage. Grün oder nicht grün, das ist auch die Frage bei der Steuerreform, die gestern im Nationalrat beschlossen worden ist. Ab Juli wird jedenfalls der CO2-Ausstoß pro Tonne 30 Euro kosten. Die Einnahmen werden als sogenannter Klimabonus refundiert. Lohn- und Einkommensteuern werden gesenkt, die Körperschaftssteuer auch. Laut Budgetdienst profitieren vor allem mittlere Einkommen von dieser Reform. Und über all das möchte ich jetzt wieder mit Wolfgang Geier sprechen. Eine Steuerreform ist keine Kleinigkeit, aber was ist denn das wirklich Neue an dieser? Das Neue im System ist die schon angesprochene CO2-Bepreisung. Also wer CO2 in die Luft bläst, soll künftig dafür bezahlen. 30 Euro pro Tonne ist jetzt der Satz und der soll im Laufe der Jahre steigen und bis 2025 schon bei 55 Euro liegen. Also das ist schon eine happige Erhöhung innerhalb relativ kurzer Zeit. Das ist das Neue dran, dieser ökologische Lenkungsmechanismus, dass man also dafür zahlen soll und wenn man sich das Geld sparen will, dass man den Schadstoffausstoß einsparen soll. Das ist das Element, das die Grünen, das den Grünen so wichtig ist und das sie in diese Steuerreform hinein reklamiert haben. Das Schrauben an Tarifen, ob die Lohnsteuer jetzt gesenkt wird, das hatten wir in der Vergangenheit schon. Das ist Grundprinzip einer jeden Steuerreform, hier für Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen oder eben auch Lenkungen stattfinden zu lassen, wie das zum Beispiel beim Benzinpreis ja auch immer wieder der Fall war. Aber jetzt so konkret für CO2, das ist das Neue dran. In normalen Zeiten wäre eine Steuerreform wohl unser Thema des Tages, aber wenn gleichzeitig eine Impfpflicht beschlossen wird, dann geht das ein bisschen unter. Jetzt ist die CO2-Bepreisung eigentlich ein Prestigeprojekt der Grünen. Verlieren Sie das jetzt ein bisschen an Corona? Jetzt momentan wird das eindeutig, wie wir es ja an allen Schlagzeilen und Headlines sehen, von der Impfpflicht und von Corona überschattet. Wenn ich jetzt lese, dass die Steuerreform da über die Jahre ihre Wirkung entfalten soll, also zum Beispiel eben 2025 der nächste Schritt in der Erhöhung dieser CO2-Bepreisung erfolgen soll, dann habe ich doch leise Hoffnung in mir, dass dann das Thema Corona nicht mehr ganz so groß ist, wie es jetzt ist. Oder wir haben Probleme ganz anderer Art, wenn uns das wirklich noch in dieser Intensität so länger begleiten wird. Also
vielleicht kommt die Zeit der Steuerreform noch. Ich habe da zarte Hoffnungen. Vom Besten ausgehen. Finanzminister Magnus Brunner sagt gestern im Nationalrat, er sei kein Freund von Superlativen, nennt diese Steuerreform dann aber trotzdem gewaltig und unglaublich. Wie viel hat denn er selbst eigentlich damit zu tun? Denn er ist ja noch nicht so lange im Amt. Magnus Brunner hat diese Steuerreform von seinem Vorgänger, das war auf ÖVP-Seite Gernot Blümel, eindeutig geerbt. Die Verhandlungen, die sind vorher gelaufen. Und es steht ihm quasi, er ist jetzt nicht neutraler Außenstehender, der das kommentiert, aber er selbst war jetzt da wenig dran beteiligt, behauptet es aber auch nicht. Also das ist zwischen den Grünen und Blümel ausverhandelt worden. Und da finde ich überraschend, dass in Hintergrundgesprächen die Grünen dem ehemaligen Finanzminister, der ja nicht immer wirklich ein Freundbild war, wenn ich es so nennen darf, durchaus Rosen streuen und sagen, dass der da schon ein wenig Eisbrecher in der ÖVP war und Dinge möglich gemacht hat, die bei den Grünen vorher, wo sie sich selber gefragt haben, ob das durchgeht. Kritik von außen ist immer noch, dass der Impuls durchaus hätte stärker sein, dass es mehr an Lenkungsmechanismus bei der CO2-Bepreisung hätte sein können. Aber die Grünen verweisen darauf, es ist ein Anfang gemacht, es ist eine Änderung im System, etwas, das es bisher noch nicht gab. Keine Änderung gibt es weiterhin bei der kalten Progression. Warum ist denn das eigentlich so ein ewiges Problem? Kann oder will die Politik das nicht lösen? Um es in einem Satz zu erklären oder vielleicht eineinhalb, zwei, kalte Progression ist, ich bekomme mehr Geld, rutsche dadurch in eine höhere Steuerstufe, muss mehr Steuern bezahlen und habe dann unterm Strich eigentlich verloren und habe weniger in der Geldtasche als zuvor. Ein Mechanismus, der dem Finanzminister Milliarden bringt und in der Vergangenheit sehr oft den Spielraum für diese Steuerreformen geschaffen hat. Also es ist uns was zurückgegeben worden, was uns vorher durch die kalte Progression genommen worden ist. Und dann hat es 3-4 Jahre gebraucht, dann hat diese kalte Progression diesen Steuervorteil wieder aufgesogen gehabt. Das hat uns schon türkisblau versprochen, dass diese kalte Progression verschwinden soll. Wenn der Finanzminister dann in seinem stillen Kämmerlein sitzt und nachrechnet, was ihm das Ganze kostet, dann dürfte die Begeisterung jeweils wieder geschwunden sein. Man hat es bis jetzt nicht gemacht. Also es hat auch grün-türkis diese kalte Progression nicht beseitigt. Offensichtlich ist die Angst da einfach, sind die finanziellen Einbußen zu groß, dass man das auf die lange Bank schiebt und uns weiter vertröstet und vertröstet. Schauen wir mal, was wir zuerst loswerden, die kalte Progression oder Corona. Was für ein Match. Vielen Dank, Wolfgang Geier. In Genf treffen sich heute der russische und der amerikanische Außenminister. Ziel bei dem Treffen ist es, die Ukraine-Krise zu entschärfen. Diese und weitere wichtige Meldungen des Tages sehen Sie jetzt im Nachrichtenüberblick. Die Corona-Ampel-Kommission konzentriert ihren Blick in der Omikron-Welle nun zunehmend auf die Krankenhausaufenthalte. Ab einer Auslastung von 11% sei die Akutversorgung in einzelnen Bundesländern gefährdet. Das entspricht rund 4.200 belegten Betten. Für Anfang Februar wird ein Wert von 4,2% erwartet. Das ist in etwa doppelt so viel wie derzeit. Die Corona-Ampel leuchtet weiterhin tiefrot. Es gibt also ein sehr hohes Risiko, sich mit Corona anzustecken. In Ghana kommen bei einer Explosion eines mit Sprengstoff beladenen LKW 17 Menschen ums Leben. Über 50 weitere werden teils schwer verletzt. Der Sprengstoff in dem LKW sollte bei Arbeiten in einer nahegelegenen Goldmine zum Einsatz kommen. Auf dem Weg dorthin ist der LKW mit einem Motorrad kollidiert. Der Zusammenstoß hat eine riesige Explosion ausgelöst. Dutzende umliegende Häuser wurden komplett zerstört. Der US-Konzern Google geht im Rechtsstreit um eine milliardenschwere EU-Kartellstrafe in Berufung. Das Unternehmen will die 2,4 Milliarden schwere Geldstrafe vor dem Europäischen Gerichtshof anfechten. Schon 2017 hat die EU-Kommission die Geldbuße gegen Google verhängt. Google habe seinen eigenen Preisvergleichsdienst in den Suchergebnissen ganz oben platziert und die Konkurrenz herabgestuft, heißt es im Beschluss. Die USA und Russland starten heute einen neuen Versuch, die Ukraine-Krise zu entschärfen. US-Außenminister Antony Blinken trifft den russischen Außenminister Sergei Lavrov in Genf. Die USA und Russland werfen sich gegenseitig Provokationen durch militärische Aktionen vor. Zuletzt hat sich die Kommunikation zwischen den Staaten verschärft. An der Alpennordseite, von Vorarlberg bis ins Mostviertel, ziehen vorerst dichte Wolken durch und es schneit ein wenig. Am Nachmittag sind auch im Flachland wieder ein paar Schneeschauer möglich, trocken bleibt es hingegen im Süden Österreichs. Es weht kräftiger Nordwestwind und es bleibt überall kalt.
Der Nachmittag bringt minus 2 bis plus 2 Grad. Jetzt ist sie also beschlossene Sache, die Impfpflicht. Der Nationalrat hat gestern mit großer Mehrheit dafür gestimmt. Dagegen war erwartungsgemäß die FPÖ. Und auch vier Neos und ein SPÖ-Abgeordneter haben mit Nein abgestimmt. Am 3. Februar muss noch der Bundesrat sein Okay geben. Margit Laufer und Regina Pöll berichten. Am Abend dann der vergleichsweise unaufgeregte Schlusspunkt einer turbulenten Parlamentsdebatte. Der Gesetzentwurf ist somit in dritter Lesung angenommen. Davor bringt die Debatte bereits viel Applaus auf der einen und Kopfschütteln auf der anderen Seite. Die Freiheitlichen sind als einzige geschlossen gegen die Impfpflicht. Mit dieser Impfpflicht, meine Damen und Herren, wird in Österreich dem Totalitarismus der Weg bereitet. Es ist nichts anderes. Es ist die Einführung des Gesundheitskommunismus. Und es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass wir zur Bekämpfung eines chinesischen Virus das chinesische Gesellschaftsmodell in Österreich einführen, das sich durch vieles auszeichnet, aber nicht durch Freiheit und Demokratie. Der Gesundheitsminister und die Gesundheitssprecherin der ÖVP versuchen, Bedenken auszuräumen. Ich möchte diese Gelegenheit benutzen, noch einmal darauf hinzuweisen, dass alle Evidenz dafür spricht, dass die Covid-19-Schutzimpfung und zwar alle in Österreich erhältlichen Präparate sicher sind. Wir pochen auf ein solidarisches Gesundheitssystem, aber ja, wir sollten auch für dieses solidarische Gesundheitssystem etwas leisten. Auch bei der SPÖ ist die Impfpflicht die allgemeine Linie. Aus diesem permanenten Teufelskreislauf, des Auf und des Zu, dieses Teufelskreislaufs der Unsicherheiten, gibt es aus meiner Sicht und aus Sicht der meisten Expertinnen und Experten einen effektiven Weg heraus. Und das ist die hohe Durchimpfungsrate in Österreich. Als einziger SPÖ-Abgeordneter stimmt Bauholz-Gewerkschafter Josef Muchitsch dagegen. Bei den Neos sind es 4 der 15 Mandatare. Bei uns sind alle Abgeordneten geimpft und sind grundsätzliche Befürworter der Impfung. Aber die Frage, ob die Impfpflicht uns weiterbringt in der Pandemiebekämpfung, die Frage, ob sie bürokratisch umgesetzt werden kann, Frage, ob sie nicht mehr spaltet, als sie verbindet. Das sind so Bedenken, die bei uns einige haben. Bei den Grünen bleibt Eva Ernst Cicic der Sitzung fern. Sie habe grundrechtliche Bedenken. 137 zu 33, das ist eine breite Mehrheit im Nationalrat. Nun braucht es noch die Zustimmung im Bundesrat. Kontrolliert wird die Impfpflicht ab Mitte März. Dann soll auch eine Impflotterie starten, wie die Regierung gemeinsam mit der SPÖ bekannt gegeben hat. Verlost werden 500-Euro-Gutscheine, jede und jeder zehnte Geimpfte gewinnt. Warum Gutschein? Weil da die Chance besteht, dass der österreichische Handel, die österreichische Gastronomie, der österreichische Tourismus, die Dienstleister, Kultur und Sport davon profitieren können. Dazu kommt noch ein Bonus für jede Gemeinde mit einer Impfquote ab 80%. Ein Projekt, das sich die Regierung insgesamt 1,4 Milliarden Euro aus Steuergeld kosten lässt. Ein weiterer Anreiz zum Impfen also, das ab Februar für alle Pflicht sein wird. Ausgenommen sind Schwangere, Genesene für 180 Tage und Menschen mit Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe. Allen anderen drohen bei Verstößen etappenweise bis zu 3.600 Euro Strafe. Und zum Zuckerbrot gibt es auch die Peitsche, soll heißen. Zusätzlich zur Impfpflicht werden jetzt auch wieder Impfanreize in Aussicht gestellt. Die Spitzen von ÖVP, SPÖ und Grünen haben noch vor der gestrigen Sitzung im Nationalrat die Details dazu präsentiert. Unter anderem soll es eine Impflotterie geben. Weniger reizvoll finden das alles die Menschen, die in der Wiener Innenstadt gegen die neuesten Regierungsmaßnahmen demonstriert haben. Während im Nationalrat über die Impfpflicht debattiert wird, demonstrieren in der Wiener Innenstadt hunderte Impfgegner. Der Verkehr wird zum Teil lahmgelegt. Mit Zwang muss die Polizei dafür sorgen, dass die Bannmeile vor dem Parlamentsausweichquartier gewahrt bleibt. Wohl auch um Impfskeptiker etwas zu besänftigen, kommen zusätzlich zur Impfpflicht jetzt auch Anreize zum Impfen. So wird es eine Lotterie für alle Geimpften geben. Mit jedem einzelnen Stich hat man die Chance auf einen 500-Euro-Gutschein, der bei heimischen Betrieben eingelöst werden kann. Neben der Pflicht soll es eben auch eine Belohnung geben für die, die sich schon bereits haben impfen lassen.
und gleichzeitig einen Anreiz für die, die noch vor der Entscheidung stehen. Jede 10. Impfung soll gewinnen. 1 Milliarde Euro wird die Lotterie kosten. Damit soll auch die Wirtschaft angekurbelt werden, so der Plan von Regierung und SPÖ. Durch eine Kaufkraftstärkung ergibt sich natürlich automatisch eine Unterstützung der heimischen Wirtschaft und damit natürlich auch eine Stärkung der Arbeitsplätze, eine Absicherung der Arbeitsplätze. Außerdem wird es für Gemeinden mit vielen Geimpften Prämien geben. Nach dem Motto, je höher die Impfquote, desto mehr Geld. Ich glaube, dass das doch zu einem positiven Wettbewerb führen kann. Mal innerhalb der Gemeinden, wer macht mit, aber auch unter den Gemeinden. Die Impflotterie soll jedenfalls Mitte März starten, gleichzeitig mit der Kontrolle der Impfpflicht. Die Impfpflicht ist also beschlossene Sache. Sie soll ja unter anderem dazu beitragen, die Intensivstationen zu entlasten. Ist Walter Hasipeder, der Präsident der Gesellschaft für Intensivmedizin, mit diesem Beschluss zufrieden? Das wollte meine Kollegin Amira Awad in der ZIP-Nacht von ihm wissen. Ich glaube, es wäre jedem von uns lieber, wenn sich die Bevölkerung freiwillig impfen lassen müsste. Tatsache ist, dass wir in Österreich noch erhebliche Impflücke haben. Und dass mit weiteren Varianten durchaus wieder schwere Erkrankungsverläufe häufiger werden können und das Gesundheitssystem, die Krankenhäuser wieder stark belastet werden. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass die Impfpflicht jetzt kommt. Ich hoffe, dass wir dann vor der nächsten kalten Jahreszeit, also vor Herbst, Winter dieses Jahr, dass wir so viel Immunisierte haben, dass es nicht mehr zu großartigen schweren Verläufen und zur Einweisung ins Krankenhaus kommt. Die Situation an den Intensivstationen hat sich trotz der hohen Zahl an Neuinfektionen entspannt. Beobachten Sie das auch an Ihrer Intensivstation in Zams? Ja, bei uns ist das ganz gleich. Wir haben momentan nur einen Patient. Das ist alles. Die Ursache ist dafür, dass das Omikron-Virus einfach einen anderen Zutrittsweg in Wirtszellen verwendet wie die früheren Varianten. Und dieser Zutrittsweg ist vorwiegend in den oberen Atemwegen vorhanden, während die Lungenbläschen ausgespart bleiben. Und deswegen sehen wir wenig schwere Lungenentzündungen. Lässt das den Schluss zu, dass Omikron ungefährlicher ist als Delta? Kann man das so sagen? Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Das zeigen auch schon Daten zum Beispiel aus England. Dort war das Risiko für Hospitalisation, wie Omikron aufgetaucht ist, 50% niedriger als wie vorher bei der Delta-Welle. Bei uns scheint es sogar etwas mehr zu sein, also 70-80% weniger Hospitalisationsraten bisher. Dann kommen wir zur nächsten Woche, weil da haben Experten bis zu 40.000 tägliche Neuinfektionen prognostiziert. Können Sie schon einschätzen, wie sich das auf die Spitäler insgesamt auswirken wird, auch auf die Normalstationen? Ich glaube, bei den Normalstationen werden die Aufnahmeraten stärker zunehmen. Intensivstationen, hoffe ich, wird es nicht so betreffen. Aber ich glaube, auch in den nächsten 2 Wochen wird die Pandemie mit dem Omikron-Virus noch relativ gut handelbar. Es gibt natürlich ein Problem, das sind die Personalausfälle durch infizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den verschiedenen medizinischen Bereichen. Sagt Walter Hasipeder, der Präsident der Gesellschaft für Intensivmedizin in der ZIP-Nacht. Wir kommen jetzt zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Darf ein Unternehmen mit Hilfsgeldern, die ja auf Kosten der Steuerzahler gehen, Gewinne machen? Und was sagen Betriebe dazu, die Verluste gemacht haben und jetzt um ihre Existenz fürchten? Diesen Fragen sind Emanuel Liedl und Hans Wu für das Magazin Echo nachgegangen. Hier wird zugesperrt. Sabrina Tanner hat 15 Jahre lang ein Geschäft für Taschen für die Smartphone-Generation geführt. Wir waren am Anfang der Pandemie bei ihr. Damals hat sie auf Masken umgerüstet, die sie online verkauft hat. Auch am Anfang des zweiten Lockdowns im November 2020 waren wir bei ihr. Mit Unterbrechungen war das Geschäft 7 Monate lang dann zu. Dann haben wir Hilfen beantragt. Die waren für uns überlebenswichtig, aber sie waren jetzt auch nicht so üppig, sagen wir mal so. Wie viel waren es? Also? Wir haben insgesamt summa summarum über die ganze Zeit 19.000 Euro
an Hilfen bekommen, so über die Monate verteilt. Auch hier waren wir schon einmal. Ebenfalls im November 2020. Die Chefin des Gasthaus Lindberg im 14. Wiener Bezirk hat damals Gansel to go aus dem Fenster verkauft, um sich über Wasser zu halten. Sie wollten wir diesmal wieder interviewen, doch seither hat sich viel verändert, erzählt uns ihr Lebenspartner. Also wir haben wirklich wie nach einem Krieg langsam wieder begonnen aufzubauen. Und das hat sich durch die Doppelbelastung oder die Mehrfachbelastung einfach gesundheitlich so mitgenommen, dass sie seit Februar letzten Jahres ins Burnout ist. Also die ist seit Februar im Krankenstand und macht wirklich alles, was geht, um da wieder rauszukommen. Aber es ist nicht leicht. Umso schwieriger ist natürlich auch für mich, das Ganze weiterhin allein zu managen. Ja. Im November 2020 konnte die Lindberg-Crew seit langem etwas aufatmen. Denn der Umsatzersatz hat erstmals seit Pandemiebeginn möglich gemacht, ausständige Rechnungen zu begleichen. Damals war die Chefin zwar erleichtert, trotzdem. Kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Gastronom daran jetzt wirklich wirtschaftlich reich wird. Reich vielleicht nicht, aber das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut will herausgefunden haben, dass gerade in der Gastronomie und Hotellerie mit Corona-Hilfen Gewinne geschrieben worden sind. Wie ist der linksliberale Think Tank auf diese Zahlen gekommen? Wir fragen vor Ort nach. In der Transparenzdatenbank der EU sind Hilfszahlungen ab 100.000 Euro aufgelistet. Von 502 Gastro- und Hotelunternehmen hat Alexander Huber Geschäftsberichte für das Jahr 2020 gefunden. Ohne Förderungen wäre ein Verlust von rund 2 Millionen Euro das Ergebnis gewesen. Mit Förderungen allerdings ein Gewinn von 103 Millionen Euro. Von diesen Unternehmen haben sogar 265 im Pandemiejahr 2020 ihren Gewinn steigern können. Ich denke, erstens geht es um Steuergeld, gleichzeitig auch um sehr hohe Summen potenziell. Wir befinden uns immer noch in einer schweren gesundheitlichen und auch wirtschaftlichen Krise. Es gibt immer noch sehr viele Arbeitslose, bei denen wurde auch in den letzten Monaten sehr viel oder im Grunde eine Neiddebatte angestoßen, auch medial. Und gleichzeitig dreht es sich hier einfach um Summen, die dazu eigentlich kaum in Relation zu setzen sind. Das Momentum-Institut betont, die Studie ist nicht repräsentativ. Es fehlen die Daten von vielen Kleinunternehmen. Fakt ist aber, es hat Überförderungen gegeben. Das bestreitet auch Steuerberater Peter Bartosch nicht. Es zähle aber, wie viele Unternehmen gerettet und weniger, wie viele Einzelfälle überfördert worden sind. Ich könnte im Handel, wenn ich den Internetbereich getrennt habe vom stationären, im stationären Bereich habe ich Förderungen bekommen, weil der war geschlossen und im Internet habe ich vielleicht sogar Zuwächse erzielt. Ja. Das ergibt sich halt aus der Methodik. Darum würde ich auch gar nicht sagen, dass das nicht vorkommen kann. Es kann in Einzelfällen vorkommen. Auf der anderen Seite muss man halt sehen, man hatte hunderttausende Unternehmen in irgendeiner Art und Weise auf halbwegs einfache Weise hier zu unterstützen. Und es wird immer Abweichungen nach links oder rechts jetzt aus individueller Sicht geben. So könnten Gewinne durch den Umsatzersatz entstanden sein. Je nach Branche, wie Gastronomie, Hotellerie, Kinos, Fitnesscenter, Museen und Theater etwa, die behördlich geschlossen wurden, war der Umsatzersatz unterschiedlich hoch, aber maximal 80% für den November 2020. Die Obergrenze lag bei 800.000 Euro. Abgezogen wurden Überbrückungskredite, aber nur, wenn der Staat mit 100% haftet. Geringere Haftungen schmälerten die Obergrenze nicht. Förderungen durch Kurzarbeit und Fixkostenzuschuss, aber auch Zuverdienste durch Liefer- oder Abholservice kommen noch dazu. Während große Unternehmen offenbar mit Staatshilfen Gewinne erwirtschaften konnten, hat Gastronom Gerhard Lindner die eigene Rechnung bekommen. Gegenüber dem Jahr vor Corona musste er ohne Förderungen rund 50% Umsatzrückgang verbuchen. Also ich rede nur jetzt von meinem Betrieb, November, Dezember, Weihnachtsfeiern etc. von ungefähr 100.000 Euro, die ich weniger umsetzen durfte. Durfte, weil geschlossen. Und weil gerade wenn du Konzerne kennst oder wenn du weißt, was da für Gehälter fließen, ja, und wenn dann da viel Steuergeld quasi dafür verwendet wird, dass das damit bezahlt wird, ja,
ist wahrscheinlich der falsche Weg. Ja? Also uns hilft es nicht. Überförderungen hat auch das Wirtschaftsforschungsinstitut für möglich gehalten. Aber aus ihren Unternehmensumfragen geht hervor, für viele Kleinunternehmen sind die Hilfen überlebenswichtig gewesen. Die Rückmeldungen Unternehmen in den Unternehmensbefragungen lassen auch Hinweise zu, dass insbesondere in anderen Branchen wie dem Handel Unternehmen sehr stark an der Existenzschwelle stehen, insbesondere kleinere, die eben einerseits nicht in den Genuss der großzügigen Förderung der Umsatzersätze gekommen sind und zum anderen bereits wenig Geld auf der Seite gehabt haben, um diese Situation zu überstehen. Sind die Hilfsgelder gerecht verteilt worden? Am Rande des 20 Jahre Euro-Jubiläums vor der österreichischen Nationalbank wollen wir von Finanzminister Magnus Brunner wissen. Wie erklärt er den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, dass für manche größere Stücke vom Kuchen übrig geblieben sind? Wäre es nicht eigentlich nur um Existenzsicherung und nicht um Gewinnsteigerung gegangen? Man muss differenzieren. Also wenn etwas zu Unrecht bekommen worden ist, dann werden wir das natürlich zurückfordern. Das ist überhaupt keine Frage. Hier haben wir seit November die Regeln so geschaffen, dass das möglich ist. Aber es geht ja nicht um Unrecht. Diese Unternehmen haben das ja rechtlich total korrekt bekommen. Sie haben nur zu viel bekommen. Ja, es gibt einige Monate, wo es sicher Einzelfälle gegeben hat, dass es zu einer Überförderung gekommen ist. Aber man muss natürlich schon die gesamte Corona-Pandemie-Zeit sich anschauen. Also einzelne Monate wird es sicher geben, ja. Aber wenn alles korrekt abgelaufen ist, gibt es natürlich auch keinen Grund, das zurückzufordern. Höchstens, es ist etwas zu Unrecht ausbezahlt worden, dann natürlich schon. Aber es gibt auch Unternehmen, die über das ganze Jahr einen Gewinn schreiben und die gefördert wurden. Ja, wie gesagt, es gibt Regeln, an die haltet man sich, an die das muss man sich halten. Ist total korrekt alles. Wenn alles korrekt ist, dann ist es korrekt. Auch zurückfordern wolle er rechtlich korrekt beantragte und ausbezahlte Förderungen nicht. Gewinnhöhe? Egal. Eine Rückholaktion wäre rein rechtlich auch gar nicht möglich, weil im Gesetz eine Geld-Zurück-Garantie für Überförderung fehle, mein Steuerberater Peter Partosch. Außerdem könnte auch das zu neuen Ungerechtigkeiten führen. Gesetztenfalls, jemand hat gesagt, gut, die Pandemie wird mich treffen und hat in dem Jahr zum Beispiel ein Grundstück verkauft und sagt, so, jetzt verkaufe ich das Grundstück und möchte Liquidität damit schaffen. Dann hat er plötzlich in seiner Bilanz einen Bombengewinn drinnen stehen. Wenn ich unterm Strich schaue, sage ich, na Wahnsinn, der ist überfördert ohne Ende. Ja? Das heißt, um diese Aussagen zu treffen, muss ich mir ja die einzelnen Betriebe wirklich genau anschauen, müsste wirklich analysieren, was war 19, was war 20, gab es außerordentliche Effekte, ja? Um diese Aussage wirklich treffen zu können. Für Sabrina Tanner, die ihr Geschäft schließen muss, gibt es trotzdem ein Happy End. Sie sattelt auf Großkunden um. Einen gibt es bereits. Sie beliefert die Deutsche Bahn mit Diensttaschen aller Art. Gerhard Lindner ist auch weiterhin von Kleinkunden abhängig. Und die zögern immer noch. Von 16 Tischen sind bei unserem Besuch gerade einmal 3 reserviert. Die Corona-Ampelkommission. Seit dem 11. Jänner muss im heimischen Handel die 2G-Regel kontrolliert werden. Jetzt mehren sich die Berichte, dass gegenüber den Angestellten das Verhalten immer aggressiver wird. Das Landesstudio Wien hat sich die aktuelle Situation genauer angesehen. Die Geschäfte sind offen, die Prozente warten und trotzdem gibt es im Handel viele Baustellen. Seit die Händler den Impf- oder Genesungsnachweis kontrollieren müssen, haben die Aggressionen gegenüber den Mitarbeitern zugenommen, berichtet der Handelsexperte. Beim Modediscounter beispielsweise wurden Mitarbeiter geschlagen, beschimpft und bespuckt. Es gibt immer mehr Gewaltexzesse und wir gehen mit einer Nulltoleranz dagegen vor. Es kommt sogar vor, dass die Mitarbeiterinnen von den Kunden bei der Kontrolle gefilmt werden. Das Video landet dann im Internet wie dieses. Ich brauche einen 2G-Nachweis. Nein, brauchen Sie nicht. Doch, brauche ich. Sie müssen keinen 2G-Nachweis von mir verlangen. Und wenn Sie das trotzdem tun, ist das Diskriminierung. Bitte. Gehen Sie bitte. Geben Sie mir bitte Ihren Namen, ich möchte Sie gerne anzeigen wegen Diskriminierung. Jeder Fall wird von uns an die Behörden, ans Bundeskriminalamt, an die Polizei gemeldet. Und es verschärft natürlich insgesamt die prekäre Lage, weil wir durch Quarantänen schon eine dünne Personaldecke haben. Und damit verschärfen die Aggressionen das Leid in unserer Branche. In dieses Modegeschäft im ersten Bezirk kommen derzeit maximal 5 Kunden, erzählt der Chef. Vor Corona waren es an die 20.
Also ganz ehrlich, es geht uns schrecklich im Moment. Also die Umsätze sind zumal seit dem 10. Jänner komplett zusammengebrochen. Es seien nicht nur die 2G-Kontrollen daran schuld. Es fehlen auch die Touristen, etwa Araber oder Russen, deren Impfungen in Österreich nicht anerkannt werden. Und dann setzen den Händlern auch die Corona-Demos zu. Für uns als Händler heißt eine Demo, dass vor unseren Geschäften einmal so 10, 15 Mannschaftswegen stehen. Helikopter kreisen ab 12 in der Mittag über die Stadt. Es werden Barrieren aufgebaut. Also man bekommt einfach kein Einkaufserlebnis, so wie wir es uns wünschen würden. Einkaufserlebnisse statt Demonstrationen und Aggressionen. Die Geschäftsleute fordern jedenfalls ein rasches Aus der 2G-Kontrollen im Handel, so wie in Bayern, wo ein Gericht die Zugangsbeschränkungen soeben gekippt hat. An den Schulen wächst die Sorge, dass vor den Schulgebäuden wieder demonstriert werden könnte. Der Ruf nach sogenannten Schutzzonen, wie es ja etwa auch rund um Spitäler geben soll, wird immer lauter. Derzeit fehlen aber die gesetzlichen Voraussetzungen dafür, berichtet Uli Enzinger. Demonstranten, die lautstark vor Schulen ihre Parolen rufen und Kinder, die sich den Weg zum Unterricht erst bahnen müssen. Was sich am Dienstag in Voitsberg zugetragen hat, könnte erst ein Anfang sein, denn die Verantwortlichen der Demo kündigen in einem Video, das derzeit auf Social Media kursiert, weitere Demonstrationen vor Schulen an. Meine lieben Direktoren und meine lieben Lehrer da draußen, die ihr nicht ordnungsgemäß unter Anführungszeichen, nicht würde und nicht liebevoll mit den Kindern umgeht, wir werden es erfahren und wir werden auch vor eurer Schule stehen und werden uns nächstes Mal nicht 100 oder 150 Meter abdrängen lassen. Protest wie dieser sei nicht im Interesse des Kindeswohls, sagt die Kinder- und Jugendanwältin des Landes. Ich würde mir Schutzzonen sehr, sehr wünschen. Ich bin wirklich erschreckt, wie das missbräuchlich verwendet wird und wie auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen hier Anliegen transportiert werden, die mit Kinderschutz eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. In Zellbehorn stößt auch die Präsidentin des Landeselternverbandes. Außerdem sind das ja Forderungen, die an die Politik zu richten sind. Das heißt, ich muss mich nicht vor die Schule hinstellen, um das dort zu demonstrieren, sondern ich kann mich an einen anderen geeigneten Ort begeben. Denn was sollen die Kinder in der Schule, wenn sie das hören, tun? Mit diesen Forderungen können die nichts anfangen. Doch ein Demonstrationsverbot vor Schulen sei derzeit rechtlich gar nicht möglich. Hier appelliert die steirische Bildungsdirektorin heute an den Bund. Wir brauchen ganz dringend gesetzliche Rahmenbedingungen, dass sozusagen diese Demonstranten nicht mehr so weit herankommen an die Schulen, dass sich die Kinder fürchten müssen. Denn immer mehr Direktoren hätten Angst, dass ihre Schule die nächste sein könnte, vor der demonstriert wird. Im Burgenland sind rund 80% der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Aber schon zum Jahreswechsel sind mehr als 1000 Zertifikate ungültig geworden, weil die Leute ihren Schutz nicht rechtzeitig haben auffrischen lassen. Lena Pavitzig hat sich das genauer angesehen. Er ist unsere Eintrittskarte in ein halbwegs normales Leben oder zumindest in die Gesellschaft, der Impfnachweis. Wer in seiner grünen Pass-App alles auf grün hat, darf in Restaurants, Buchhandlungen oder Museen. Aktuell gilt, dass man mit 2 Impfungen ein Impfzertifikat hat, das 270 Tage gültig ist. Dies ändert sich Anfang Februar. Dann wird es so sein, dass man mit 2 Impfungen nur eine Gültigkeit von 6 Monaten hat. Welchen Impfstoff man bekommen hat, macht keinen Unterschied mehr. Für eine Vollimmunisierung braucht man laut aktuellem Stand bei jedem Hersteller, der im Burgenland verimpft wird, eine Impfserie von 3 Dosen. Bei 5- bis 11-Jährigen reichen 2. Eine Änderung hat es auch mit 3. Jänner gegeben. Diese betrifft jene 70.000 Menschen in Österreich, die bisher nur einmal geimpft worden sind und das mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff. Diese Personen haben seit 3.1. kein gültiges Impfzertifikat mehr und müssten sich somit nachimpfen lassen. Das betrifft derzeit ca. 1.200 Personen im Burgenland. Bei Johnson & Johnson hat es zu Beginn geheißen, es würde eine Dosis reichen. Mittlerweile sagt die Forschung, dass auch hier Zweitstich und Auffrischung nötig sind, am besten mit einem mRNA-Impfstoff. Generell gilt, zwischen erster und zweiter Teilimpfung dürfen nicht mehr als 6 Monate verstreichen, sonst muss man die komplette Impfserie von neuem beginnen. Sollte man zwischen zweiter und dritter Impfung mehr als 6 Monate verstreichen lassen, ist das an sich kein Problem. Also man bekommt dann seine dritte Dosis, aber irgendwann läuft natürlich der grüne Pass ab. Das trifft nun vor allem jene, die im August ihren zweiten Stich bekommen haben. In ganz Österreich sind das fast 900.000 Menschen. Für ein gültiges Zertifikat gilt für sie bis später
spätestens Anfang Februar die dritte Dosis holen. Gerade im Kampf gegen die Omikron-Variante schützt vor allem der dritte Stich vor einem schweren Verlauf und laut aktuellster Studien aus Israel auch gegen Long-Covid. Wer Fragen zu seiner ganz persönlichen Impfserie hat, gerade auch wenn es um Genesene geht, kann sich per E-Mail und telefonisch beim Land beraten lassen. Falls Sie nicht mehr ganz mitkommen mit dem Zählen, Österreich befindet sich mitten in der fünften Corona-Welle. Die Mutation Omikron beschert uns fast täglich Neuinfektionsrekorde. Das Landesstudio Niederösterreich hat auf die bisherige Pandemiebekämpfung geblickt und zieht dabei Bilanz. Lagebesprechung im Regierungsviertel. Man bereitet sich darauf vor, dass die Zahlen in den nächsten Tagen noch einmal deutlich zulegen werden. Die Lage ist ernst, sie ist aber so, wie wir erwartet haben. Das heißt, die Erkrankungen verlaufen eher milde, aber es gibt eine große Anzahl von Positiven. Ob die Impfpflicht den gewünschten Erfolg bringt, ist offen. In den Impfzentren wie auch im niedergelassenen Bereich sei man jedenfalls vorbereitet. Wir haben eine Impfkapazität derzeit pro Woche von ca. 150.000. Das heißt, wenn alle, die wirklich noch nicht geimpft sind, impfen kämen, könnten wir in ungefähr 2 bis 3 Wochen auch diese große Menge impfen. Ausgerechnet rund um den Höhepunkt der fünften Welle mache sich eine gewisse Impfmüdigkeit breit. Die Gesundheitslandesrätin betont deshalb, dass im Moment rund 90% der Menschen, die auf Intensivstationen liegen und betreut werden, nicht ausreichend geimpft sind. 90%. Und folgedessen bin ich überzeugt davon, dass die Impfung tatsächlich auch wirkt. Trotz der steigenden Infektionszahlen ist man zuversichtlich, dass sowohl das Contact Tracing als auch das Testsystem halten werden. Wohnzimmertests will man vorerst aber nicht zulassen. Stattdessen soll es wieder mehr Teststraßen in den Gemeinden geben. Und erst wenn alles nicht mehr funktioniert, dann bin ich der Meinung, kann man auf die Wohnzimmertests wieder zurückgreifen. Ansonsten ist es im Moment so, dass wir sagen, wir finden mit der jetzigen Regelung das Auskommen. Eine wichtige Drehscheibe sei seit Beginn der Pandemie der Sanitätsstab. Dort werden die Entscheidungen der Politik umgesetzt, aber ebenso Bezirkshauptmannschaften unterstützt und die Einsatzorganisationen koordiniert. Vom Bundesheer über die Polizei bis hin zu den Rettungsdiensten. Und noch braucht es diese Drehscheibe, denn alle sind sich einig, die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Und jetzt nach Salzburg. Dort finden manche Hotels und Restaurants derzeit kaum Personal. Deshalb zahlen HotelbetreiberInnen höhere Löhne und Gehälter als bisher. Das ist aber etwas, worüber man in der Branche nur sehr ungern spricht. Gerhard Jäger hat sich ein Beispiel im Salzburger Pinzgau näher angeschaut. Das Family Resort Hotel Post in Unken. Schon seit gut 20 Jahren ist es auf Familien spezialisiert. Dementsprechend braucht es für den 240-Betten-Betrieb auch viel Personal. Derzeit beschäftigt das Hotel immerhin 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf den Umstand, dass sie immer schwerer zu finden sind, hat man hier mit besserer Bezahlung reagiert. Über die letzten 5 Jahre, auch vor Corona, schätze ich sicher um 20% mehr, als wir vor 5 Jahren bezahlt haben im Schnitt. Der touristische oder der gastronomische Beruf war unterbezahlt. Das Trinkgeld wird weniger, deswegen sind die Arbeitgeber gezwungen, das auch mehr bezahlen. Was in Summe eine Stange Geld kostet, scheint sich für den Hotelier unterm Strich aber doch auszuzahlen. Denn Mitarbeiter zu bekommen ist eine Sache, sie dann aber auch auf Dauer zu halten, ist noch einmal etwas anderes. Eigentlich muss ich ganz zufrieden sein, sonst wäre ich nicht seit 10 Jahren hier im Betrieb. Ich kann mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Aber das, glaube ich, ist auch abhängig von den Arbeitgebern. Das, wo mir da großes Glück kommt in diesem Hotel. Vor 6 Jahren habe ich mit großer Leidenschaft hier begonnen. Dann zuerst habe ich Lehre angefangen. Innerhalb von 3 Jahren habe ich erfolgreich abgeschlossen. Und nach und nach immer, dann bleibe ich hier gerne. Uns bringt es ganz konkret, dass wir unseren Betrieb so führen können, wie wir wollen. Und unsere Gäste schätzen genau das an uns, dass wir genügend Mitarbeiter im Service haben. Der Service vor dem Gast, die gute Küche, das könnte man so nicht machen, wenn wir nicht unsere Fachkräfte hier hätten. Arbeitnehmervertreter beobachten die Entwicklung einerseits mit Genugtuung, sehen gleichzeitig bei der Bezahlung in der Branche aber auch noch Luft nach oben. Um die Branchenflucht
der Mitarbeiter zu stoppen, ist es notwendig, die Arbeitsbedingungen und Löhne zu verbessern. Das haben mittlerweile doch einige Betriebe erkannt, dass das notwendig ist. Und es ist gut so, dass das geschieht. Deswegen aber jetzt Rückschlüsse auf ein Umdenken in der gesamten Branche ziehen zu können, das sehen wir nicht so. Im Unkener Family Resort Hotel Post scheint die Rutsche für ausreichend qualifiziertes Personal, jedenfalls zumindest fürs Erste, gelegt. Über die staatlichen Corona-Hilfsgelder für die Wirtschaft haben wir heute in der Sendung ja schon einmal berichtet. Jetzt schauen wir nach Tirol. Auch dort hat es viele Finanzspritzen gegeben. Fast 1 Milliarde Euro ist an Tiroler Betriebe gegangen. Knapp ein Drittel dieser Gelder haben Tourismusbetriebe wie Hotels oder Pensionen bekommen. Mit 52 Millionen sind die Bergbahnen unterstützt worden. KritikerInnen halten das für Überförderung. Viel Geld ist in den letzten 2 Jahren in die Unterstützung der Wirtschaft geflossen. Mit der EU-Beihilfentransparenzdatenbank gibt es jetzt einen ersten Einblick, wo diese Förderungen gelandet sind. Spitzenreiter in Tirol war hier der Lanzerhof. Er landete mit mehr als 10 Millionen Euro an Förderungen auf Platz 1 der Tiroler Betriebe. Eine enorme Summe, diese Zahl täusche aber. Geflossen sind rund 800.000 Euro mit enormem Aufwand. Und hier sind viele Betriebe aus meiner Sicht annähernd überfordert gewesen oder auch noch immer, weil es sehr, sehr komplex ist, die Antragstellung durchzuführen. Die restliche Summe, die Sie angesprochen haben, also die über 10 Millionen, müssen zu 100% wieder zurückbezahlt werden. Solche Bürgschaften des Bundes hätten viele große Betriebe in Anspruch genommen. Sie seien aber teuer. Ihre Konditionen müssten verbessert und die Laufzeit verlängert werden, fordert Harisch. Denn die Pandemie sei auch im heurigen Winter immer noch stark zu spüren. Viele Betriebe hätten 2 Jahre lang Verluste geschrieben. Anders sehen das Ökonome vom Momentum-Institut. Laut ihren Untersuchungen hatten viele Hotels und Gastronomiebetriebe offenbar ein gutes Händchen bei den Förderungen. Von 39 untersuchten Tiroler Betrieben haben 26 im Jahr 2020 Gewinne geschrieben. Sie haben damit zu viele Förderungen erhalten, kritisiert das Institut. Aufsummiert ergibt es allein für diesen kleinen Bereich und für diesen kleinen Ausschnitt schon 6,8 Millionen Euro, die in Tirol eigentlich zu viel ausbezahlt worden sind beziehungsweise nicht in der Höhe notwendig gewesen wären. Die Betriebe seien somit überfördert worden. Tourismusvertreter in Tirol können das nicht nachvollziehen. Ich glaube, man muss da einen Schritt zurückgehen. Wir haben natürlich im Jahr 2020, und dieser Bericht bezieht sich aufs Jahr 2020, eine sehr starke Förderung gehabt, die war wichtig, dass sie sehr schnell fließen musste. Allerdings war diese Förderung schon dazu da, um den Pandemie-Zeitraum zu überdecken. Das heißt, man muss jetzt abwarten, auch das Jahr 2021 anschauen. Und ich kann Ihnen berichten, es gibt wenig Betriebe dort draußen, die im Jahr 2021 zu viel Geld bekommen haben. Unternehmensbilanzen für 2021 liegen allerdings noch nicht vor. Auch bei den Bergbahnen flossen Millionen. Insgesamt erhielten sie 52 Millionen Euro. Reich sei damit niemand geworden, heißt es. Weit vorne bei den Förderungen lagen die Kitzbüheler Bergbahnen. Sie erhielten 2,4 Millionen Euro an Zuschüssen. Eine enorme Summe. Hohe Fixkosten und wenig Gäste hätten trotzdem zu Verlusten geführt. Wir haben ungefähr, also deutlich über 30 Millionen Umsatzeinbußen gehabt gegenüber vergleichbar oder guten Jahren im Vorjahren. Und das ist eigentlich nur ist eine große Hilfe, diese Unterstützung von Staates. Wir sind sehr dankbar und froh darüber. Aber es kann bei Weitem nicht hier ein positives Ergebnis bringen. Ihren eigentlichen Zweck, Verluste abzufedern, haben die Förderungen also nur zum Teil erfüllt. Künftig sollte der Bund zielgerichteter fördern, um Ungerechtigkeiten zu vermeiden, empfehlen Wirtschaftsfachleute. Schwerpunkte also statt Verteilung mit der Gießkanne. Es ist ein neuer Tiefpunkt für die katholische Kirche. Gestern ist ein Bericht präsentiert worden, der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in den 70er und 80er Jahren aufarbeiten soll. Schwer belastet wird dabei der damalige Erzbischof und mittlerweile emeritierte Papst Benedikt XVI. Ihm wird vorgeworfen, sexuellen Missbrauch von Kindern vertuscht zu haben. Aus München berichtet Andreas Pfeiffer.
Dass die Bayerische Kirche baufällige Moralvorstellungen hat, beklagen die Fürsprecher ihrer Missbrauchsopfer seit Jahren. Zu viele treffen auf klerikalen Unwillen an der Aufklärung. Nun aber gibt es Indizien dafür, dass die Skandalwelle selbst den Allerheiligsten in der Hierarchie erfasst. Das präsentierte Gutachten bescheinigt Josef Ratzinger schweres Fehlverhalten in 4 Fällen. In einem Fall wurde ein durch ein nichtdeutsches Gericht wegen sexuellen Missbrauchs verurteilter Kleriker in den Dienst der Erzdiözese übernommen. In diesem Fall sprechen die vorliegenden Erkenntnisse nach unserer Einschätzung für die Kenntnis des früheren Erzbischofs Kardinal Ratzinger von der Vorgeschichte des Priesters. Ein düsterer Schatten fällt auf Ratzingers Amtsführung. Von 1977 bis 1982 diente er dem Bistum München-Freising als Erzbischof. Das Gutachten, aber auch kircheninterne Dokumente legen nahe, dass er den Priester Peter H., der minderjährige Buben missbrauchte und dafür auch zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt wurde, weiter als Seelsorger gewähren ließ, obwohl er Kenntnis von seinen Taten hatte. Die betroffenen Gemeinden blieben ahnungslos. Sein Amtsnachfolger will das Gutachten nun eingehend studieren. Beschämt ist er schon jetzt. Wie ich immer wieder gesagt habe, fühle ich mich als Erzbischof von München und Freising mitverantwortlich für die Institution Kirche in den letzten Jahrzehnten. Als der amtierende Erzbischof bitte ich deshalb im Namen der Erzdiözese um Entschuldigung für das Leid, das Menschen im Raum der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten zugefügt wurde. Der ehemalige Papst hat zur Vergangenheitsbewältigung mit einem 82 Seiten starken Schriftstück beigetragen. Seine Botschaft: Ich habe nichts gewusst und trage daher auch keine Verantwortung. Dass nun auch ein emeritierter Papst in der Chronik des klerikalen Fehlverhaltens auftaucht, mag spektakulär sein, ist aber angesichts seiner Machtfülle keine Überraschung. Schwerer wiegt die Erkenntnis, dass die Opfer des Missbrauchs über Jahrzehnte kaum Beachtung gefunden haben. Die katholische Kirche Deutschlands wird heute abermals mit einem systemischen Totalversagen konfrontiert. Soweit die Einordnung von Andreas Pfeiffer aus München. In der Zeit im Bild 2 ist gestern der Pastoraltheologe Paul Zulehner zu Gast gewesen. Martin Thür bittet ihn, die Vorwürfe zu beurteilen. Also es ist ja zunächst ein guter Tag für die Betroffenen selber, weil es ja die deutsche Kirche war, also Bistum München und auch das Jesuitenkolleg. Die haben in Auftrag gegeben, dass das aufgearbeitet wird. Und die erste Botschaft heißt, wir sind jetzt entschlossen, aufzuarbeiten. Aber ein zweites muss hinzugefügt werden. Es ist ein Zeugnis, wie lange die Kirche gebraucht hat, den Ernst der Lage auch zu begreifen. Es ist ein Dokument der Versäumnisse und der Verspätung. Denn wenn man zurückschaut in die Zeit, wo Josef Ratzinger dann einen Priester, der schon auffällig geworden war, wieder in den Dienst gesetzt hat, da dachte man noch, ja gut, das ist eine persönliche Verfehlung, der ist ein Sünder geworden, den muss man in die Beichte schicken und der wird sich dann bessern und man hat ihn versetzt. Und heute, ich erinnere mich an ein Gespräch mit Max Friedrich von unserer Wiener Universität, der gesagt hat, die Kirche muss lernen, dass die Heilung eines Pädophilen eine ganz schwere Sache ist und dass daher das alte Prinzip gelten müsste, du sollst die Gelegenheit zur Sünde meiden. Das heißt, du darfst keinen wieder wohin versetzen, wo er wieder Missbrauch tun kann. Und ich glaube, das ist einmal heute sicher geworden, dass diese Entwicklung stattgefunden hat. Und die zweite Entwicklung ist meines Erachtens auch, man hat gelernt, dass der Schutz nicht der Institution gilt, sondern den Betroffenen. Das ist eine Geschichte, die die ganze Gesellschaft noch in der Zwischenzeit auch gelernt hat. Aber diese Verlagerung ist auch sehr wichtig. Und vielleicht noch ein dritter Punkt. Man hat sich auch an die Ursachen dran gemacht. Das ist auch das, was Herr Pfeiffer am Schluss gesagt hat. Wir haben gelernt, dass es nicht nur in der Person liegt, ein persönliches Versagen ist, sondern dass es strukturelle Begünstigungen gibt für pädophile Personen in der Pastoral, im Handeln der Kirche. Und da muss die Kirche wahrscheinlich heute nicht nur zurückschauen und sagen, was sind für Fehler gemacht worden, sondern sie muss auch in Zukunft schauen, wie kann man
später auch solche Fehler verhindern? Wie kann man eine präventive Politik machen, sodass die Kinder einen Schutz haben in der Kirche? Das war jetzt eine sehr lange Antwort. Ich würde gerne ein paar dieser Aspekte, die Sie angesprochen haben, aufdröseln. Nämlich vor allem beginnen mal mit der persönlichen Verantwortung von Josef Ratzinger von Benedikt XVI. Er erklärte etwa in der Stellungnahme für den Bericht, dass es nach früherem Kirchenrecht kein Missbrauch im Zitat eigentlichen Sinn sei, wenn ein Priester jungen Mädchen seinen Penis zeige, weil er die Mädchen ja nicht berührt habe. Fehlt es ihm da nicht an jedem Verständnis, auch jetzt noch, viele Jahrzehnte später, für die Dinge, die damals passiert sind, fehlt es ihm dann nicht noch heute an Zugang für die Opfer und für das Leid, das den Opfern angetan wurde? Also da traue ich dem Kirchenrechtler Schüller, der aus Münster kommt und sagt, da ist offenbar auch der frühere Papst seinen Beratern auf den Leim gegangen, die ihm das nahegelegt haben, solches zu schreiben. Es ist ein blanker Unsinn, wenn so etwas gesagt wird, weil diese kleinen Unterscheidungen ja im Grunde genommen den Taten überhaupt nicht gerecht werden, die ja moralisch schwerwiegend sind, ja geradezu kriminell sind. Und ich denke, da ist der Papst in die Falle gelaufen von Menschen. Das ist wahrscheinlich auch eine Schwäche des Papstes. Aber kann man einen Papst da so einfach freisprechen? Ist es nicht seine Verantwortung? Können es dann nur die Pirater sein? Ist es nicht seine ureigenste Verantwortung als moralische Instanz der katholischen Kirche? Wenn er solche Worte setzt, dann können es ja nicht nur Pirater sein, ja, oder? Ja. Da haben Sie recht, das würde ich auch so sehen. Letztlich hätte er so einen Satz überhaupt nicht unterschreiben dürfen in seinem Gutachten, sondern hätte sagen müssen, das ist ja immer eine schwere Verfehlung und wird dem Evangelium überhaupt nicht gerecht. Ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir auch im Bericht gehört haben, ist ja die Rolle der Opfer. Der Bericht zeichnet ja ein Bild der Kirche, der es mehr darum geht, dass die Skandale nicht auffliegen und weniger darum, wie es denn den Opfern mit all diesen Dingen geht, die da passiert sind. Schert sich die Kirche zu wenig um die Missbrauchsopfer? Ich glaube, dass man hier auch gelernt hat, das war sicher in vielen Institutionen, nicht nur der Kirche, sondern auch der Gesellschaft üblich, dass man die Institution geschützt hat. Und diese Zeit ist endgültig vorbei. Heute stehen die Betroffenen im Mittelpunkt. Und auch die Kirche hat unter Papst Franziskus natürlich völlig klar gelernt zu sagen, wir sind es denen schuldig, dass ihnen Gerechtigkeit widerfahren wird. Und ich glaube, es ist fast ein bisschen zu schnell gesagt, dass man sich bei ihnen entschuldigt. Es muss noch weitere Konsequenzen geben in der Anerkennung des Unrechts, in den finanziellen Belangen, aber auch in der Prävention, wenn sich die Kirche selber ernst nimmt. Die österreichische Bischofskonferenz, auch hier war ja dieses Thema immer wieder sehr, sehr groß. Die richtete im Frühjahr 2010 eine Opferschutzanwaltschaft ein, nach deren Vorsitzenden Waltraud Klasnik die Klasnik-Kommission benannt. Da geht es vor allem um die Frage, wie viel Geld denn die Opfer bekommen. Die individuelle Schuld, das Wissen der Vorgesetzten in der Kirche, die systemischen Zusammenhänge in der österreichischen katholischen Kirche wurden nie so umfassend aufgearbeitet wie jetzt. Jetzt in München fehlt das in Österreich, auch die Verantwortung der Schuld in den oberen Etagen der Kirchenführung zu benennen und aufzuarbeiten? Ich denke, dass Kardinal Schönborn sehr früh gehandelt hat in der Sache Grohr, als wir auch an der Fakultät ein großes Symposium hatten mit Fachwissenschaftlern, um genau auch auf diese strukturelle Seite bereits hinzuweisen. Ich denke, dass das jetzt verlagert wurde in den Vatikan selber. Und Papst Franziskus hat ja dieses große Symposium gehalten im Vatikan, wo er genau auch auf solche Fragen wieder zu sprechen gekommen ist. Wie können wir die Strukturen der Kirche, die Ausbildungsformen, die konkrete Indienstnahme von Menschen, die gefährdet sind, wie können wir Täter schneller auch sehen und aus dem Dienst nehmen zum Schutz der Menschen. Ich denke, das ist alles jetzt weltkirchlich in der Zwischenzeit voll im Laufen und ich hoffe, dass das auch in seinen Konsequenzen in Österreich noch weitere Konsequenzen hat. Aber man muss sagen, die österreichische Kirche ist in den Fragen der Prävention und der Bearbeitung von Missbrauchsfällen wahrscheinlich der Weltkirche sogar ein paar Jahrzehnte voraus. Eine letzte ganz kurze Frage. Die Ermittler in Deutschland gehen von einer noch hohen Dunkelziffer an Fällen aus, die man noch nicht gefunden hat. Wie ist das denn in Österreich? Sehen Sie da auch noch eine hohe Dunkelziffer? Ich glaube, Dunkelziffern gibt es in jedem Land dann nachher, weil es gibt ja leider auch Betroffene, die sich selber nicht melden und die ihr Schicksal für sich selber verarbeiten
und die dann nicht an das Licht der Öffentlichkeit kommen. Ich denke, das wird es in allen Kirchengebieten geben. Der Pastoraltheologe Paul Zulehner in der Zeit im Bild 2. Nach dem heftigen Vulkanausbruch und dem nachfolgenden Tsunami auf Tonga treffen jetzt 6 Tage später erste Hilfslieferungen ein. Australien und Neuseeland schicken Schiffe, aus anderen Ländern kommen Flugzeuge. Der Vulkan hat auch das zentrale Internet- und Telefonkabel des Inselstaats zerstört. Vom japanischen Volk. Japan schickt Hilfspakete nach Tonga, gemäß dem Motto »Tu Gutes und sprich darüber«. Auch der große Nachbar China nutzt schnelle Hilfszusagen zur Imagepolitur. Die ersten Hilfsflüge kommen aus Australien und Neuseeland im Inselreich an, mit Zelten, Feldküchen, Kehrmaschinen für die Beseitigung der Vulkanasche und vor allem dringend benötigten Wasseraufbereitungsanlagen. Was uns gerade Sorgen bereitet, ist sauberes Trinkwasser, denn das ist mit Vulkanasche schwer verunreinigt. Auf dieser Insel, Nuku'alofa, gibt es zumindest genug zu essen und zeitweise auch wieder Strom. Andere Inseln des Königreichs sind durch Vulkan- und Riesenwellen verwüstet worden. Auf der Insel Mango steht offenbar kein einziges Haus mehr. Ganze Inseln werden evakuiert. Laut UNO sind 84.000 Menschen, das sind 4/5 der Bevölkerung, von der Katastrophe stark getroffen worden. Auf dem Inselstaat Barbados hat die Regierung von Premierministerin Mia Mottley die Parlamentswahlen nach Hochrechnungen mit einer großen Mehrheit gewonnen. Es war die erste Wahl des Landes als Republik. Erst am 30. November hat sich Barbados von der britischen Monarchie losgesagt und die Republik ausgerufen. Der Jubel ist groß, als die ersten Ergebnisse auf Barbados verkündet werden. Mia Mottley gewinnt mit ihrer Arbeiterpartei die Parlamentswahlen zum 2. Mal in Folge. Die Juristin, die bereits 2018 zur ersten weiblichen Regierungschefin ernannt wurde, wird in ihrer Heimat wie ein Star gefeiert. We wanted to start 2022. Wir wollten das Jahr 2022 so weit wie möglich mit frischem Mut beginnen. Und sie haben uns diese Gelegenheit gegeben. Die 56-Jährige erlangte im vergangenen Jahr internationale Aufmerksamkeit, nicht nur als sie recht deutliche Worte bei der Weltklimakonferenz gegenüber den anderen Staatsoberhäuptern fand und sie zum Kampf gegen den Klimawandel aufforderte, sondern sie führte ihr Land auch aus der britischen Monarchie raus. Bis dahin war Queen Elizabeth II. Staatsoberhaupt auf Barbados. In einer feierlichen Zeremonie und im Beisein vom britischen Thronfolger Prinz Charles wurde Sandra Mason Präsidentin der neu entstandenen Republik. Ähnlich wie in weiten Teilen Österreichs ist auch in der Schweiz der Städtetourismus stark eingebrochen. Die Gäste aus Asien und Amerika fehlen, Handel und Hotels machen viel weniger Umsatz. Für manche steckt die Lösung in einer Sonntagsöffnung. Die wird jetzt von 3 Kantonen gefördert. Die Schweizer Städte haben sich noch lange nicht von der Pandemie erholt. Man muss Städtetourismus ganz neu denken. Dazu braucht es auch geöffnete Geschäfte in der Innenstadt, fordern Vertreter der Kantone Zürich, Tessin und Luzern. Der Bundesrat soll die Verordnung zum Arbeitsgesetz anpassen. Während in St. Moritz am Sonntag man einkaufen kann, man kann seine Skiausrüstung zusammenstellen, sind zum Beispiel die Läden in der Bahnhofstraße zu, da geht gar nichts. Und es ist nicht im Interesse des Tourismus, einfach leere, unattraktive Regionen zu haben. Es geht darum, Arbeitsplätze zu erhalten und gleiche Bedingungen in der ganzen Schweiz zu schaffen, argumentieren die Befürworter der Sonntagsöffnung. Die Gewerkschaft ist gegen die Tourismuszonen in den Städten. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen das nicht, sagt sie, und sind schon genug belastet. Wenn Sie heuer im Ausland Urlaub machen wollen, sollten Sie wissen, dass nahezu überall gültige Corona-Tests verlangt werden. Aber in vielen Ländern ist das Testangebot nicht gratis, so wie hier bei uns in Österreich. Zum Teil muss man mit hohen Preisen rechnen, wie Reinhard Hagelkries für das Magazin Konkret berichtet. Flug gebucht, Hotel reserviert, Koffer gepackt, los geht's. Nichts steht dem Urlaubsvergnügen mehr im Wege, ob an fernen Palmenstränden oder sonst wo. Das war einmal.
Wer jetzt Auslandsurlaub machen will, muss sich vor der Anreise meistens online auf einer Behördenwebsite des Ziellandes registrieren, seine genaue Adresse dort bekannt geben, aber vor allem zählen der Impfstatus und ein gültiges negatives Corona-Testergebnis. Fehlt etwas, zerplatzt der Urlaubstraum schon beim Check-in. Die Kosten für PCR-Tests in der EU sind recht unterschiedlich. In Portugal werden zwischen 100 und 120 Euro fällig, in Spanien 100 Euro, in Italien 50 bis 120 Euro, in Kroatien 40 bis 130 Euro, in Griechenland 47 Euro. Am Flughafen Wien kostet ein PCR-Test derzeit 69 Euro. Hat man ein abgelegenes Reiseziel im Auge, ist es ratsam, genaue Informationen einzuholen, ob es dort überhaupt Testmöglichkeiten gibt. Und wenn ja, ob eine sichere Übermittlung des Testresultats möglich ist. Wenn das Ergebnis bei der Rückreise fehlt, sind im Ernstfall eine unfreiwillige Verlängerung der Fernreise oder eine längere Quarantäne absehbar. Von zusätzlichen unvorhersehbaren Reisekosten ganz zu schweigen. Manche Reiseversicherungen decken mittlerweile auch Corona-Risiken ab. Beabsichtigt man, eine solche Versicherung vor Reiseantritt abzuschließen, sollte man sich rechtzeitig über die unterschiedlichen Angebote informieren. Der US-Außenminister Antony Blinken trifft heute seinen russischen Amtskollegen Sergei Lavrov in Genf. Es ist ein weiterer Versuch, die Spannungen im Ukraine-Konflikt zu mindern. Darüber spreche ich gleich mit Peter Fritz, der in Genf für uns vor Ort ist. Was von dem Treffen der beiden Außenminister zu erwarten ist, berichtet Alexandra Nöbauer. Der russische Außenminister Sergei Lavrov und der amerikanische Außenminister Antony Blinken. Sie sind bereits gestern Abend in Genf angekommen. Im Ukraine-Konflikt sollen sie einen diplomatischen Ausweg finden. Unsere Aufgabe ist es, durch unsere gemeinsame Arbeit, die wir geleistet haben, die verschiedenen Optionen deutlich zu machen, die Präsident Putin tatsächlich zur Verfügung stehen. Dialog und Diplomatie einerseits, Konflikt und Konsequenzen andererseits. Und so können wir ihn hoffentlich von einer erneuten Aggression gegen die Ukraine abbringen. Die Ausgangslage ist jedoch schwierig. Die USA und Russland werfen sich zuvor Provokation vor. Russland sieht sich nach eigenen Angaben zunehmend von einer Ausdehnung der NATO bedroht. Eine von Präsident Wladimir Putins Forderungen ist daher, dass es keine weitere NATO-Osterweiterung geben dürfe. Die USA fürchten einen Einmarsch Russlands in das Nachbarland Ukraine. US-Präsident Joe Biden droht dem Land daher einmal mehr mit wirtschaftlichen Sanktionen. Russland warnt daraufhin vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts. Die heutigen Gespräche in Genf finden vor dem Hintergrund zunehmender militärischer Drohgebärden an der ukrainischen Grenze statt. Schon am Donnerstag hatte Russland ein groß angelegtes Marinemanöver angekündigt. Und wir schalten jetzt nach Genf, wo Peter Fritz das Treffen der Außenminister für uns beobachtet. Schönen guten Tag, Herr Fritz. Können denn Lavrov und Blinken diesen schwierigen Konflikt jetzt noch entschärfen? Sie können vielleicht ein Stück weit entschärfen. Sie können vielleicht einen Schritt aufeinander zugehen. Das wäre eigentlich schon ein Riesenerfolg. Allerdings wird eher damit gerechnet, dass momentan noch nicht wahnsinnig viel weitergeht. Es soll dieses Gespräch hier auch nur ein ziemlich kurzes sein. Ungefähr 2 Stunden sind angesetzt. Danach sollen dann schon getrennte Pressekonferenzen stattfinden. Jeder der beiden wird also getrennt vom anderen Stellung nehmen zum Gang der Dinge. Und momentan werden die Erwartungen nicht allzu hoch gehängt. Man sagt, wenn Stichworte wie Abrüstung, wie Rüstungskontrolle vielleicht fallen im Laufe des Nachmittags, dann hat man vielleicht schon ein Stück weit gewonnen, dann ist man ein bisschen aufeinander zugegangen. Aber es ist genauso gut möglich, dass dieser Eskalationskurs noch weitergeht. Der US-Präsident hat in einer Rede im Vorfeld zwischen einer möglichen Invasion und einem kleineren Eindringen Russlands unterschieden. Das hat er dann später noch einmal zurückgenommen bzw. korrigiert. Aber wie sehr hat er denn seinem Außenminister dadurch die Arbeit heute erschwert?
Ich glaube, er hat ihm das Leben ziemlich schwer gemacht. Anthony Blinken war schon gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, das, was sein Chef, was Joe Biden gesagt hat, wieder zurechtzurücken. Und er hat sich sehr bemüht dabei und hat gesagt, wenn auch nur ein einziger russischer Soldat über die Grenze geht in die Ukraine, dann ist das schon eine Invasion. Also dieses wahrscheinlich doch eher leichtfertige Gerede des US-Präsidenten von irgendwelchen begrenzten Interventionen, das will man jetzt nachträglich auf keinen Fall so verstanden haben. Auch das Weiße Haus sagt, es war eigentlich eher daran gedacht, dass man von Cyberangriffen und dergleichen redet, von Computerangriffen etc. und nicht von einer Invasion an sich. Aber ja, gesagt ist gesagt und Lavrov, der russische Außenminister, hat sich wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht angesichts der Ungeschicklichkeiten, die da aus Washington gekommen sind. Wie wird es denn nach dem heutigen Treffen der beiden Außenminister weitergehen? Werden weitere Gespräche in Genf oder anderswo folgen? Vorläufig ist nichts angesetzt. Auch das wird man mit Spannung beobachten, ob es irgendeine Art der Verständigung gibt, ob Gesprächskanäle offen gehalten werden und ob es dann vielleicht irgendwann das, was sicher Wladimir Putin auf alle Fälle möchte, irgendwann das auf die allerhöchste Ebene gehoben wird, dass sich also Joe Biden und Wladimir Putin zusammensetzen oder vielleicht wenigstens einmal telefonieren und später vielleicht sogar einen Gipfel ansetzen. Wladimir Putin möchte als Chef einer großen Weltmacht wahrgenommen werden. Und er möchte sich natürlich auch mit Russland als Regionalmacht behaupten. Und deswegen ist ihm die Ukraine so wichtig. Die Ukraine betrachtet er aus der Moskauer Warte als russisches Kernland. Und an dem russischen Einfluss in der Ukraine möchte er auf alle Fälle festhalten. Trotz der ukrainischen Grundsatzfestlegungen, dass man eigentlich dort in Richtung Westen und in Richtung NATO strebt. Eine schwierige Frage zum Schluss noch. Lässt sich ein Krieg jetzt überhaupt noch verhindern? Ein Krieg ist immer weiter in den Bereich des Möglichen gerückt. Auch deshalb, weil Russland jetzt die Ukraine schon von zwei Seiten oder auch von drei Seiten, wenn man das mehr sich anschaut, umklammert hält. Es sind ja neue Manöver angesetzt worden in Belarus, in Weißrussland. Und von dort hätten russische Truppen einen sehr kurzen Weg, sogar bis nach Kiew, bis in die Hauptstadt der Ukraine. Es wird wahrscheinlich nicht so weit kommen, also diese begrenzten Interventionen, von denen Joe Biden da geredet hat, die sind ja durchaus möglich, dass also vielleicht Russland nur vorstößt in die Gebiete, die derzeit schon von Russland freundlichen Truppen gehalten werden. Aber auch das wäre natürlich eine kriegerische Auseinandersetzung. Sie würden höchstwahrscheinlich auf ukrainische Gegenwehr stoßen und dann hätten wir wieder Krieg in Europa. Das sind beunruhigende Aussichten. Peter Fritz, vielen Dank für diesen Bericht aus Genf. Gerne. Strom aus Atomkraftwerken und Gasturbinen soll, wenn es nach der EU-Kommission geht, künftig als grüne Energie eingestuft werden. In der sogenannten Taxonomieverordnung wird festgelegt, welche Unternehmen in Zukunft als umweltfreundlich gelten und deswegen leichter an Geld von Investoren und Banken kommen. In Österreich stößt der EU-Plan auf heftigen Widerstand, berichten Laura Graf und Johannes Schwitzer-Fürnsinn für das Wirtschaftsmagazin Echo. Das Atomkraftwerk Zwentendorf in Niederösterreich. Es steht da wie immer, seit mehr als 40 Jahren. Ein Symbol dafür, was die Atomkraft für Österreich ist. Vergangenheit. In Brüssel sieht man das anders. Die EU-Kommission will die Atomkraft gemeinsam mit Gaskraftwerken zur grünen Technologie erklären. Bis man den Umstieg zu erneuerbaren Energien schafft. Die Klimaökonomin Sigrid Stagel hat dazu ein Gutachten für die österreichische Regierung erstellt. Ihr Urteil ist eindeutig. Atomenergie und Erdgas als nachhaltig einzustufen ist problematisch, weil es im Prinzip einem Greenwashing gleichkommt. Denn Atomenergie erfüllt zwar eines der Kriterien, nämlich niedrigerer Kohlenstoffausstoß in der Generierung von Strom, aber es ist sehr gut dokumentiert, welche anderen Probleme, Sicherheitsprobleme, auch Auswirkungen auf Ökosysteme die Nuklearenergie hat. Bei Erdgas ist es überhaupt noch problematischer. Man kann
kann ja nicht sagen, eine fossile Energiequelle sei nachhaltig, nur weil sie weniger CO2-Emissionen generiert als die umweltschädlichste, nämlich Kohle. Das grüne Mascherl für die Atomkraft ist auch ein politisches Zugeständnis der EU an Frankreich, das 70% seiner Energie aus Atomkraftwerken bezieht. Österreich mit Klimaministerin Leonore Gewessler ist der erbittertste Gegner dieser Entscheidung. Auch eine Klage ist in Vorbereitung. Politisch wird Österreich das Vorhaben aber kaum stoppen können. Neben Österreich haben sich zwar auch Deutschland, Luxemburg, Dänemark, Spanien und Portugal gegen den Plan ausgesprochen, Atomkraft als nachhaltig einzustufen. Auch Italien und Irland sind skeptisch. Für ein Veto reicht das aber nicht aus. Von den 27 EU-Mitgliedstaaten müssten 20 dagegen sein. Momentan sind es nur 8, die gemeinsam 49% der Bevölkerung repräsentieren. Es müssten aber auch hier mehr sein, nämlich 65%. Alle anderen EU-Staaten sind aber ganz oder eher für die Atomkraft. Für den Europaexperten Paul Schmidt kommt die Entscheidung der Kommission daher auch nicht überraschend. Ich brauche aus europäischer Sicht, beziehungsweise auch aus französischer Sicht und aus Sicht der Mehrheit der Mitgliedstaaten, die Nuklearenergie und das Erdgas, um Klimaneutralität bis 2050 tatsächlich zu schaffen. Aber die Taxonomie, die man in Brüssel ausgetüftelt hat, ist viel mehr als nur ein Streit um Atom und Gas. Es geht um die Frage, welche Wirtschaftsaktivitäten als nachhaltig, also als grün gelten. Und dazu sollen eben auch Kernkraft und Erdgas zählen. Was ändert sich nun aber für die Unternehmen? Sie bekommen von der EU-Kommission Nachhaltigkeitskriterien vorgelegt. Sie müssen dann offenlegen, ob sie diese Kriterien auch erfüllen. Vorerst betrifft das nur börsennotierte Unternehmen ab 500 Mitarbeitern. Eines davon ist der Zementhersteller Lafarge mit 2 Werken in Österreich. Zement herzustellen verbraucht viel Energie und verursacht CO2. Trotzdem können die Zementproduzenten einen grünen Stempel bekommen, wenn sie nämlich genug in ihre Werke investieren und den CO2-Ausstoß unter strengen Grenzwerten halten. Der Lafarge-Chef sieht sein Unternehmen auf einem guten Weg dorthin. Als Unternehmen erfüllen wir noch nicht überall diese Zielvorgaben. Wir haben einen klaren Plan und ein klares Commitment, dass wir bis 2030 diese Ziele umsetzen. Und wir sind eigentlich zuversichtlich, dass wir unseren Kunden und auch unseren Investoren gegenüber ein ganz deutliches Ergebnis dahingehend erzielen werden, dass wir ein grüneres Portfolio haben werden bis dorthin. Nicht nur beim Zementhersteller gibt es Zielwerte, die eingehalten werden müssen, um als grün zu gelten. Auch bei Autoherstellern, wo der CO2-Ausstoß der Autos nach und nach gegen Null sinken muss. Schaffen Sie das nicht, verlieren Sie das grüne Label der EU. Auch der Bau trägt bekanntlich viel zum weltweiten CO2-Ausstoß bei. Wer taxonomiekonform bauen will, muss in Zukunft Niedrigenergiestandards einhalten. So sollen die Daumenschrauben in den verschiedensten Bereichen immer fester angezogen werden. Wohlgemerkt gibt es keinen Zwang, die Taxonomievorgaben zu erfüllen. Indem die Unternehmen aber offenlegen müssen, wie grün sie sind, könnten sie Investoren anlocken oder eben auch verlieren. Denn die schauen nicht mehr nur auf Gewinn und Verlust und andere Finanzkennzahlen, sondern auch auf Umweltaspekte. Was wir jetzt einfach sehen, ist, dass es einen kompletten Umbruch gibt und wir den Versuch sehen, auf EU-Ebene hier globale Vorreiterrolle zu übernehmen und zu sagen, wir brauchen verpflichtende Regeln zur Berichterstattung eben zu diesen Themen. Das große Ziel der Taxonomie, private Anleger sollen mit ihrem Kapital helfen, klimafreundliche Tätigkeiten zu finanzieren. Und so sieht der Plan aus. Privates Kapital fließt in Fonds, diese investieren wiederum in Unternehmen. Je klimafreundlicher die Unternehmen, desto attraktiver sind sie für Investitionen. Nachhaltige Unternehmen würden dann viel Geld bekommen, nicht so nachhaltige Unternehmen weniger Geld. Für Ökosünder bleibt kaum Kapital übrig. Das veranlasst sie, grüner zu werden.
Ganz so wie in der Vorstellung wird es in der Praxis zumindest vorerst nicht ablaufen. Nachhaltigkeit sei zwar ein großes Thema bei Anlegern, die EU-Nachhaltigkeitskriterien seien aber noch nicht ausschlaggebend dafür, für welche Fonds sich private Anleger entscheiden, sagt Sabine Macher, Produktmanagerin bei Raiffeisen. Die große Menge, die große Masse an Anlegern, die braucht ja relativ breit gestreute Portfolien. Und die Taxonomie zielt sehr stark auf bestimmte Themen ab. Und das sind derzeit eher noch ein bisschen Randthemen. Ja. Und deshalb kann das ein Teil von einem Produktportfolio sein, aber wohl nicht in der derzeitigen Phase das Basisinvestment für einen Kunden von der Straße sozusagen. Raiffeisen schließt Investitionen in Atomkraft grundsätzlich aus. Bei anderen taxonomiekonformen Fonds kann es aber durchaus sein, dass sie Atomkraft- oder Erdgasunternehmen enthalten. Die beiden Technologien seien notwendig, um wegzukommen von der klimaschädlicheren Kohle. So die Argumentation der EU-Kommission. Atomenergie und Erdgas sollen sozusagen als Brückentechnologie gelten, bis man den Umstieg auf erneuerbare Energieformen schafft. Österreich hat sich verpflichtet, bis 2040 klimaneutral zu werden, so auch manche andere reiche Länder und EU-weit und weltweit bis 2050. Das heißt, das ist eine sehr kurze Zeit. Und jetzt hier noch lange Brücken zu bauen, im Sinne von hinauszuzögern, denn das ist das, was es bewirkt, wenn jetzt Investitionen in Erdgas-Einrichtungen gefördert werden, als grün eingestuft werden. Das ist das, was es tut. Verzögert die Transition hin zu Erneuerbaren. 2050 klimaneutral zu sein, ist das erklärte Ziel der EU. Atomenergie und Gas sollen nur den Weg dorthin ebnen. Das sehen aber möglicherweise nicht alle EU-Länder so. Wenn man französischen Verantwortungsträgern zuhört, glaube ich nicht, dass sie Nuklearenergie als Übergangstechnologie definieren würden, sondern sie setzen stark auf Innovation, um Nuklearenergie und Reaktorfusion einfach weiterzuentwickeln und um hier klimaneutral ihren Strombedarf abdecken zu können. Ich glaube, hier bedarf es wirklich an vielen, vielen Gesprächen und viel Überzeugungsarbeit. Europa hat also noch viel zu klären. In Österreich ist der Streit um grün und nicht grün längst entschieden. Neben dem Atomkraftwerk, das nie in Betrieb gegangen ist, steht heute eine Photovoltaikanlage. Die hohe Inflation wirkt sich nicht nur auf die Verbraucherpreise aus. Auch die Förderung für die österreichischen Parteien erhöht sich heuer dadurch deutlich. Diese und weitere wichtige Meldungen des Tages sehen Sie jetzt im Nachrichtenüberblick. Die Corona-Ampelkommission konzentriert ihren Blick in der Omikron-Welle nun zunehmend auf die Krankenhausaufenthalte. Ab einer Auslastung von 11% sei die Akutversorgung in einzelnen Bundesländern gefährdet. Das entspricht rund 4.200 belegten Betten. Für Anfang Februar wird ein Wert von 4,2% erwartet. Das ist in etwa doppelt so viel wie derzeit. Die Corona-Ampel leuchtet weiterhin tiefrot. Es gibt also ein sehr hohes Risiko, sich mit Corona anzustecken. In Ghana kommen bei einer Explosion eines mit Sprengstoff beladenen Lkw 17 Menschen ums Leben. Über 50 weitere werden teils schwer verletzt. Der Sprengstoff in dem Lkw sollte bei Arbeiten in einer nahegelegenen Goldmine zum Einsatz kommen. Auf dem Weg dorthin ist der Lkw mit einem Motorrad kollidiert. Der Zusammenstoß hat eine riesige Explosion ausgelöst. Dutzende umliegende Häuser wurden komplett zerstört. Der US-Konzern Google geht im Rechtsstreit um eine milliardenschwere EU-Kartellstrafe in Berufung. Das Unternehmen will die 2,4 Milliarden schwere Geldstrafe vor dem Europäischen Gerichtshof anfechten. Schon 2017 hat die EU-Kommission die Geldbuße gegen Google verhängt. Google habe seinen eigenen Preisvergleichsdienst in den Suchergebnissen ganz oben platziert und die Konkurrenz herabgestuft, heißt es im Beschluss. Die USA und Russland starten heute einen neuen Versuch, die Ukraine-Krise zu entschärfen. US-Außenminister Antony Blinken trifft den russischen Außenminister Sergei Lavrov in Genf. Die USA und Russland werfen sich gegenseitig Provokationen durch militärische Aktionen vor. Zuletzt hat sich die Kommunikation zwischen den Staaten verschärft.
Die derzeit hohe Inflation lässt auch die Parteienförderung des Bundes steigen. Sie beträgt fast 32 Millionen Euro. Insgesamt erhalten die 5 Nationalratsparteien sowie ihre Clubs und Parteiakademien heuer 66,6 Millionen Euro. Das sind um 1,4 Millionen mehr als noch im letzten Jahr. Die genaue Fördersumme, die jede Partei bekommt, hängt von der Mandatsstärke im Parlament ab. Am meisten erhält daher die ÖVP, gefolgt von SPÖ und FPÖ. Jetzt ist sie also beschlossene Sache, die Impfpflicht. Der Nationalrat hat gestern mit großer Mehrheit dafür gestimmt. Dagegen war erwartungsgemäß die FPÖ und auch 4 Neos und ein SPÖ-Abgeordneter haben mit Nein abgestimmt. Am 3. Februar muss noch der Bundesrat sein Okay geben. Margit Laufer und Regina Pöll berichten. Am Abend dann der vergleichsweise unaufgeregte Schlusspunkt einer turbulenten Parlamentsdebatte. Der Gesetzentwurf ist somit in dritter Lesung angenommen. Davor bringt die Debatte bereits viel Applaus auf der einen und Kopfschütteln auf der anderen Seite. Die Freiheitlichen sind als einzige geschlossen gegen die Impfpflicht. Mit dieser Impfpflicht, meine Damen und Herren, wird in Österreich dem Totalitarismus der Weg bereitet. Es ist nichts anderes. Es ist die Einführung des Gesundheitskommunismus. Und es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass wir zur Bekämpfung eines chinesischen Virus das chinesische Gesellschaftsmodell in Österreich einführen, das sich durch vieles auszeichnet, aber nicht durch Freiheit und Demokratie. Der Gesundheitsminister und die Gesundheitssprecherin der ÖVP versuchen, Bedenken auszuräumen. Ich möchte diese Gelegenheit benutzen, noch einmal darauf hinzuweisen, dass alle Evidenz dafür spricht, dass die Covid-19-Schutzimpfung und zwar alle in Österreich erhältlichen Präparate sicher sind. Wir pochen auf ein solidarisches Gesundheitssystem, aber ja, wir sollten auch für dieses solidarische Gesundheitssystem etwas leisten. Auch bei der SPÖ ist die Impfpflicht die allgemeine Linie. Aus diesem permanenten Teufelskreislauf des Auf und des Zu, dieses Teufelskreislaufs der Unsicherheiten, gibt es aus meiner Sicht und aus Sicht der meisten Expertinnen und Experten einen effektiven Weg heraus. Und das ist die hohe Durchimpfungsrate in Österreich. Als einziger SPÖ-Abgeordneter stimmt Bauholz-Gewerkschafter Josef Muchitsch dagegen. Bei den Neos sind es 4 der 15 Mandatare. Bei uns sind alle Abgeordneten geimpft und sind grundsätzliche Befürworter der Impfung. Aber die Frage, ob die Impfpflicht uns weiterbringt in der Pandemiebekämpfung, die Frage, ob sie bürokratisch umgesetzt werden kann, Frage, ob sie nicht mehr spaltet, als sie verbindet. Das sind so Bedenken, die bei uns einige haben. Bei den Grünen bleibt Eva Ernst-Cicic der Sitzung fern. Sie habe grundrechtliche Bedenken. 137 zu 33, das ist eine breite Mehrheit im Nationalrat. Nun braucht es noch die Zustimmung im Bundesrat. Kontrolliert wird die Impfpflicht ab Mitte März. Dann soll auch eine Impflotterie starten, wie die Regierung gemeinsam mit der SPÖ bekannt gegeben hat. Verlost werden 500-Euro-Gutscheine. Jede und jeder zehnte Geimpfte gewinnt. Warum Gutschein? Weil da die Chance besteht, dass der österreichische Handel, die österreichische Gastronomie, der österreichische Tourismus, die Dienstleister, Kultur und Sport davon profitieren können. Dazu kommt noch ein Bonus für jede Gemeinde mit einer Impfquote ab 80%. Ein Projekt, das sich die Regierung insgesamt 1,4 Milliarden Euro aus Steuergeld kosten lässt. Ein weiterer Anreiz zum Impfen also, das ab Februar für alle Pflicht sein wird. Ausgenommen sind Schwangere, Genesene für 180 Tage und Menschen mit Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe. Allen anderen drohen bei Verstößen etappenweise bis zu 3.600 Euro Strafe. Zur Peitsche gibt es auch Zuckerbrot. Zusätzlich zur Impfpflicht werden nämlich jetzt auch wieder Impfanreize in Aussicht gestellt. Die Spitzen von ÖVP, SPÖ und Grünen haben noch vor der gestrigen Sitzung im Nationalrat ihre Details dazu präsentiert. Unter anderem soll es eine Impflotterie geben. Weniger reizvoll finden das alles die Menschen, die in der Wiener Innenstadt gegen die neuesten Regierungsmaßnahmen demonstriert haben.
Während im Nationalrat über die Impfpflicht debattiert wird, demonstrieren in der Wiener Innenstadt hunderte Impfgegner. Der Verkehr wird zum Teil lahmgelegt. Mit Zwang muss die Polizei dafür sorgen, dass die Bannmeile vor dem Parlamentsausweichquartier gewahrt bleibt. Wohl auch um Impfskeptiker etwas zu besänftigen, kommen zusätzlich zur Impfpflicht jetzt auch Anreize zum Impfen. So wird es eine Lotterie für alle Geimpften geben. Mit jedem einzelnen Stich hat man die Chance auf einen 500-Euro-Gutschein, der bei heimischen Betrieben eingelöst werden kann. Neben der Pflicht soll es eben auch eine Belohnung geben für die, die sich schon bereits haben impfen lassen. Und gleichzeitig einen Anreiz für die, die noch vor der Entscheidung stehen. Jede 10. Impfung soll gewinnen. 1 Milliarde Euro wird die Lotterie kosten. Damit soll auch die Wirtschaft angekurbelt werden, so der Plan von Regierung und SPÖ. Durch eine Kaufkraftstärkung ergibt sich natürlich automatisch eine Unterstützung der heimischen Wirtschaft und damit natürlich auch eine Stärkung der Arbeitsplätze, eine Absicherung der Arbeitsplätze. Außerdem wird es für Gemeinden mit vielen Geimpften Prämien geben. Nach dem Motto, je höher die Impfquote, desto mehr Geld. Ich glaube, dass das doch zu einem positiven Wettbewerb führen kann. Mal innerhalb der Gemeinden, wer macht mit, aber auch unter den Gemeinden. Die Impflotterie soll jedenfalls Mitte März starten, gleichzeitig mit der Kontrolle der Impfpflicht. Auch in Linz wird demonstriert, und zwar vor einem Kinderhort. Die Demonstrierenden skandieren dort Parolen, weil sie hinter den Fenstern Kinder mit Masken entdeckt haben. Daniela Dahlke berichtet. Es sind diese Szenen, die im Hort der Linzer Bruckner Schule Mittwochnachmittag Dutzende Kinder in Angst und Schrecken versetzen. Ein Demozug mit 1400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern macht vor dem Hort Halt, wie dieses Video zeigt, das im Internet kursiert. Die Kinder sitzen drinnen im Unterricht mit einer FFP2-Maske, dass sie keine Luft mehr kriegen, dass sie keinen Sauerstoff kriegen, dass sie nicht klar denken können. Weil Teilnehmer beginnen, die Hortfenster zu filmen und schon Kinder weinen, ziehen die Pädagoginnen und Pädagogen die Vorhänge zu, woraufhin draußen lautstark Aufmachen skandiert wird. Die Hortleitung schreibt danach in einem E-Mail an die Eltern, man sei bestürzt, verärgert und verängstigt. Der Hort sei eine halbe Stunde lang terrorisiert worden. Mit der gestrigen Demonstration und mit dem Halt direkt vom Hort ist einfach eine Stufe erreicht worden. Das ist einfach ein No-Go. Kinder sollen sicher sein in der Schule und auch im Hort. Und da ist einfach, das ist zu weit gegangen. Kinder sind einfach zum Schützen und das darf in der Form einfach nicht vorkommen. Für mich ist es jedenfalls so, dass es in Zukunft so nicht mehr stattfinden darf. Von Seiten der Polizei heißt es, es gebe in so einem Fall keine Handhabe. Zurzeit nicht. Es gibt dann Möglichkeiten, wenn es eben zu Übertretungen kommt, aber einfach seinen Willen dort zu äußern, das ist zu wenig, um hier eine Demonstration beispielsweise aufzulösen. Was wir in jedem Fall machen, ist, dass wir mit dem Anmelder genau dieses Thema jetzt auch durchreden und ihn auffordern, das zu unterlassen. Aber eine rechtliche Handhabe dagegen gibt es nicht. ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS zeigen sich entsetzt. Allen voran Landeshauptmann Thomas Stelzer, der von einer weiteren Grenzüberschreitung spricht. Seine Stellvertreterin, Bildungsreferentin Christine Haberlander, fordert vom Bund Schutzzonen rund um Kinderbetreuungseinrichtungen. Beim Hort bleiben die Vorhänge zu. Die Kinder werden Zeit brauchen, die Geschehnisse zu verarbeiten. Natürlich ist es für, gerade wie das in dem Fall war, jüngere Kinder sehr wirkt bedrohlich. Sie können es schwer einschätzen, was hier passiert, und es löst Ängste aus. Wenn die Ängste zu groß sind, müsste man hier wirklich zeitnah professionelle Hilfe beiziehen, etwa die Schulpsychologen oder Institutionen, die psychologische Beratung anbieten. In der Schule soll bald ein Infoabend für Eltern organisiert werden. An den Schulen wächst jetzt die Sorge, dass vor den Schulgebäuden wieder demonstriert werden könnte. Der Ruf nach sogenannten Schutzzonen, wie es sie etwa auch rund um die Spitäler geben soll, wird immer lauter. Derzeit fehlen aber die gesetzlichen Voraussetzungen dafür, berichtet Uli Enzinger.
Demonstranten, die lautstark vor Schulen ihre Parolen rufen und Kinder, die sich den Weg zum Unterricht erst bahnen müssen. Was sich am Dienstag in Voitsberg zugetragen hat, könnte erst ein Anfang sein, denn die Verantwortlichen der Demo kündigen in einem Video, das derzeit auf Social Media kursiert, weitere Demonstrationen vor Schulen an. Meine lieben Direktoren und meine lieben Lehrer da draußen, die ihr nicht ordnungsgemäß unter Anführungszeichen, nicht würde und nicht liebevoll mit den Kindern umgeht, wir werden es erfahren und wir werden auch vor eurer Schule stehen und werden uns nächstes Mal nicht 100 oder 150 Meter abdrängen lassen. Protest wie dieser sei nicht im Interesse des Kindeswohls, sagt die Kinder- und Jugendanwältin des Landes. Ich würde mir Schutzzonen sehr, sehr wünschen. Ich bin wirklich erschreckt, wie das missbräuchlich verwendet wird und wie auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen hier Anliegen transportiert werden, die mit Kinderschutz eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. In selbe Horn stößt auch die Präsidentin des Landeselternverbandes. Außerdem sind das ja Forderungen, die an die Politik zu richten sind. Das heißt, ich muss mich nicht vor die Schule hinstellen, um das dort zu demonstrieren, sondern ich kann mich an einen anderen geeigneten Ort begeben. Denn was sollen die Kinder in der Schule, wenn sie das hören, tun? Mit diesen Forderungen können die nichts anfangen. Doch ein Demonstrationsverbot vor Schulen sei derzeit rechtlich gar nicht möglich. Hier appelliert die steirische Bildungsdirektorin heute an den Bund. Wir brauchen ganz dringend gesetzliche Rahmenbedingungen, dass sozusagen diese Demonstranten nicht mehr so weit herankommen an die Schulen, dass sich die Kinder fürchten müssen. Denn immer mehr Direktoren hätten Angst, dass ihre Schule die nächste sein könnte, vor der demonstriert wird. Seit dem 11. Jänner muss im heimischen Handel die 2G-Regel kontrolliert werden. Jetzt mehren sich die Berichte, dass gegenüber den Angestellten das Verhalten immer aggressiver wird. Das Landesstudio Wien hat sich die aktuelle Situation etwas genauer angesehen. Die Geschäfte sind offen, die Prozente warten und trotzdem gibt es im Handel viele Baustellen. Seit die Händler den Impf- oder Genesungsnachweis kontrollieren müssen, haben die Aggressionen gegenüber den Mitarbeitern zugenommen, berichtet der Handelsexperte. Beim Modediscounter beispielsweise wurden Mitarbeiter geschlagen, beschimpft und bespuckt. Es gibt immer mehr Gewaltexzesse und wir gehen mit einer Null-Toleranz dagegen vor. Es kommt sogar vor, dass die Mitarbeiterinnen von den Kunden bei der Kontrolle gefilmt werden. Das Video landet dann im Internet wie dieses. Ich brauche einen 2G-Nachweis. Nein, brauchen Sie nicht. Doch, brauche ich. Sie müssen keinen 2G-Nachweis von mir verlangen und wenn Sie das trotzdem tun, ist das Diskriminierung. Bitte. Geben Sie mir bitte Ihren Namen, ich möchte Sie gerne anzeigen wegen Diskriminierung. Jeder Fall wird von uns an die Behörden, ans Bundeskriminalamt, an die Polizei gemeldet. Und es verschärft natürlich insgesamt die prekäre Lage, weil wir durch Quarantänen schon eine dünne Personaldecke haben. Und damit verschärfen die Aggressionen das Leid in unserer Branche. In dieses Modegeschäft im ersten Bezirk kommen derzeit maximal 5 Kunden, erzählt der Chef. Vor Corona waren es an die 20. Also ganz ehrlich, es geht uns schrecklich im Moment. Also die Umsätze sind zumal seit dem 10. Jänner komplett zusammengebrochen. Es seien nicht nur die 2G-Kontrollen daran schuld. Es fehlen auch die Touristen, etwa Araber oder Russen, deren Impfungen in Österreich nicht anerkannt werden. Und dann setzen den Händlern auch die Corona-Demos zu. Für uns als Händler heißt eine Demo, dass vor unseren Geschäften einmal so 10, 15 Mannschaftswegen stehen. Helikopter kreisen ab 12 Uhr Mittag über die Stadt. Es werden Barrieren aufgebaut. Also man bekommt einfach kein Einkaufserlebnis, so wie wir es uns wünschen würden. Einkaufserlebnisse statt Demonstrationen und Aggressionen. Die Geschäftsleute fordern jedenfalls ein rasches Aus der 2G-Kontrollen im Handel. So wie in Bayern, wo ein Gericht die Zugangsbeschränkungen soeben gekippt hat. Im Burgenland sind rund 80% der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Aber schon zum Jahreswechsel sind mehr als 1000 Zertifikate ungültig geworden, weil die Leute ihren Schutz nicht rechtzeitig haben auffrischen lassen. Lena Pavicic hat sich das genauer angesehen. Er ist unsere Eintrittskarte in ein halbwegs normales Leben oder zumindest in die Gesellschaft, der Impfnachweis. Wer in seiner grünen Pass-App alles auf grün hat, darf in Restaurants, Buchhandlungen oder Museen. Aktuell gilt, dass man mit 2 Impfungen ein Impfzertifikat hat, das 270 Tage gültig ist. Dies ändert sich Anfang Februar. Dann wird es so sein, dass man mit 2 Impfungen nur mehr eine Gültigkeit von 6 Monaten hat.
Welchen Impfstoff man bekommen hat, macht keinen Unterschied mehr. Für eine Vollimmunisierung braucht man laut aktuellem Stand bei jedem Hersteller, der im Burgenland verimpft wird, eine Impfserie von 3 Dosen. Bei 5- bis 11-Jährigen reichen 2. Eine Änderung hat es auch mit 3. Jänner gegeben. Diese betrifft jene 70.000 Menschen in Österreich, die bisher nur einmal geimpft worden sind, und das mit dem Johnson & Johnson Impfstoff. Diese Personen haben seit 3.1. kein gültiges Impfzertifikat mehr und müssten sich somit nachimpfen lassen. Das betrifft derzeit ca. 1.200 Personen im Burgenland. Bei Johnson & Johnson hat es zu Beginn geheißen, es würde eine Dosis reichen. Mittlerweile sagt die Forschung, dass auch hier Zweitstich und Auffrischung nötig sind, am besten mit einem mRNA-Impfstoff. Generell gilt, zwischen erster und zweiter Teilimpfung dürfen nicht mehr als 6 Monate verstreichen, sonst muss man die komplette Impfserie von neuem beginnen. Sollte man zwischen zweiter und dritter Impfung mehr als 6 Monate verstreichen lassen, ist das an sich kein Problem. Also man bekommt dann seine 3. Dosis, aber irgendwann läuft natürlich der grüne Pass ab. Das trifft nun vor allem jene, die im August ihren 2. Stich bekommen haben. In ganz Österreich sind das fast 900.000 Menschen. Für ein gültiges Zertifikat gilt für sie bis später Anfang Februar die 3. Dosis holen. Gerade im Kampf gegen die Omikron-Variante schützt vor allem der 3. Stich vor einem schweren Verlauf und laut aktuellster Studien aus Israel auch gegen Long-Covid. Wer Fragen zu seiner ganz persönlichen Impfserie hat, gerade auch wenn es um Genesene geht, kann sich per E-Mail und telefonisch beim Land beraten lassen. Österreich befindet sich mitten in der 5. Corona-Welle. Die Mutation Omikron beschert uns fast täglich Neuinfektionsrekorde. Das Landesstudio Niederösterreich hat auf die bisherige Pandemiebekämpfung geblickt und zieht Bilanz. Lagebesprechung im Regierungsviertel. Man bereitet sich darauf vor, dass die Zahlen in den nächsten Tagen noch einmal deutlich zulegen werden. Die Lage ist ernst, sie ist aber so, wie wir erwartet haben. Das heißt, die Erkrankungen verlaufen eher milde, aber es gibt eine große Anzahl von Positiven. Ob die Impfpflicht den gewünschten Erfolg bringt, ist offen. In den Impfzentren wie auch im niedergelassenen Bereich sei man jedenfalls vorbereitet. Wir haben eine Impfkapazität derzeit pro Woche von ca. 150.000. Das heißt, wenn alle, die wirklich noch nicht geimpft sind, impfen kämen, könnten wir in ungefähr 2 bis 3 Wochen auch diese große Menge impfen. Ausgerechnet rund um den Höhepunkt der 5. Welle mache sich eine gewisse Impfmüdigkeit breit. Die Gesundheitslandesrätin betont deshalb, dass im Moment rund 90% der Menschen, die auf Intensivstationen liegen und betreut werden, nicht ausreichend geimpft sind. 90%. Und folgedessen bin ich überzeugt davon, dass die Impfung tatsächlich auch wirkt. Trotz der steigenden Infektionszahlen ist man zuversichtlich, dass sowohl das Contact Tracing als auch das Testsystem halten werden. Wohnzimmertests will man vorerst aber nicht zulassen. Stattdessen soll es wieder mehr Teststraßen in den Gemeinden geben. Und erst wenn alles nicht mehr funktioniert, dann bin ich der Meinung, kann man auf die Wohnzimmertests wieder zurückgreifen. Ansonsten ist es im Moment so, dass wir sagen, wir finden mit der jetzigen Regelung das Auskommen. Eine wichtige Drehscheibe sei seit Beginn der Pandemie der Sanitätsstab. Dort werden die Entscheidungen der Politik umgesetzt, aber ebenso Bezirkshauptmannschaften unterstützt und die Einsatzorganisationen koordiniert. Vom Bundesheer über die Polizei bis hin zu den Rettungsdiensten. Und noch braucht es diese Drehscheibe, denn alle sind sich einig, die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. In Salzburg finden manche Hotels und Restaurants derzeit kaum Personal. Deshalb zahlen HotelbetreiberInnen höhere Löhne und Gehälter als bisher. Das ist aber etwas, worüber man in der Branche nur sehr ungern spricht. Gerhard Jäger hat sich ein Beispiel im Salzburger Pinzgau näher angeschaut. Das Family Resort Hotel Post in Unken. Schon seit gut 20 Jahren ist es auf Familien spezialisiert. Dementsprechend braucht es für den 240-Betten-Betrieb auch viel Personal. Derzeit beschäftigt das Hotel immerhin 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf den Umstand, dass sie immer schwerer zu finden sind, hat man hier mit besserer Bezahlung reagiert. Über die letzten 5 Jahre, auch vor Corona, schätze ich um 20% mehr, als wir vor 5 Jahren bezahlt haben im Schnitt. Der touristische oder der gastronomische Beruf war unterbezahlt. Das Trinkgeld wird weniger, deswegen sind die Arbeitgeber gezwungen, das auch mehr bezahlen. Was in Summe eine Stange Geld kostet, scheint sich für den Hotelier unterm Strich aber doch auszuzahlen. Denn Mitarbeiter zu bekommen ist eine Sache,
Sie dann aber auch auf Dauer zu halten, ist noch einmal etwas anderes. Eigentlich muss ich ganz zufrieden sein, sonst wäre ich nicht seit 10 Jahren hier im Betrieb. Kann mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Aber das, glaube ich, ist auch abhängig von den Arbeitgebern, das, wo mir da großes Glück kommt in diesem Hotel. Vor 6 Jahren habe ich mit großer Leidenschaft hier begonnen. Zuerst habe ich Lehre angefangen. Innerhalb von 3 Jahren habe ich erfolgreich abgeschlossen. Und nach und nach immer, dann bleibe ich hier gerne. Uns bringt es ganz konkret, dass wir unseren Betrieb so führen können, wie wir wollen. Und unsere Gäste schätzen genau das an uns, dass wir genügend Mitarbeiter im Service haben. Der Service vorm Gast, die gute Küche, das könnte man so nicht machen, wenn wir nicht unsere Fachkräfte hier hätten. Arbeitnehmervertreter beobachten die Entwicklung einerseits mit Genugtuung, sehen gleichzeitig bei der Bezahlung in der Branche aber auch noch Luft nach oben. Um die Branchenflucht der Mitarbeiter zu stoppen, ist es notwendig, die Arbeitsbedingungen und Löhne zu verbessern. Das haben mittlerweile doch einige Betriebe erkannt, dass das notwendig ist. Und es ist gut so, dass das geschieht. Deswegen aber jetzt Rückschlüsse auf ein Umdenken in der gesamten Branche ziehen zu können, das sehen wir nicht so. Im Unkener Family Resort Hotel Post scheint die Rutsche für ausreichend qualifiziertes Personal, jedenfalls zumindest fürs Erste, gelegt. Wir kommen jetzt zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Darf ein Unternehmen mit Hilfsgeldern, die ja auf Kosten der SteuerzahlerInnen gehen, Gewinne machen? Und was sagen Betriebe dazu, die Verluste gemacht haben und jetzt um ihre Existenz fürchten? Diesen Fragen sind Emanuel Liedl und Hans Wu für das Magazin Echo nachgegangen. Hier wird zugesperrt. Sabrina Tanner hat 15 Jahre lang ein Geschäft für Taschen für die Smartphone-Generation geführt. Wir waren am Anfang der Pandemie bei ihr. Damals hat sie auf Masken umgerüstet, die sie online verkauft hat. Auch am Anfang des zweiten Lockdowns im November 2020 waren wir bei ihr. Mit Unterbrechungen war das Geschäft 7 Monate lang dann zu. Dann haben wir Hilfen beantragt. Die waren für uns überlebenswichtig, aber sie waren jetzt auch nicht so üppig, sagen wir mal so. Wie viel waren es? Also? Wir haben insgesamt summa summarum über die ganze Zeit 19.000 Euro an Hilfen bekommen, so über die Monate verteilt. Auch hier waren wir schon einmal. Ebenfalls im November 2020. Die Chefin des Gasthaus Lindberg im 14. Wiener Bezirk hat damals Gansel to go aus dem Fenster verkauft, um sich über Wasser zu halten. Sie wollten wir diesmal wieder interviewen, doch seither hat sich viel verändert, erzählt uns ihr Lebenspartner. Also wir haben wirklich wie nach einem Krieg langsam wieder begonnen aufzubauen. Und das hat sich durch die Doppelbelastung oder die Mehrfachbelastung einfach gesundheitlich so mitgenommen, dass sie seit Februar letzten Jahres ins Burnout ist. Also die ist seit Februar im Krankenstand und macht wirklich alles, was geht, um da wieder rauszukommen. Aber es ist nicht leicht. Umso schwieriger ist natürlich auch für mich, das Ganze weiterhin allein zu managen. Ja. Im November 2020 konnte die Lindberg-Crew seit langem etwas aufatmen. Denn der Umsatzersatz hat erstmals seit Pandemiebeginn möglich gemacht, ausständige Rechnungen zu begleichen. Damals war die Chefin zwar erleichtert, trotzdem. Kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Gastronom daran jetzt wirklich wirtschaftlich reich wird. Reich vielleicht nicht, aber das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut will herausgefunden haben, dass gerade in der Gastronomie und Hotellerie mit Corona-Hilfen Gewinne geschrieben worden sind. Wie ist der linksliberale Think Tank auf diese Zahlen gekommen? Wir fragen vor Ort nach. In der Transparenzdatenbank der EU sind Hilfszahlungen ab 100.000 Euro aufgelistet. Von 502 Gastro- und Hotelunternehmen hat Alexander Huber Geschäftsberichte für das Jahr 2020 gefunden. Ohne Förderungen wäre ein Verlust von rund 2 Millionen Euro das Ergebnis gewesen. Mit Förderungen allerdings ein Gewinn von 103 Millionen Euro.
Von diesen Unternehmen haben sogar 265 im Pandemiejahr 2020 ihren Gewinn steigern können. Ich denke, erstens geht es um Steuergeld, gleichzeitig auch um sehr hohe Summen potenziell. Wir befinden uns immer noch in einer schweren gesundheitlichen und auch wirtschaftlichen Krise. Es gibt immer noch sehr viele Arbeitslose, bei denen wurde auch in den letzten Monaten sehr viel oder im Grunde eine Neiddebatte angestoßen, auch medial, und gleichzeitig dreht es sich hier einfach um Summen, die dazu eigentlich kaum in Relation zu setzen sind. Das Momentum-Institut betont, die Studie ist nicht repräsentativ. Es fehlen die Daten von vielen Kleinunternehmen. Fakt ist aber, es hat Überförderungen gegeben. Das bestreitet auch Steuerberater Peter Bartosch nicht. Es zähle aber, wie viele Unternehmen gerettet und weniger, wie viele Einzelfälle überfördert worden sind. Ich könnte im Handel, wenn ich den Internetbereich getrennt habe vom stationären, im stationären Bereich habe ich Förderungen bekommen, weil der war geschlossen, und im Internet habe ich vielleicht sogar Zuwächse erzielt. Ja. Das ergibt sich halt aus der Methodik. Darum würde ich auch gar nicht sagen, dass das nicht vorkommen kann. Es kann in Einzelfällen vorkommen. Auf der anderen Seite muss man halt sehen, man hatte hunderttausende Unternehmen in irgendeiner Art und Weise auf halbwegs einfache Weise hier zu unterstützen. Und es wird immer Abweichungen nach links oder rechts aus individueller Sicht geben. So könnten Gewinne durch den Umsatzersatz entstanden sein. Je nach Branche, wie Gastronomie, Hotellerie, Kinos, Fitnesscenter, Museen und Theater etwa, die behördlich geschlossen wurden, war der Umsatzersatz unterschiedlich hoch, aber maximal 80% für den November 2020. Die Obergrenze lag bei 800.000 Euro. Abgezogen wurden Überbrückungskredite, aber nur, wenn der Staat mit 100% haftet. Geringere Haftungen schmälerten die Obergrenze nicht. Förderungen durch Kurzarbeit und Fixkostenzuschuss, aber auch Zuverdienste durch Liefer- oder Abholservice kommen noch dazu. Während große Unternehmen offenbar mit Staatshilfen Gewinne erwirtschaften konnten, hat Gastronom Gerhard Lindner die eigene Rechnung bekommen. Gegenüber dem Jahr vor Corona musste er ohne Förderungen rund 50% Umsatzrückgang verbuchen. Also ich rede nur jetzt von meinem Betrieb, November, Dezember, Weihnachtsfeiern etc. von ungefähr 100.000 Euro, die ich weniger umsetzen durfte. Durfte, weil geschlossen. Und weil gerade wenn du Konzerne kennst oder wenn du weißt, was da für Gehälter fließen, ja, und wenn dann da viel Steuergeld quasi dafür verwendet wird, dass das damit bezahlt wird, ja, ist wahrscheinlich der falsche Weg. Ja. Also uns hilft es nicht. Überförderungen hat auch das Wirtschaftsforschungsinstitut für möglich gehalten. Aber aus ihren Unternehmensumfragen geht hervor, für viele Kleinunternehmen sind die Hilfen überlebenswichtig gewesen. Die Rückmeldungen Unternehmen in den Unternehmensbefragungen lassen auch Hinweise zu, dass insbesondere in anderen Branchen wie dem Handel Unternehmen sehr stark an der Existenzschwelle stehen, insbesondere kleinere, die eben einerseits nicht in den Genuss der großzügigen Förderung der Umsatzersätze gekommen sind und zum anderen bereits wenig Geld auf der Seite gehabt haben, um diese Situation zu überstehen. Sind die Hilfsgelder gerecht verteilt worden? Am Rande des 20 Jahre Euro-Jubiläums vor der österreichischen Nationalbank wollen wir von Finanzminister Magnus Brunner wissen. Wie erklärt er den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, dass für manche größere Stücke vom Kuchen übrig geblieben sind? Wäre es nicht eigentlich nur um Existenzsicherung und nicht um Gewinnsteigerung gegangen? Man muss differenzieren. Also wenn etwas zu Unrecht bekommen worden ist, dann werden wir das natürlich zurückfordern. Das ist überhaupt keine Frage. Hier haben wir seit November die Regeln so geschaffen, dass das möglich ist. Aber es geht ja nicht um Unrecht. Diese Unternehmen haben das ja rechtlich total korrekt bekommen. Sie haben nur zu viel bekommen. Ja, es gibt einige Monate, wo es sicher Einzelfälle gegeben hat, dass es zu einer Überförderung gekommen ist. Aber man muss natürlich schon die gesamte Corona-Pandemie-Zeit sich anschauen. Also einzelne Monate wird es sicher geben, ja. Aber wenn alles korrekt abgelaufen ist, gibt es natürlich auch keinen Grund, das zurückzufordern. Höchstens, es ist etwas zu Unrecht ausbezahlt worden, dann natürlich schon. Aber es gibt auch Unternehmen, die über das ganze Jahr einen Gewinn schreiben und die gefördert wurden. Ja, wie gesagt, es gibt Regeln, an die haltet man sich, an die das muss ist total man sich korrekt halten. Alles. Wenn alles korrekt ist, dann ist es korrekt.
Auch zurückfordern wolle er rechtlich korrekt beantragte und ausbezahlte Förderungen nicht. Gewinnhöhe? Egal. Eine Rückholaktion wäre rein rechtlich auch gar nicht möglich, weil im Gesetz eine Geld-Zurück-Garantie für Überförderung fehle, meint Steuerberater Peter Partosch. Außerdem könnte auch das zu neuen Ungerechtigkeiten führen. Gesetztenfalls, jemand hat gesagt, gut, die Pandemie wird mich treffen und hat in dem Jahr zum Beispiel ein Grundstück verkauft und sagt, so, jetzt verkaufe ich das Grundstück und möchte Liquidität damit schaffen. Dann hat er plötzlich in seiner Bilanz einen Bombengewinn drinnen stehen. Wenn ich unterm Strich schaue, sage ich, na Wahnsinn, der ist überfördert ohne Ende. Ja? Das heißt, um diese Aussagen zu treffen, muss ich mir ja die einzelnen Betriebe wirklich genau anschauen, müsste wirklich analysieren, was war 19, was war 20, gab es außerordentliche Effekte, ja? Um diese Aussage wirklich treffen zu können. Für Sabrina Tanner, die ihr Geschäft schließen muss, gibt es trotzdem ein Happy End. Sie sattelt auf Großkunden um. Einen gibt es bereits. Sie beliefert die Deutsche Bahn mit Diensttaschen aller Art. Gerhard Lindner ist auch weiterhin von Kleinkunden abhängig. Und die zögern immer noch. Von 16 Tischen sind bei unserem Besuch gerade einmal 3 reserviert. Die österreichischen Parteien erhalten höhere Förderungen. Wie das mit der Inflation zusammenhängt, erfahren Sie jetzt im Nachrichtenüberblick. Die Corona-Ampelkommission konzentriert ihren Blick in der Omikron-Welle nun zunehmend auf die Krankenhausaufenthalte. Ab einer Auslastung von 11% sei die Akutversorgung in einzelnen Bundesländern gefährdet. Das entspricht rund 4.200 belegten Betten. Für Anfang Februar wird ein Wert von 4,2% erwartet. Das ist in etwa doppelt so viel wie derzeit. Die Corona-Ampel leuchtet weiterhin tiefrot. Es gibt also ein sehr hohes Risiko, sich mit Corona anzustecken. In Ghana kommen bei einer Explosion eines mit Sprengstoff beladenen LKW 17 Menschen ums Leben. Über 50 weitere werden teils schwer verletzt. Der Sprengstoff in dem LKW sollte bei Arbeiten in einer nahegelegenen Goldmine zum Einsatz kommen. Auf dem Weg dorthin ist der LKW mit einem Motorrad kollidiert. Der Zusammenstoß hat eine riesige Explosion ausgelöst. Dutzende umliegende Häuser wurden komplett zerstört. Der US-Konzern Google geht im Rechtsstreit um eine milliardenschwere EU-Kartellstrafe in Berufung. Das Unternehmen will die 2,4 Milliarden schwere Geldstrafe vor dem Europäischen Gerichtshof anfechten. Schon 2017 hat die EU-Kommission die Geldbuße gegen Google verhängt. Google habe seinen eigenen Preisvergleichsdienst in den Suchergebnissen ganz oben platziert und die Konkurrenz herabgestuft, heißt es im Beschluss. Die USA und Russland starten heute einen neuen Versuch, die Ukraine-Krise zu entschärfen. US-Außenminister Antony Blinken trifft den russischen Außenminister Sergei Lavrov in Genf. Die USA und Russland werfen sich gegenseitig Provokationen durch militärische Aktionen vor. Zuletzt hat sich die Kommunikation zwischen den Staaten verschärft. Die derzeit hohe Inflation lässt auch die Parteienförderung des Bundes steigen. Sie beträgt fast 32 Millionen Euro. Insgesamt erhalten die 5 Nationalratsparteien sowie ihre Clubs und Parteiakademien heuer 66,6 Millionen Euro. Das sind um 1,4 Millionen mehr als noch im letzten Jahr. Die genaue Fördersumme, die jede Partei bekommt, hängt von der Mandatsstärke im Parlament ab. Am meisten erhält daher die ÖVP, gefolgt von SPÖ und FPÖ. Der Freitag gehört hier in ORF 3 aktuell dem Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Er wird jetzt wieder das politische Geschehen der Wochen für uns analysieren. Schönen guten Tag. Einen schönen Mittag. Gestern ist im Nationalrat die Impfpflicht beschlossen worden. Angekündigt hat sie der damalige Bundeskanzler Alexander Schallenberg ja schon im November. Trotzdem sprechen manche jetzt von einem Schnellschuss. Warum das denn?
Das Gesetzgebungsverfahren im Parlament war das kürzestmögliche, weil zwischen der Einbringung des Gesetzes ins Parlament Anfang Dezember durch eine Regierungsvorlage und dem jetzt bevorstehenden Beschluss liegen ja nur knapp 2 Monate. Bevorstehend deshalb, weil gestern der Nationalrat zugestimmt hat und jetzt der Bundesrat als zweite Kammer das nun auch noch tun muss. Aber aufgrund der Mehrheitsverhältnisse können wir von einer Zustimmung ausgehen. Und diese 2 Monate sind eben knapp bemessen, aber sie entsprechen allen gesetzlichen Fristen. Der Hauptkritikpunkt, der aus meiner Sicht mehr berechtigt ist, ist die gesellschaftliche Diskussion davor oder dass diese kaum stattfand. Denn Bundeskanzler Schallenberg hat im November eine Impfpflicht angekündigt. Das war doch für viele überraschend bis sogar überrumpelnd. Man hat vorher debattiert, dass die Regierung einen Lockdown ausgeschlossen hat, speziell einen solchen auch für Geimpfte. Man war sich dann in der Regierung nicht einig, kommt der Lockdown doch oder nicht. Und wenn er denn kommt, österreichweit oder in allen Bundesländern. Und dann heißt es plötzlich, jetzt kommt aber auch die Impfpflicht. Jetzt will ich nicht hoffen, dass das ein reines Ablenkungsmanöver war, aber eine gesellschaftliche Diskussion auf breiter Basis schaut natürlich anders aus. Zumindest in den letzten Tagen und Wochen hat die Diskussion dann aber doch noch einmal an Fahrt aufgenommen, denn man ist sich jetzt nicht einmal mehr sicher, ob die Impfung wirklich die Ultima Ratio, also das letzte Mittel ist, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Warum setzt die Politik die Impfpflicht trotzdem um? Wenn man juristisch argumentiert, muss man von der Ultima Ratio, also vom letzten Ausweg sprechen, denn das sind natürlich so weitreichende Maßnahmen, dass das Gesetz, das Covid-19-Impfpflichtgesetz, vor dem Verfassungsgerichtshof keinen Bestand hätte, wenn ich sagen würde, möglicherweise kann man auch beschränken die maximale Teilnehmerzahl bei ein paar Veranstaltungen, dann erreichen wir das gleiche Ziel, also dass die nicht zu große Ausbreitung der Pandemie geschieht und zu einer Überlastung des Gesundheitswesens führt. Das ist juristisch verständlich und die Regierung kommt natürlich aus der selbstgezimmerten Kiste, das so schnell angekündigt zu haben, nicht mehr heraus. In der politischen Kommunikation ist es womöglich unklug, mit der Ultima Ratio zu argumentieren, nicht nur, weil Virologinnen und Virologen sagen, man könnte das auch nach der Omikronwelle, also im Frühjahr tun, sondern welches Signal sendet man damit an die Bevölkerung? Es kann ja durchaus sein, dass die Umsetzung der Impfpflicht im Vergleich zur Entwicklung von Mutationen des Virus zu langsam ist oder jedenfalls nicht perfekt ist, dann wird man weitere Maßnahmen brauchen, sei es Masken tragen, sei es andere Beschränkungen im Alltag. Und man hat den Leuten schon gesagt, wir haben ja schon alles versucht und nur das Signal auszusenden und nachher bleibt uns nur ein hoher Baum und ein dicker Strick, das kann es ja wohl nicht sein. Wo wir gerade bei der Bevölkerung sind, wird denn die Impfpflicht als Maßnahme von einer Mehrheit im Land befürwortet? Zunächst gibt es eine klare Mehrheit für das Impfen von ca. 80%. Das lässt sich ja auch anhand der immer noch zu niedrigen, aber steigenden Impfzahl messen. Es gibt auch eine Mehrheit von klar über 50%, in manchen Daten bis zu 2/3, für eine Impfpflicht an sich. Es wird aber schon etwas heikler von der Datenlage bei der Fragestellung, soll die Impfpflicht genau jetzt kommen? Da steht es eher 50-50. Und natürlich gibt es große Unterschiede. Was meint man zur Impfpflicht? Welche Parteipräferenz hat jemand? Es gibt 2/3 Mehrheiten für die jetzige Impfpflicht bei Anhängern der Regierungsparteien ÖVP und Grüne. Es ist aber die überwältigende Mehrheit der FPÖ-Anhänger, nicht nur jetzt gegen die Impfpflicht, sondern überhaupt. Nur die Zahlenspiele haben noch ein weiteres Problem. Wenn jetzt 80% für das Impfen sind, wir haben auch bei bundesweiten Wahlen eine Wahlbeteiligung von rund 80%. Nur bei Nichtwählern kann ich sagen, dann gehen 20% als freie Entscheidung eben nicht hin und verzichten auf ihre demokratische Mitsprache. Für die Gesamtgesellschaft ist das kein Problem, denn die Nichtwähler stecken mit ihrem Verhalten ja niemand mit größerer Wahrscheinlichkeit an. Bei Ungeimpften ist das schon der Fall. Die können das Virus leichter übertragen. Also muss ich wirklich möglichst jeden Einzelnen überzeugen. 100% der impfbaren Bevölkerung werde ich nicht überzeugen. Aber ich kann mich nicht mit 80 und wahrscheinlich auch nicht mit 85% oder 90% einfach zufrieden geben. Die Parteipräferenz spielt also eine Rolle, aber auch in den Parteien gibt es ja höchst unterschiedliche Meinungen zur Impfpflicht und zwar quer durch alle Lager. Hat denn die Diskussion rund ums Impfen das Zeug dazu, Parteien zu spalten?
Parteispaltung im Sinne einer formalen Trennung einer Partei, und nachher gibt es zwei davon, halte ich für ein sehr hochgegriffenes Wort. Und es wird auch viel diskutiert über unterschiedliches Abstimmungsverhalten gestern im Nationalrat. Aber letztlich haben vier Abgeordnete der NEOS nicht entlang der Parteilinie abgestimmt. Die NEOS hatten auch nie den sogenannten Clubzwang. Es ist eine Abgeordnete der Grünen zu Hause geblieben, weil sie nicht für die Impfpflicht hätte stimmen wollen. Und es hat ein Abgeordneter der SPÖ gegen die Impfpflicht gestimmt. Also eine Spaltung ist das definitiv schon von den Zahlen her nicht. Konfliktpotenzial innerhalb der Parteien sehe ich eher zwischen Bundesebene und Ländern oder auch zwischen Bundesebene und Gemeinden. Zwei Beispiele: Die Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, ist klar für die Impfpflicht. Ihr fast schon ein gewohnter Konflikt, burgenländischer Parteikollege und Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, ist zumindest gegen die Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt und sehr skeptisch. Die werden sich nur ganz selten einigen. Aber auch beispielsweise bei der FPÖ, da ist der Parlamentsclub geschlossen gegen die Impfpflicht. Aber es kann durchaus FPÖ-Abgeordnete in einzelnen Gemeinden geben. In den Gemeinden sind viele schon mit einer Impfquote von über 85%, die sich vielleicht zumindest denken oder auch sagen: Herr Bundesparteichef Kickl, mit deiner bundespolitischen Strategie lässt du mich in meiner Gemeinde in der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern gegen die Wand laufen. Jetzt hat sich die Regierung gemeinsam mit der SPÖ unmittelbar vor dem Beschluss der Impfpflicht am Donnerstag auf ein Anreiz- und Belohnungssystem zur Steigerung der Impfquote geeinigt. Ist das eine sinnvolle Ergänzung oder mehr ein Zeichen dafür, dass man nicht mehr weiß, wie man die Leute erreicht und jetzt alles Mögliche auf einmal versuchen möchte? Ich sehe ein Belohnungssystem nicht als sinnvolle Ergänzung, soll man auch jetzt noch machen, aber vor allem als etwas, das man viel früher hätte ausprobieren müssen. Denn die Verhaltensökonomie in der Wirtschaftswissenschaft weist sehr klar nach, dass Belohnungen als Motivation für ein gewünschtes Verhalten, in diesem Fall eben Impfen, durchaus funktionieren. Es ist nicht ganz so einfach, wie es klingt, denn man müsste eigentlich für jeden von uns in Österreich, von den hier lebenden Menschen, eine genaue Belohnung finden, die jedem selbst am allerbesten gefällt. Bringe einen gewagten Vergleich. Wenn ich Ihnen jetzt anbiete, damit Sie impfen gehen, Sie bekommen ein Jahresabonnement fürs Stadion für Ihren Lieblingsfußballverein, dann klingt das ganz toll für Sportfans und hat auch durchaus einen höheren Geldwert. Wenn Sie aber dann sagen, ja, ich habe eigentlich gar keinen Lieblingsfußballverein, weil mich interessiert Fußball und Sport überhaupt nicht, dann werde ich daran scheitern. Umgekehrt, wenn Sie mir sagen, ich biete dir ein Opernabonnement, damit du impfen gehst, dann werde ich als Bildungsbürger vielleicht sagen, wow, toll, aber mir denken, lieber würde ich zu einem Rockkonzert gehen. Und so kann man es aber natürlich nicht umsetzen, dass man eine Belohnung für jeden einzelnen zielgerichtet aussucht, aber trotzdem Belohnungssysteme, sei es auch mit Lotterien, soll man versuchen. Die 500 Euro sind halt ein Mittelweg auch des politisch Machbaren. Man hätte auch viele Preise, Sachpreise zur Verlosung bringen können. Was man richtig gemacht hat, dass es nicht eine Million zu gewinnen gibt für nur einen, sondern es muss jeder eine reelle Chance haben, diese 500 Euro dann auch tatsächlich zu gewinnen. Sonst ist die Motivation ja nicht groß, wenn die Chancen nur sind wie im Lotto, obwohl wir viele Lottospieler haben. Also über die wechselseitigen Abo-Angebote reden wir beide vielleicht noch einmal unter vier Augen. Für heute sage ich vielen Dank für die erhellenden Analysen, Peter Filzmaier. Ich bedanke mich und vielleicht ja nächste Woche dann zu den Abo-Angeboten. Der US-Außenminister Antony Blinken trifft heute seinen russischen Amtskollegen Sergei Lavrov in Genf. Es ist ein weiterer Versuch, die Spannungen im Ukraine-Konflikt zu mindern. Darüber spreche ich gleich mit Peter Fritz, der in Genf für uns vor Ort ist. Was von dem Treffen der beiden Außenminister zu erwarten ist, berichtet Alexandra Nöbauer. Der russische Außenminister Sergei Lavrov und der amerikanische Außenminister Antony Blinken. Sie sind bereits gestern Abend in Genf angekommen. Im Ukraine-Konflikt sollen sie einen diplomatischen Ausweg finden. Unsere Aufgabe ist es, durch unsere gemeinsame Arbeit, die wir geleistet haben, die verschiedenen Optionen deutlich zu machen, die Präsident Putin tatsächlich zur Verfügung stehen. Dialog und Diplomatie einerseits, Konflikt und Konsequenzen andererseits. Und so können wir ihn hoffentlich von einer erneuten Aggression gegen die Ukraine abbringen. Die Ausgangslage ist jedoch schwierig. Die USA und Russland werfen sich zuvor Provokation vor. Russland sieht sich nach eigenen Angaben zunehmend von einer Ausdehnung der NATO bedroht. Eine von Präsident Wladimir Putins Forderungen ist daher, dass es keine weitere NATO-Osterweiterung geben dürfe. Die USA fürchten einen Einmarsch Russlands in das Nachbarland Ukraine.
US-Präsident Joe Biden droht dem Land daher einmal mehr mit wirtschaftlichen Sanktionen. Russland warnt daraufhin vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts. Die heutigen Gespräche in Genf finden vor dem Hintergrund zunehmender militärischer Drohgebärden an der ukrainischen Grenze statt. Schon am Donnerstag hatte Russland ein groß angelegtes Marinemanöver angekündigt. Und wir schalten jetzt nach Genf, wo Peter Fritz das Treffen der Außenminister für uns beobachtet. Schönen guten Tag, Herr Fritz. Können denn Lavrov und Blinken diesen schwierigen Konflikt jetzt noch entschärfen? Sie können vielleicht ein Stück weit entschärfen. Sie können vielleicht einen Schritt aufeinander zugehen. Das wäre eigentlich schon ein Riesenerfolg. Allerdings wird eher damit gerechnet, dass momentan noch nicht wahnsinnig viel weitergeht. Es soll dieses Gespräch hier auch nur ein ziemlich kurzes sein. Ungefähr 2 Stunden sind angesetzt. Danach sollen dann schon getrennte Pressekonferenzen stattfinden. Jeder der beiden wird also getrennt vom anderen Stellung nehmen zum Gang der Dinge. Und momentan werden die Erwartungen nicht allzu hoch gehängt. Man sagt, wenn Stichworte wie Abrüstung, wie Rüstungskontrolle vielleicht fallen im Laufe des Nachmittags, dann hat man vielleicht schon ein Stück weit gewonnen, dann ist man ein bisschen aufeinander zugegangen. Aber es ist genauso gut möglich, dass dieser Eskalationskurs noch weitergeht. Der US-Präsident hat in einer Rede im Vorfeld zwischen einer möglichen Invasion und einem kleineren Eindringen Russlands unterschieden. Das hat er dann später noch einmal zurückgenommen bzw. korrigiert. Aber wie sehr hat er denn seinem Außenminister dadurch die Arbeit heute erschwert? Ich glaube, er hat ihm das Leben ziemlich schwer gemacht. Antony Blinken war schon gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, das, was sein Chef, was Joe Biden gesagt hat, wieder zurechtzurücken. Und er hat sich sehr bemüht dabei und hat gesagt, wenn auch nur ein einziger russischer Soldat über die Grenze geht in die Ukraine, dann ist das schon eine Invasion. Also dieses wahrscheinlich doch eher leichtfertige Gerede des US-Präsidenten von irgendwelchen begrenzten Interventionen, das will man jetzt nachträglich auf keinen Fall so verstanden haben. Auch das Weiße Haus sagt, es war eigentlich eher daran gedacht, dass man von Cyberangriffen und dergleichen redet, von Computerangriffen etc. und nicht von einer Invasion an sich. Aber ja, gesagt ist gesagt und Lavrov, der russische Außenminister, hat sich wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht angesichts der Ungeschicklichkeiten, die da aus Washington gekommen sind. Wie wird es denn nach dem heutigen Treffen der beiden Außenminister weitergehen? Werden weitere Gespräche in Genf oder anderswo folgen? Vorläufig ist nichts angesetzt. Auch das wird man mit Spannung beobachten, ob es irgendeine Art der Verständigung gibt, ob Gesprächskanäle offen gehalten werden und ob es dann vielleicht irgendwann das, was sicher Wladimir Putin auf alle Fälle möchte, irgendwann das auf die allerhöchste Ebene gehoben wird, dass sich also Joe Biden und Wladimir Putin zusammensetzen oder vielleicht wenigstens einmal telefonieren und später vielleicht sogar einen Gipfel ansetzen. Wladimir Putin möchte als Chef einer großen Weltmacht wahrgenommen werden. Und er möchte sich natürlich auch mit Russland als Regionalmacht behaupten. Und deswegen ist ihm die Ukraine so wichtig. Die Ukraine betrachtet er aus der Moskauer Warte als russisches Kernland. Und an dem russischen Einfluss in der Ukraine möchte er auf alle Fälle festhalten, trotz der ukrainischen Grundsatzfestlegungen, dass man eigentlich dort in Richtung Westen und in Richtung NATO strebt. Eine schwierige Frage zum Schluss noch. Lässt sich ein Krieg jetzt überhaupt noch verhindern? Ein Krieg ist immer weiter in den Bereich des Möglichen gerückt. Auch deshalb, weil Russland jetzt die Ukraine schon von 2 Seiten oder auch von 3 Seiten, wenn man das mehr sich anschaut, umklammert hält. Es sind ja neue Manöver angesetzt worden in Belarus, in Weißrussland. Und von dort hätten russische Truppen einen sehr kurzen Weg, sogar bis nach Kiew, bis in die Hauptstadt der Ukraine. Es wird wahrscheinlich nicht so weit kommen, also diese begrenzten Interventionen, von denen Joe Biden da geredet hat, die sind ja durchaus möglich, dass also vielleicht Russland nur vorstößt in die Gebiete, die derzeit schon von Russland freundlichen Truppen gehalten werden. Aber auch das wäre natürlich eine kriegerische Auseinandersetzung. Sie würden höchstwahrscheinlich auf ukrainische Gegenwehr stoßen und dann hätten wir wieder Krieg in Europa. Das sind beunruhigende Aussichten. Peter Fritz, vielen Dank für diesen Bericht aus Genf.
Nach dem heftigen Vulkanausbruch und dem nachfolgenden Tsunami auf Tonga treffen jetzt, 6 Tage später, erste Hilfslieferungen ein. Australien und Neuseeland schicken Schiffe, aus anderen Ländern kommen Flugzeuge. Der Vulkan hat auch das zentrale Internet- und Telefonkabel des Inselstaats zerstört. Vom japanischen Volk. Japan schickt Hilfspakete nach Tonga, gemäß dem Motto »Tu Gutes und sprich darüber«. Auch der große Nachbar China nutzt schnelle Hilfszusagen zur Imagepolitur. Die ersten Hilfsflüge kommen aus Australien und Neuseeland im Inselreich an, mit Zelten, Feldküchen, Kehrmaschinen für die Beseitigung der Vulkanasche und vor allem dringend benötigten Wasseraufbereitungsanlagen. Was uns gerade Sorgen bereitet, ist sauberes Trinkwasser, denn das ist mit Vulkanasche schwer verunreinigt. Auf dieser Insel, Nuku'alofa, gibt es zumindest genug zu essen und zeitweise auch wieder Strom. Andere Inseln des Königreichs sind durch Vulkan- und Riesenwellen verwüstet worden. Auf der Insel Mango steht offenbar kein einziges Haus mehr. Ganze Inseln werden evakuiert. Laut UNO sind 84.000 Menschen, das sind 4/5 der Bevölkerung, von der Katastrophe stark getroffen worden. Die rot-pinke Wiener Stadtregierung hat sich heute zu einer Klausur getroffen. Die Ergebnisse präsentieren Sie jetzt im Wiener Rathaus und wir schalten live dorthin. Ludwig, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Stadträtin Uli Simmer und Stadtrat Jürgen Czernohorski. Zu Beginn aber noch einen kurzen Einspieler. Wien ist die Stadt mit der höchsten Lebensqualität weltweit. Aber wir haben auch eine große Verantwortung für unsere Zukunft. Bis 2040 muss unsere Stadt klimaneutral werden. Ein gutes Leben für uns alle und gleichzeitig klimaneutral? Geht das überhaupt? Ja, das geht auf unsere ganz besondere Wiener Art, wo wir Menschen im Mittelpunkt stehen. Mit der Smart Klima City Strategie Wien haben wir Ziele und Maßnahmen für alle wichtigen Bereiche unserer Stadt festgelegt. Also für unsere Energieversorgung, die Mobilität, unsere Gebäude, die Wirtschaft, den Abfall, ebenso wie für die Bereiche Bildung, Digitalisierung, Gesundheit, Stadtökologie, Beteiligung und Klimaanpassung. Ein paar Beispiele. In einer Smart Klima City nutzen wir die Wärme aus Grund und Abwasser, aus Erde und Luft, aus Industrieanlagen und Kläranlagen. Smart ist es, wenn zum Beispiel deine Wohnung mit der Abwärme aus der Kläranlage Simmering geheizt wird. Die größte Wärmepumpe Europas wird dann schon bald 106.000 Haushalte klimaneutral heizen. Bis 2040 wollen wir in Wien gänzlich aus der fossilen Wärmeversorgung aussteigen. Also raus aus Erdgas und Erdöl hin zu erneuerbaren Energiequellen. Anderes Thema, die Bodenversiegelung. Wien ist schon heute weltweit die Großstadt mit der geringsten Bodenversiegelung. Mehr als die Hälfte Wiens ist Grünraum. Mit der Initiative Raus aus dem Asphalt begrünen wir in den nächsten Jahren versiegelte Flächen und kühlen Hitzeinseln. Wir schaffen mehr Raum für klimafreundliche Mobilität, bauen Öffis und Radwege weiter aus und pflanzen in dicht bebauten Gebieten rund 25.000 Bäume. So wird es noch angenehmer, deine Wege mit Öffis, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Das ist gesünder und besser für unser Klima. Gesünder und klimafreundlicher ist es übrigens auch, mehr Gemüse statt Fleisch zu essen. Wusstest du, dass auf den Wiener Landwirtschaftsflächen rund 40 Gemüsesorten angebaut und jährlich ca. 60.000 Tonnen Gemüse produziert werden? Vieles davon in Bioqualität. Besonders smart ist es, wenn wir auf den 22 Wiener Märkten unser Wiener Gemüse mit kurzen Lieferwegen regional und saisonal einkaufen. Die Wiener Smart Klima City Strategie ist der rote Faden für die vielen Maßnahmen, die es jetzt und in Zukunft braucht. Ein smartes Wien braucht dich, mich, uns alle. Für eine Stadt, die auch in Zukunft ein gutes Leben für uns alle ermöglicht. Das alles erfährst du in der Smart Klima City Strategie Wien auf smartcity.wien.gv.at. Ich darf nun den Herrn Bürgermeister bitten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie, oder ich darf sagen, wir möchten Sie gemeinsam über die Ergebnisse unserer Regierungsklausur informieren. Und da schließe ich ein, eine wochenlange, sehr enge und gute Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der Wiener Stadtregierung, aber auch den Clubvorsitzenden und den Mitgliedern der Gemeinderatsclubs.
der beiden Parteien SPÖ und NEOS. Wir haben jetzt über Wochen auf diese Regierungsklausur hingearbeitet und haben jetzt heute noch in einer letzten Abstimmung, wie ich meine, zwei ganz wesentliche Strategien zum Vorschlagen, auch für die Legislative. Beide Strategien werden ja dann auch noch im Gemeinderat beschlossen werden. Und von daher war es wichtig, dass wir im Rahmen der Stadtregierung gemeinsam mit den beiden Clubs hier diese Strategien entwickelt haben. Wir arbeiten sehr gut und eng zusammen in dieser Fortschrittskoalition und arbeiten täglich die verschiedensten Herausforderungen ab. Wir sind natürlich in der Corona-Krise jetzt besonders gefordert gewesen. Aber dessen ungeachtet ist uns wichtig, dass wir auch die großen strategischen Ziele der Entwicklung der Stadt im Auge haben. Dazu gehört unter anderem ein wichtiges Thema, Maßnahmen gegen den Klimawandel. Und auch die Frage, wie kann sich eine Großstadt wie Wien im Rahmen der Maßnahmen gegen den Klimawandel entwickeln. Wir haben uns vorgenommen, dass wir bis 2040 klimaneutral in Wien sind. Das bedeutet große Kraftanstrengungen in allen Bereichen, die wir auch zu verantworten haben. Und mir als Wiener Bürgermeister war immer wichtig, dass wir an den großen Schrauben drehen, dass wir uns nicht primär mit den Dingen beschäftigen, die vielleicht öffentlichkeitswirksam sind, sondern die Maßnahmen, die wirklich helfen, diese Ziele auch zu erreichen. Wir beginnen da nicht bei Null. Wir haben seit über 20 Jahren in Wien ein Klimaschutzprogramm der Stadt Wien, an dem wir auch sehr konsequent auch in der Vergangenheit gearbeitet haben. Das ist auch der Grund, dass Wien Vorbild für viele andere Großstädte weltweit ist. Wir haben es in diesem Einspieler gesehen im Bereich Klimaschutz, aber auch im Bereich Umweltschutz. Zum Beispiel beim Bodenverbrauch ist Wien im internationalen Vergleich eine Musterstadt. Mehr als die Hälfte der gesamten Grundfläche in Wien ist Grünraum. Und wir sind eine der wenigen Großstädte, die auch landwirtschaftlich genutzte Flächen hat. In Wien sind es 14% der gesamten Grundfläche. Warum sage ich das? Weil das auch mit ein Beitrag ist, eine Stadt der kurzen Wege zu erhalten bzw. auch weiter auszubauen. Wir haben uns jetzt vorgenommen, in zwei Strategien, wenn man so will, da besonders tätig zu sein. Es ist im Einspieler gezeigt worden. Es ist zum einen die Smart Klima City Wien Strategie. Die Smart City Strategie haben wir schon länger, die wir jetzt modifiziert an den Gegebenheiten angepasst haben und ganz bewusst in den Titel auch Klima mit einbezogen haben, weil die Maßnahmen gegen den Klimawandel hier besonders betont werden. Wir haben uns vorgenommen, in 11 Zielbereichen diese Strategie zu entwickeln. Es sind alle Ressortbereiche mit eingebunden gewesen in dieser Vorbereitung und sind auch alle betroffen. Wir werden versuchen, das anhand einiger Beispiele Ihnen jetzt zu illustrieren. Diese 11 Zielbereiche reichen von der Energiewende über die smarte Mobilität bis zur Kreislaufwirtschaft, bis hin zur Bildung, Digitalisierung und auch Kultur. Die zweite Strategie ist, wenn man so will, der Wiener Klimafahrplan. Hier haben wir 100 Maßnahmen gebündelt, die zeigen, wie wir diese Zielvorgaben erreichen. Denn das, was wir nicht wollen, ist, dass wir ein Zielmärchenbuch entwickeln. Manchmal hat man ja den Eindruck in dieser Diskussion, da werden immer Ziele vorgeschlagen, wo sich laufend politische Gruppierungen unterbieten, wann man noch schneller was realisiert. Jeder, der sich mit den Themen beschäftigt, weiß, das wird nicht erreichbar sein. Das wollen wir nicht. Wir wollen deutlich zeigen, engagierte Zielvorgabe und operationalisiert, wie wir diese Ziele auch in den verschiedensten Ressortbereichen erreichen. Und das, was wir nicht wollen, vielleicht auch ein wenig im Unterschied zu manchen politischen Mitbewerbern, ist, dass wir apokalyptische Prognosen erstellen. Manchmal habe ich ja den Eindruck, wir stehen knapp vor dem Weltuntergang. Ich bin der Meinung, dass man durch politische Maßnahmen, die zu setzen sind, eine Herausforderung meistern kann. Und der Klimawandel ist eine große Herausforderung. Ich bin aber überzeugt, dass wenn wir konsequente Schritte setzen, wenn wir in der Politik agieren, die Bevölkerung mitnehmen, dass wir auch diese Herausforderung meistern können und diese apokalyptischen Ankündigungen eher Teile der Bevölkerung demotivieren und nicht auf diesen Weg mitnehmen.
Und ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, in Wien hier große Teile der Bevölkerung zu interessieren und sie auch auf diesen Weg mitzunehmen. Und ich möchte zeigen, oder wir gemeinsam wollen zeigen, dass wir auch einen Plan haben, um diese Ziele zu erreichen. Es sind nicht nur Vorgaben, Überschriften, sondern dass wir auch einen Plan haben, das entsprechend abzuarbeiten. Wir werden das anhand konkreter Beispiele noch sehen. Ich möchte vielleicht nur drei Themen jetzt einleitend noch erwähnen, um vielleicht ein bisschen auch Schwung dann in die Diskussion zu bringen. Der erste Punkt beschäftigt sich mit Fernwärme und Fernkälte. Das ist eine der ganz großen Herausforderungen, wie man mit dem Wärmebedarf in einer Großstadt umgeht. Hier sind auch die größten Investitionen vorgesehen. Und zwar ist ein umfangreicher Systemwechsel bei Heizen und Warmwasser auch notwendig. Das wissen wir. Fernwärme ist etwas, worauf wir in Wien schon seit längerer Zeit bauen. Wir wollen das aber ganz stark, noch stärker den Haushalten anbieten und haben uns vorgenommen, dass bis 2040 in etwa 60% des Wärmebedarfs in Wien über die Fernwärme abgedeckt werden soll. Wir werden zusätzlich die Geothermie erschließen und Großwärmepumpen herstellen. Hier ist vorgesehen, dass mehr als die Hälfte der Fernwärme produziert werden. Beide Technologien werden bereits heute real umgesetzt und sollen jetzt mit Großanlagen auch verstärkt werden, also Geothermie und Großwärmepumpen. Und da haben wir vor, im Februar, also das heißt in den nächsten Tagen, den Startschuss zu Mitteleuropas größter Wärmepumpe zu geben, in der Kläranlage Simmering. Das soll wieder ein Zeichen dafür sein, dass wir auch im internationalen Vergleich vorangehen und deutlich machen, dass wir eine große Anzahl an Haushalten über diese größte Wärmepumpe begleiten können. Weiters läuft derzeit aktuell das Forschungsprojekt Geotief. Die Wien Energie möchte bis 2030 140 Megawatt Geothermie für die Fernwärme zur Verfügung stellen. Damit wären 135.000 Haushalte mit Raumwärme und Warmwasser zu versorgen sein. Also nur damit man die Dimensionen sieht, in welchen Größenordnungen hier wir an den großen Schrauben auch drehen. Weiters beschäftigen wir uns jetzt intensiv auch mit Fernkälte. Hier ist ja ein zweiter Kreislauf notwendig. Der Ausbau läuft hier auf Hochtouren. Das ist beginnend mit dem inneren städtischen Bereich eine Herausforderung, der wir uns in den nächsten Jahren auch besonders widmen wollen. Ist insbesondere dann, wenn man davon ausgehen muss, dass insbesondere die Sommermonate heißer werden, für viele Menschen, aber vor allem auch für viele Institutionen wichtig. Ich möchte ganz besonders die Spitäler herausgreifen. Wir haben jetzt schon ein Projekt laufen in der Klinik Floridsdorf, wo wir das bereits ermöglicht haben und wollen das AKH anschließen an die Fernkälte, also dort, wo Patientinnen und Patienten besonders davon profitieren können. Außerdem spart das sehr viel an CO2, rund 50%. Beziehungsweise 70% Energieeinsatz im Vergleich zu herkömmlicher Klimatisierung. Das heißt, es ist nicht nur komfortabler für die Menschen, sondern spart auch ganz massiv dort, wo wir besonders betroffen sind bei den CO2-Emissionen. Derzeit sind über 2,5 Millionen Quadratmeter Bürofläche mit einbezogen. Das sind in etwa 250 Fußballfelder in der Größe, nur damit man sich das auch vorstellen kann. Wir haben vor, dass wir bis zum Jahr 2025 in diesem Bereich rund 80 Millionen Euro investieren. Also von daher sind wir, wie ich meine, gut unterwegs, auch im innovativen Bereich neue Maßstäbe zu setzen. Und das gilt auch für die Installierung von Photovoltaikanlagen. Hier sind wir ressortübergreifend ebenfalls auf gutem Weg. Ich glaube, wir werden das dann noch ein bisschen vertiefend erfahren. Das geht von Amtshäusern über Schulen, beispielsweise Spitäler, Gemeindebauten, auch in den privaten Wohnhausbereich. Und wir haben jetzt vor, dass wir ausgehend von unserer heutigen Regierungsklausur
eine deutliche Erleichterung, eine Vereinfachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen wollen, auch für private Haushalte, dass es ohne Behördenweg möglich ist, Photovoltaik-Kleinanlagen zu installieren. Das wird bedeuten, dass für hunderte Anträge, die schon vorgesehen sind, hier ein vereinfachter Prozess möglich ist und noch schneller als bisher Photovoltaikanlagen umgesetzt werden können. Ich möchte noch einen zweiten Punkt erwähnen, vielleicht ein bisschen auch als Startschuss für unsere weitere Diskussion, nämlich die smarte Mobilität und den Ausbau öffentlichen Verkehrsmittel. Hier haben wir, wie Sie wissen, ja ein sehr massives Ausbauprogramm im Bereich der U-Bahnen vor. Derzeit sind 11 Kilometer bzw. 12 neue Stationen für die U-Bahn in Wien im Bau, in Planung und Bau. Und von daher wird das eine CO2-Einsparung bis zu 75.000 Tonnen jährlich bedeuten durch die angenommene Reduzierung des Autoverkehrs. Das wäre eine Umweltleistung vergleichbar mit einem Wald in der Größe der gesamten Donaustadt. Nur damit man auch hier vielleicht ein Bild zur Illustration hat. Es fließt dreimal mehr Geld in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel als in den Straßenausbau und Straßenerhalt in Wien. Also auch das ein Zeichen dafür, dass wir den sehr guten Modal Split, den wir in Wien haben, also das Verhältnis von öffentlichen Verkehrsmitteln, Individualverkehr, Radfahrern und Fußgängern weiter zugunsten des öffentlichen Verkehrs verschieben wollen. Vielleicht noch einen dritten Punkt, der am ersten Blick nicht ganz so aus den Programmen springt, aber von dem wir uns ebenfalls viel erwarten, ist die sogenannte Kreislaufwirtschaft, die sogenannte Zero Waste Policy. Das bedeutet, dass wir versuchen wollen, bei dem Recycling, aber auch beim Verhindern von Müll neue Wege zu gehen. Wir haben uns hier vorgenommen, bis 2030 das EU-Ziel von 60% Recyclingquote zu erreichen und bis 2050 sämtliche Abfälle zu verwerten. Das heißt, dass nicht einmal die Verbrennungsrückstände ungenützt deponiert werden. Also auch das ein sehr ehrgeiziges Ziel, das wir aber in Abstimmung mit den Einrichtungen der Daseinsvorsorge in Wien auch auf den Weg bringen können. Wir haben beispielsweise auch beim Pfandsystem und bei den Getränkeverpackungen geschafft, dass wir die Sammelmengen deutlich erhöht haben, um ca. 10%. Das heißt, es ist durchaus möglich, wenn man die Bevölkerung auch informativ mitnimmt, auf diesen Weg zusätzliche Vorteile in dem Bereich zu erlangen. Wichtig ist, dass wir all bei diesen Maßnahmen, die wir heute auch noch präsentieren werden, die Maßnahmen Klimaschutz immer in Verbindung bringen mit der sozialen Dimension und der sozialen Gerechtigkeit. Denn es gilt, den Menschen im Mittelpunkt zu sehen und bei all diesen Aktivitäten auch die Interessen der Menschen in den verschiedensten anderen Lebensbereichen, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Bildung hier zu berücksichtigen. Da haben wir in Wien zweifellos einen Heimvorteil, weil ein großer Teil der Daseinsvorsorge auch von uns gestaltet werden kann, beispielsweise durch den Umstand, dass der große Energieversorger, die Wienenergie, die Stadtwerke insgesamt im Eigentum der Stadt sind. Wir würden uns deutlich schwerer tun bei all diesen Maßnahmen, wenn wir hier nicht unmittelbaren Zugriff und unmittelbare Möglichkeit hätten, diese innovativen Projekte auch umzusetzen. Abschließend vielleicht noch der Hinweis, dass wir mit diesem gemeinsamen Programm, das wir Ihnen heute vorstellen, österreichweit wieder einen deutlichen Schritt vorangehen und, wie ich meine, auch im internationalen Vergleich wieder an der Spitze sind. Wir sind schon seit vielen Jahren eine Umweltmusterstadt und wollen auch den Anspruch erheben, in Zukunft Klimamusterstadt zu sein. Und da sind wir mit dem Klimafahrplan und mit dem Smart City Klima, der Smart City Klimastrategie auf gutem Wege, dass wir deutlich machen, dass wir auch im internationalen Vergleich hier eine führende Rolle einnehmen. Und ich weiß jetzt schon, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen im Bürgermeisteramt aus anderen Großstädten in Europa sich sehr für diese Programme interessieren. Wir haben ja schon Anfragen
aus verschiedensten Ländern. Und ich bin überzeugt, dass das ein deutliches Signal wird, dass wir Klimaschutz nicht nur ernst nehmen, sondern auch konkrete Projekte haben, um die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Danke, Herr Bürgermeister. Herr Vizebürgermeister, bitte. Heute ist ein guter Tag für Wien, weil wir haben heute bei der Regierungsklausur die Weichen auch für die Zukunft gestellt. Wir haben sehr ambitionierte Weichen gestellt in Richtung Klimaneutralität 2040. Und die heutige Regierungsklausur hat wieder gezeigt, wie gut und professionell wir in dieser Koalition auch zusammenarbeiten und vor allem trotz Pandemie und Herausforderungen ganz klar in die Zukunft schauen. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Klimakrise und die Klimaerwärmung das größte Problem für die Menschheit ist. Und hier müssen alle zusammenarbeiten. Die Weltgemeinschaft, Europa, Österreich, aber ganz konkret auch lokal. Wir hier in Wien wollen Vorreiter sein, weltweit in Richtung Klimaneutralität 2040. Und das nicht mit Einzelmaßnahmen oder Scheinmaßnahmen vor einem Wahlkampf wie auf die Straße Radfahrspuren zu pinseln, sondern langfristige Strategien zu haben, die messbar sind, die vor allem auch einhaltbar sind. Und das sind die zwei Rahmenstrategien, die auch auf Clubebene auch noch beschlossen werden. Hier auch ein Dank an die Gemeinderatsclubs, die hier sehr intensiv auch involviert waren, um hier diese Rahmenstrategien in Richtung CO2-Neutralität 2040 auch zu definieren. Für mich ist wichtig, dass dieser Klimaschutz eine Chance ist, nämlich eine Chance auch zu investieren in die Wirtschaft, in die Zukunft, in den Klimaschutz. Es geht nicht darum, Wirtschaft und Umwelt auseinander zu dividieren, sondern gemeinsam auch zu sehen, weil dieser Fahrplan auch große Chancen für den Standort Wien bedeuten, für neue Arbeitsplätze und natürlich auch für Innovation, die wir durch dieses Programm voranbringen werden. Und die Basis, um diese Ziele zu erreichen, ist natürlich das Budget. Und hier gibt es ein sehr umfassendes Klimabudget in den nächsten 2 Jahren in Höhe von 2,8 Milliarden Euro, die wir in den Klimaschutz auch investieren, um unsere ambitionierten Ziele auch erreichen zu können. Wir haben das Klimabudget mit Investitionen für die Zukunft. Wir machen allerdings auch das erste Mal messbar, was wir an Emissionen auch verursachen. Und das ist eine wichtige Grundlage, nämlich auch zu wissen, über welche Maßnahmen wir einerseits wie viel CO2 einsparen, aber auch welche Projekte der Stadt wie viel CO2 verursachen. Darum ist es auch das Ziel, hier über ein Klimabudget die Treibhausgasemissionen sichtbar und auch messbar zu machen, um hier voranzukommen in allen Themenbereichen. Weil diese Strategien, die wir hier heute auch vorstellen, betreffen alle Bereiche von Verkehr, wo wir auch CO2 bis 2030 um 50% reduzieren wollen, über Wohnbau, aber natürlich auch andere Bereiche wie auch Kretzelpolitik oder vor allem auch die Bildungseinrichtungen. Warum spreche ich hier die Bildung an? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass die beste langfristige Klimaschutzpolitik eine gute Bildungspolitik ist, weil es hier auch um Aufklärung zu diesem Thema geht. Und ich erlebe bei den Kindern und Jugendlichen, dass ein ganz großes Interesse daran besteht und vor allem auch Druck gemacht wird, zu Recht, nämlich möglichst schnell CO2-neutral auch als Gesellschaft sein zu können. Wir machen diese Politik für die Zukunft, nicht für die nächste Wahl, sondern für die nächsten 50, 100, 200 Jahre. Das ist die langfristige Perspektive und vor allem für die Jüngsten, für die Kinder und Jugendlichen auch in der Stadt, auch für die nächsten Generationen. Und die werden auch stark eingebunden. Wir haben heuer das erste Mal ein Kinder- und Jugendparlament gestartet, wo Kinder und Jugendliche Ideen einreichen konnten. Und wir haben viele hunderte Ideen zu Klimaschutzmaßnahmen auch bekommen, die wir als Stadtregierung auch mit der Verwaltung und den Jugendlichen diskutieren werden und dann auch Projekte von den Kindern und Jugendlichen umsetzen werden. Besonders stolz bin ich auf die Photovoltaik-Offensive.
Stadtrat hat es auch schon angekündigt, Verfünffachung der Photovoltaik-Energieleistung der Stadt in den nächsten Jahren. Und da werden alle Bereiche auch einen Beitrag leisten. Zum Beispiel in einem Ressort, für das ich verantwortlich sein darf, wird es zusätzliche Photovoltaikanlagen auf Schulen geben, aber auch zum Beispiel bei Bädern. Wir werden auf den Wiener Bädern und bei den Wiener Bädern die Photovoltaik-Leistung verdoppeln in den nächsten Jahren, um hier in dieser Photovoltaik-Strategie auch einen Beitrag zu leisten. Wir sehen, wir sind hier in vielen Bereichen schon gut voran, vor allem mit dem Projekt Coole Schule. Da geht es darum, Schulen energieautark zu planen. Das ist jetzt auch schon gelungen. Es gibt Schulen, die ohne Energieaufwand aus fossilen Energiestoffen funktionieren. Und es geht außerdem darum, die Schulen auch kühl zu halten, als Coole Schule, um hier auch gut konzentriert lernen zu können. Wir haben da im vergangenen Jahr 2 Solarpreise gewonnen, den österreichischen und den europäischen, für Schulprojekte. Und genau diesen Weg werden wir fortsetzen, nämlich innovative Schulen, Bildungscampus auch zu planen und hier alle Bereiche zusammenzubringen, nämlich der Energiegewinnung, Solarenergie, Erdwärme, Bauteilaktivierung. Und an diesem Beispiel der Schulen sieht man, wie fortschrittlich wir auch in der Planung sind, wie gut integriert die Stadt in allen Bereichen auch zusammenarbeitet mit einem klaren Ziel, nämlich Wien 2040 CO2-neutral zu machen. Und da lade ich alle Wienerinnen und Wiener ein, mitzumachen, weil es ist unser Ansatz, es gemeinsam zu schaffen, niemanden gegeneinander auszuspielen, sondern gemeinsam diese Herausforderung auch anzunehmen. Vielen Dank. Frau Stadträtin Simmer, bitte. Den Energieverbrauch senken, die Recyclingquote der EU sogar noch übertreffen. Das sind die Klimaziele der rot-pinken Wiener Stadtregierung. An meiner Seite ist für eine letzte Analyse am heutigen Tag Wolfgang Geier zurückgekehrt. Hallo nochmal. Hallo. Das ist jetzt ein ganz schöner Umweltschwerpunkt, den Michael Ludwig und Christoph Wiederkehr hier setzen. Geht es dabei vielleicht auch darum, den Grünen so ein bisschen thematisch das Wasser abzugraben? Mit den Grünen, das waren ja lange Jahre die Koalitionspartner der Wiener SPÖ beim Vorgänger von Michael Ludwig, bei Michael Häupl. Und natürlich, da war jetzt ein großes Thema. Da war ja nicht irgendwas, dieser Lobautunnel, also diese Umfahrungsstraße nahe Wien, das hat für viel Konflikt zwischen Rot und Grün gesorgt. Die grüne Umweltministerin hat da die Stopptaste gedrückt. Die Stadt Wien hat schon seit Jahrzehnten fast, kann man sagen, dieses Projekt energisch betrieben. Da ist jetzt Wien ein wenig in die Rolle des Straßenbauers, des Betonierers gerückt, während die Grünen hier bei ihrer Stammklientel punkten konnten. Da ist man sicher auch bemüht, dagegen zu steuern mit langfristigen, nachhaltigen Klimaprojekten und sich so als eine Art Klimarealos zu präsentieren, eben nicht Visionen an die Wand zu malen, wie der Bürgermeister da gesagt hat, sondern so das mit Hausverstand und Augenmaß, das soll so die Botschaft sein, zu machen. Eine Straße da, wo es eine Straße braucht und langfristig grüne Stadtprojekte da, wo es die braucht. Im Rückblick betrachtet wirkt es nicht mehr so, als ob die einstige rot-grüne Wiener Stadtregierung so zufrieden miteinander gewesen wäre. Michael Ludwig hat ja dann auch die Koalition nicht erneuert, sondern die Grünen sozusagen ausgetauscht durch die Neos. Welche Bilanz lässt sich denn jetzt über diese Zusammenarbeit ziehen? Das ist das Zusammenspiel zweier sehr unterschiedlich großer Parteien. Die SPÖ über 40%, die Neos bei knapp 6,7. Ich glaube, 1:6 ist da das Umrechnungsverhältnis fast. Und das widerspiegelt sich ein wenig in der Arbeit, die wir da auch gesehen haben. Und natürlich kommt dazu, das Thema Corona überschattet da nahezu alles. Michael Ludwig hat als Bürgermeister Corona zur Chefsache gemacht und die Stadt Wien hat da punkten können mit einem guten Krisenmanagement. Das wird hier von allen Richtungen bescheinigt. Mit den Tests klappt es in Wien und auch sonst hat man immer wieder eigene Maßnahmen, die für einen Ballungsraum als nötig erschienen, gemacht und die Stadt bisher gut durch diese schwierigen Zeiten gelotst. Das ist das einhellige, die einhellige, das ist jetzt keine subjektive Wahrnehmung, sondern eigentlich die einhellige Beobachtungsweise aller Beteiligten. Bei den Neos ist aufgefallen, sie sind ja für Bildung und auch für Integration verantwortlich. Da ist diese MA, diese Einwanderungsbehörde, über die es massiv Beschwerden gegeben hat, weil dort nicht einmal das Telefon abgehoben wird, geschweige denn die anstehenden Fälle bearbeitet werden. Also da hat es massive Beschwerden gegeben. Da waren die Neos politisch betroffen davon und haben versucht, da Besserung zu versprechen und Reformen angekündigt. Das war so das herausstechende Ereignis eigentlich, wenn ich da jetzt, das im November war es ein Jahr, wenn ich da jetzt zurückschaue. Also weitestgehend reibungsfrei, es ist nichts von gröberem Konflikt zwischen Pink und Rot an die Öffentlichkeit gedrungen
und dem Größenverhältnis entsprechend läuft das vor sich hin. Bleibt dasselbe Resümee, das wir heute auch schon im Hinblick auf die USA hatten. Bis zu den nächsten Wahlen ist noch einige Zeit, da kann auch noch einiges passieren. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die heutigen Analysen, Wolfgang Geier. War mir eine Freude. Das war ORF 3 aktuell für diese Woche. Heute Abend präsentiert Ihnen Teresa Kulowitsch die Nachrichten des Tages in Österreich heute ab 19.18 Uhr. ORF 3 aktuell kommt dann am Montag wieder zur gewohnten Uhrzeit ab 9.30 Uhr am Vormittag. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.